Ah. Ja, guck mal jetzt. Verstanden. Hallo, alles gut. Ich habe schon gerade, wir sind 5 Minuten vor der Zeit. Das ist das Feuerwehrmannshöflichkeit, ne? Es gibt ja Feuerwehrleute, die kommen 5 Minuten vor dem Brand. Ach ja, das ist gut. Ne, genau. Also ich hoffe, ich denke ja, Aber manchmal dann denke ich. kommen sie aber mit Brandbeschleuniger, ne? Weil Genau. Mir fiel das sonst. so ein und dann der passende Name dazu wäre Putin. Na, hilf mir Nur, mal. dass der nicht zum Löschen bereit ist. Nee, das ist er nicht, Der nee. war, nee, Ist ja genau also. das Gegenteil, ne? Naja, ich meine, er macht weiter. Also während die anderen löschen versuchen, ist er noch immer kräftig mit dem Brandbeschleuniger zugange. So irgendwie. Oh Gott. Ja. Also ich finde, den sollte man immer mit B und D aussprechen. Bullin. Der will dann hinterher gefeiert werden, weil er den Brand richtig gelöscht hat, den ganz schlimmen Brand, ne? Ganz Den richtig. Weltenbrand hat er verhindert, Ja, den hat er. genau, er hat die Zerstörung der Menschheit verhindert. Ja. Ich hab mir die ganze, ja, nee, nicht angeguckt, das ist einfach zu viel gewesen. Ging ja fast 4 Stunden. Er hat doch in St. Petersburg war doch so ein Forum, wo er da wieder Wirtschaftsforum. vortanzte. Ja. Und wo auch, also was eigentlich so dann irgendwann kam, also seine Rede ist, naja, wie das ist, er hat dann seinen Abschnitt gehabt zur Ukraine und hämmert da hammerhart raus, ne? Diese ganze Geschichte von national, dass da Nazis sind und so weiter. Die ganze Erzählung bringt er da, klappert da so locker runter. Es war aber da kurz hingehört, ansonsten Wirtschaft, bla bla bla, bisschen Zeug und so. Das mag für die Russen dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Detail dann interessant sein. Dann war aber zugeschaltet, war der ägyptische Ministerpräsident und Xi. Oder zugeschaltet, Videobotschaften hatten die übermittelt. Und da ist ja dann die Frage, für mich so hört man jetzt durch, dass ja eigentlich auch ein bisschen Krieg ist. Und Xi hatte gesagt, also ich habe es dann so gedeutet, direkt spricht es gar keiner an. Oder von den beiden hat es keiner angesprochen. Und Xi hatte gesagt, man muss im Guten auch das Schlechte erkennen. Oh, Und im Schlechten auch das Gute. Schumpeter. Damit ist er raus. Weißt du, so, damit war das Thema für So, ihn erledigt. das ist irgendwie So. Konfuzianismus, Ja, also go genau. oder so. So. Macht mal, ne? Und Eigentlich anti-human, oder? So Anti-Humanisten ist ja auch wieder gerade so ein Thema. Wer ist anti-human, ne? Jeder Theoretiker ist anti-humanist irgendwie. Ich habe so ein bisschen so eine, naja, sag ich mal, so ein vorgeprägtes Bild im Sinne von hoffentlich klappt das mit den Sanktionen und an ein paar Stellen. Und ich habe aber sozusagen, ich gehe mit der Erwartungshaltung ran, deswegen finde ich natürlich immer die Artikel und Beiträge, die das bestätigen, aber das mit dem Ölembargo, das geht so schräg gerade. Das ist ein Förderprogramm für Putin. Ja. Es geht ihm dadurch wesentlich besser. Wesentlich. Weil es muss weniger exportieren, verdient mehr dabei. Das ist der Hammer. Haben Das die muss Amis sein. eigentlich damals da im Irak China. irgendwie auch verdient? Wo die ja 2000, Anfang irgendwas 2000er Na, die Irak. sind ja, damals waren sie ja auf jeden Fall Ölimporteure. Also das war bestimmt kein, was das angeht, kein gutes Geschäft. Zu dem Zeitpunkt müssten die Preise ja auch hochgegangen sein. Mit dem Irak und Kuwait ja auch. Das weiß ich, ja, doch, das war auf jeden Fall Weiß auch so. gar nicht mehr, wer da jetzt da richtig Gewinn rausgeschlagen hat aus dem Irakkrieg. Ja, denn war irgendwie, mussten ja diese Ölfelder da verwaltet werden. Ich glaube, da haben sie wohl so ein bisschen mit organisiert. Das war ja früher der größte Verschwörungstheoretiker der Welt. Wenn du das Öl überhaupt als möglichen Faktor mit ins Bild brachtest. Aber Zufall, wenn du auf die Weltkarte guckst und welche Länder haben die USA angegriffen, also wenn jetzt mal Vietnam und so weiter, aber im Mittleren, ja, komischerweise ist da immer das amerikanische Öl offenbar vergraben, ne? In den Ländern. Ja, die haben denen das amerikanische Öl da geklaut, da vergraben, ja. Ja, genau. Das So. sagte man dort auch in den Gegenden. Der einzige Kriegsgrund, nicht? Also hinter all der Tünche ist eben Öl, nicht? Also das, warum hat es hier Krieg? Ne? Ja, Das es wird ist schon Ressourcen, eine ja. Mischung, man kann auch, glaube ich, eine Mischung gut konstruieren, das ist schon in Ordnung, ne? Eine Mischung draus zu machen. Aber wenn die Amerikaner haben ja damals halt auch Irak und Iran, ne, Iran-Contra-Affäre, beide beliefert da mit Zeug und so, und das war schon, das
Das waren schon komische Zustände, die der. Und ja. Und ich habe das Gefühl, Putin jetzt, auch wenn das ein bisschen doof klingt, aber der kopiert den ganzen Scheiß. Das ist ja wie, dass man irgendwann Sympathie für Trump entwickelt hat, ne? Also, ja, Sympathie will ich das nicht, aber es ist schon irgendwie. Aber als Ostbürger bin ich halt, gebe ich ja zu, ne? Hat man eine andere Prägung. Also da ist jetzt nicht so, oh, Putin der Böse. Also jetzt schon eher, ne? Aber eher so vom Kopf her und Ja, ich nicht so denke vom ja auch nicht Bauch. dauernd Amerika, das Böse, Nee, aber das stimmt. letztendlich Ich denke aber immer, weiß ich Hitler es ist das doch. Böse. Hitler ist Ja, auf das, jeden Fall ja, das Böse. Hitler, da Ja. reden wir jetzt aber nicht drüber. Aber ich bin ja Das ist so, Deutscher. Ich das ist bin Deutscher. Genau, ja. der tiefen Grund der Situation überhaupt. Also von daher ist es so, dauernd, also jetzt wird wieder sozusagen der Lack abgeätzt, bis man wieder auf dieser Struktur ist und ja, und alle regen sich auf und es ist alles so, ja. Na, Also ich jetzt komme hätte. ich schon aus Fernost, nur also um wieder Aufregung, das Ja, werde ich mich aber nicht mehr. mal im Detail nochmal oder auch nur ein paar Sekunden irgendwie erzählt, aber also die Ölgeschichte: Indien bekommt russisches Öl und verkauft es uns wieder teuer. Das ist doch ein geiler. Was ist doch. Und die Lieferungen laufen über Griechenland. Genau, mit ihren Viele Sachen. Tankern. Monitor gestern, ne? Georg Ressler hatte da ja irgendwie. Das ist sozusagen noch das i-Tüpfelchen obendrauf, dass wir auch noch die Lieferinfrastruktur, die Anlieferinfrastruktur dafür bereitstellen. Und die Preise sind ja nur in einer Art und Weise gestiegen, dass Putin da, ich hatte, also standen irgendwie 16, 17 Milliarden Euro, glaube ich, waren es Mehreinnahmen. Der Krieg kostet 500 Millionen, hast schon mal 30 Tage Krieg finanziert. Durch unsere Sanktionen. Es ist so krank. Ja, der Witz ist offenbar, dass es noch keine Wirtschaftskriegsstrategen gibt. Oder gibt es die und wir erkennen sie nicht oder sie machen alles heimlich und haben Also, Hintergedanken, die wir nicht verstehen oder na, dass man solche warum? Sachen, dass so Konstrukte schiefgehen, das finde ich ja gar nicht schlimm. Das kann ja passieren, ne? Ist ja Dass man dann, Lernfeld, ne? ja, dass man dann merkt, okay, ich gehe rein und natürlich gibt es Bewegungen, überall Schlupflöcher zu finden. Nur hat es die EU ja mit irgendwelchen Ausnahmeregelungen offenbar teilweise selbst provoziert, da in Griechenland jedenfalls. Aber auch beim Tankrabatt. Man muss doch dann an den Punkt kommen und sagen, jetzt breche ich mal ab. Reicht, ne? Es hat nicht, tut uns wirklich leid, hat nicht funktioniert, aber bevor wir jetzt die Ölkonzerne noch weiter subventionieren, brechen wir das mal ab und gucken, ob das. Und das passiert nicht. Und das macht mir viel mehr Sorgen, als dass man so einen Fehler mal macht. Es gibt auch dieses Spiel, wo mehrere Leute auf einer hochlabilen Plattform sitzen, ne? Und jede geringste Gewichtsverlagerung, das kann das Ganze instabil machen, ne? Du Sie meinst müssen sich Balance, aber ja. bewegen, ne? Was? Balance quasi. Balance, genau. Und das ist die Situation. Das heißt also, du hast bei Koalitionen, dann hast du ja die diversen wirtschaftlichen Einflussfaktoren, da hast du sozusagen den Unmut oder die Lust der Leute und so, ne? Und immer wenn du dich ein bisschen bewegst, ne? So, ne? Und wenn du jetzt einen davon runterschmeißt, ne? Meinetwegen die FDP, ne? Oder eben sagst also hier Griechenland, also ihr kriegt einen obendrauf. Wir haben euch schon immer einen, ihr seid ja dankbare Empfänger für obendrauf. Ne? Das haben wir seit Hitler gemacht. Ne? So. Und das alles würde das Gleichgewicht so massiv stören. Und jetzt hat der Putin also offenbar eine Strategie, wo er durchwischt, sozusagen, und wo ihm offenbar das Gleichgewicht egal sein kann. Und das macht es, glaube ich, so schwer jetzt für all die, die also sozusagen immer mit Samtpfötchen millimeterweise zu rücken gewohnt sind, nicht zu sagen, bumm. Ja, es ist ja auch diese großen Dinger, die hauen nicht hin, dafür sind wir doch zu abhängig. Und die Alternativen, jetzt wird natürlich immer so ein bisschen, sind, wollen
auch medial teilweise am Verteidigen dieser Sanktionen und Öl und Gas und hin und her und man müsste und so weiter. Aber man hört jetzt zum Beispiel die Leute, die vorher immer laut gerufen haben, man müsste jetzt mal Gas auch, ne, die Sanktionen fahren. Da hört man jetzt nicht mehr so viel, wo da hat Habeck aber auch über Wochen und Monate dran quasi gearbeitet, um diese Erklärung glaubhaft zu machen, die er ja auch schon ganz zu Anfang gegeben hat, dass man da vorsichtig sein muss, was man da macht. Weil die Kriegszustimmung, wenn hier auf einmal, ich sag mal, 500.000 Arbeitsplätze einfach stillgelegt werden, einfach mal angenommen, dann ändert sich die Stimmung, weil die Leute sind ja dann, die sind dann zu Hause und die halten ja nicht still und sagen, gut, ja, das machen wir jetzt alles für den Frieden und so. Die sind dann ja unruhig. Und wenn der jetzt. Naja, das ist halt die Frage, wie unruhig. Also da bin ich schon ein bisschen überrascht, wie ruhig die alle sind. Ja, aber die Weil Aus. mir fällt das jetzt nicht erst auf, dass die Welt komisch ist. Ja, aber Das ist ich ja glaube, geübt ja, in den letzten. nochmal, Sie versuchen ja sofort sozusagen, auch wenn das alles so, aber es tut sich was im Sinne von, deswegen sind die Leute ein bisschen Kompensation. Fridays for Future zum Beispiel. Ja, aber ich sag mal so, also die Preise steigen, Inflation kommt ja alles zusammen, Ja. ne? Auch Das wenn das waren die alles. Gelbwesten in Ja. Frankreich, ne? Die haben da auch so einen Druck, haben die dann halt da so eine Bewegung praktisch da irgendwie etabliert. Ja, und das haben wir aber Gelbwesten. alles nicht, ne? Ist eigentlich ein interessanter Zustand, dass sozusagen, wir haben ja doch eine ganze Menge an Leuten, die, sagen wir mal, als arm sind. Und ich hätte beinahe so als arm eingestuft auch, ne? So sind da sind es ja dann wirklich Millionen. Warum die so, die können ja auch auf die Straße mal gehen, aber das haut irgendwie, das wird immer noch so gehalten. Also es hungert ja keiner, ne? So ist es ja nicht. Und es friert auch keiner. Wenn die Leute frieren würden, wären sie auch auf der Straße. Ja, das ist ja immer dieser Unterschied. Die Franzosen, bei denen ist es wiederum so normal, dass man schon denkt, as usual. Warum hat es eigentlich in den letzten Jahren keine so größeren, aber doch, oh Gott sei Dank, die Gelbwesten, die Franzosen waren doch schon immer so, ne, dass sie also aufbrausen, dann drohen sie mit der Revolution, nicht, und so weiter und zersplittern sich und was auch immer. Aber auf jeden Fall scheint das jetzt wieder in so einen Normalitätsbereich reinzukommen. Es gibt plötzlich wieder so eine radikale Linke. Die Rechte, Gott sei Dank, fällt ein bisschen ab. Die Mitte ist zermürbt. So. Ja, in Und Frankreich fällt die macht Rechte nichts mehr. natürlich, in Frankreich fällt die Rechte natürlich gar nicht ab, ne? Das ist genau das Gegenteil, ja, passiert jetzt Ah, ich mit dachte der. jetzt, die Linken haben da das verschoben. Ja, jetzt im Prinzip, das war ja irgendwie, waren das Parlamentswahlen, irgendwie diese, Die die waren doch jetzt jetzt da war. durch. Genau. Und Le Pen hat Stimmen veracht oder verzehnfacht. Also ist jetzt da mit 80 bis 100 Leuten im Parlament. Die waren vorher nur mit einer Handvoll oder zwei Hände voll da irgendwie vertreten. Und die Tendenz ist eher auch, da ging es ja, als es um die Präsidentschaftswahlen ging. Also im Moment würde ich sagen, die Tendenz ist immer noch, dass in 4 Jahren auch Le Pen dann vorne stehen kann. Das wäre natürlich die totale Katastrophe. Es ist jetzt ja schon der Zustand eingetreten, dass Macron ist ja jetzt eine lame duck. Er muss die Sachen, um sie gesetzgeberisch in bestimmte Situationen zu bringen oder überhaupt wirksam werden zu lassen, muss er sich mit der Opposition arrangieren. Gucken, wie das läuft, ne? Ja, Und, also das wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Bundesregierung jetzt demnächst zusammenklappt und es Neuwahlen gibt? Nö, das halte ich für stabil. Also ich jedenfalls. FDP da, wie die da am Rumspringen, das glaube ich auch. Boah, die raufen sich da, Alter. Die ziehen die Oh, 4, ich glaube, die ziehen die 4 Jahre durch. Die raufen sich da wieder ne. zusammen. Ich Meinst glaube, du, denn sag mal, so irgendwie. eine Stelle, wo du das vermutest, so wo du Ja, was so, nicht einfach so ein gehen würde? Gefühl. Ein Ach Gefühl. so. Dass die FDP wieder so voll den Super-GAU da provoziert. Dann sind sie ja aber wieder für 8 Jahre weg vom Fenster. Ja, die werden das. Die sind Ja, aber, ich habe die nicht wären das dafür Gefühl. jedenfalls gut. Das wäre für mich auf jeden Fall plausibel. Ich könnte das nachvollziehen, wenn es Na, passiert. ich glaube, also mit den, also mal nicht so viel auf Umfragen gegeben, aber mit dem sozusagen, sie würden vielleicht jetzt im Moment nicht mehr ganz so viele Stimmen kriegen, wo das alles ganz schwer einzuschätzen ist, weil die Umfragen sind ja auch immer so und deswegen Bei denke ich, Neuwahlen, bist du jetzt schon bei Neuwahlen oder ja, was? na, die hoffen halt sozusagen, es ist, also im Moment ist die FDP irgendwie wirklich bei wenig
6, 7, 8% oder so bei irgendwelchen Umfragen, wenn am Sonntag Wahl wäre. Aber sowas ändert sich natürlich relativ zügig immer mal wieder. Ja. Und das ist ja sozusagen der lange Pfad, bis an die nächste Wahl heran, sich zu tasten und sich da wieder hochzuarbeiten, ne? Das ist, denke ich, da, was die da machen. Man muss mal gucken, jetzt mit dem Herbst nochmal hier, diesen Corona-Streit und hin und her, wenn das denn überstanden ist. Und dann ist halt quasi der Krieg, ne, der dann bindet, der irgendwie. Und ich glaube, da werden die sich doch relativ zügig einig. Da sind die großen Linien oder die großen Probleme entstehen da eher innerhalb der EU, Also würde ich hatte ich mal Habeck so. vorhin, da hat er irgendwie vor der Wirtschaft gesprochen und das war total witzig. Da hat er ja jemand auf der Bühne hinter sich, der immer sagt, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Da schlich sich so eine Dame von hinten an, ne? Und der sagte, nein, ich brauche noch eine Minute, ich habe nur 6 Punkte. Der ganze Saal lachte nicht so. Und dann hat er aber ziemlich genau, also wirklich erkennen lassen, dass er da plant und Strategie und zwar einen Ausweg also aus der Klemme in die Vergangenheit zu sollen, da hat, nicht? Also das fand ich ziemlich glaubwürdig. Und dann habe ich ein Interview gehört mit dieser Nobelpreisträgerin. Ah, Name fällt mir nicht ein, wie immer. Und die sagte eben, dass diese Welle an Desinformation und rechtem Aufmischen der Deutungsmuster über Geschichte und so, dass das im Augenblick kaum noch, dass man da kaum noch gegenhalten könnte, dass die fast gesiegt hätten. Und da wurde mir so ziemlich schwummerig, weil ich dachte, wenn das jetzt so um sich greift, nicht, Amerika geht nach rechts, nicht, also Frankreich geht nach rechts, nicht, also nachher stehen wir da, nicht, und die Welt sagt, wie gut, dass ihr die Erinnerung an den Holocaust so toll aufrechterhalten habt. Also so, Ja, und das halte ich auch. das macht mir wirklich tiefe Sorgen, nicht? Weil Da habe das, ich auch so den Eindruck, dass was kann sozusagen man die, machen? ja, habe ich auch so einen Eindruck, eigentlich, aber das ist, weil auch sozial auch im Osten ja so war. Krieg, Nationalsozialismus und so weiter, so das Schlimmste, was es immer zu verhindern gilt. Und jetzt kommen wir in so eine Phase, oder wo die Rechten, ja, gut, wir wollen da wieder ein bisschen was in die Richtung machen. Und auf der anderen Seite dieses inflationäre Behandeln des Themas im Sinne von zu allem Nazi und zu allem überall, also Hitler-Vergleich ist ja, aber wenn du es halt machst, dann ist Putin und Hitler da. Klar, Vergleiche sind immer erlaubt, Gleichsetzung ist dann schon schwieriger, ne? Und wenn das aber stattfindet, dann verwässert das alles. Und man hat ja das Gefühl, wenn das nicht mehr als ja, Singularität dargestellt wird oder erkennbar ist, im Sinne von, das darf nie wieder passieren, weil das das Allerschlimmste ist, wenn das auf einmal alles nicht mehr so, sondern so alles verwässert, dann kann man das ruhig nochmal machen. Wenn Naja, Putin Hitler ist, kann man das nochmal wiederholen. Weißt du, weil so schlimm war er ja doch nicht. aber man kann das ja anthropologisch und sonst was irgendwie da deklarieren und was weiß der Geier, dann ist einfach dieser Narzissmus oder dieser ganze Nazi-Scheiß ist dann einfach nur eine anthropologische Konstante. Das ist das Dunkle, wo Menschen und Gesellschaften sich entwickeln können. Und das muss irgendwie unterdrückt und besiegt werden. Es ist aber da, ne? Als anthropologische Konstante sozusagen. Also das Ja, ist da nehme ich jetzt mal sehe alle ich nicht, so überhaupt nicht. extreme Grausamkeiten auch, was weiß ich was, gegenüber Menschen und ganzen Volksgruppen. Das könnte man auch als anthropologische Konstante so deuten, wenn man wollte. Ja, und dann halt sozusagen, dass man das aber mal klar macht, ne, dass, okay, da müssen wir was Sklaverei tun und die so ein ganze Zeit und Scheiß. wir müssen das sozusagen nicht mehr ganz Ja. primär am Holocaust, der ja auch immer weiter weg in die Vergangenheit sich arbeitet. Und das Ja, ist aber bei halt. der Sklaverei hast du es doch, da ist ja noch weiter in der Vergangenheit. Guck mal, das ist ja was weiß ich. Gibt's ja auch Fängt wieder. da bei den Pharaonen mit den Israeliten an, die in Sklaverei waren oder was, ne? Wie lange ist das her? So. Ja.
Ja, gut, aber ich glaube, da hat es, ja klar, also es gibt, Sklaverei wird es auch heute noch in, ne, bestimmten Klar. Regionen so geben, aber natürlich, ich glaube, da ist so, wüsste ich jetzt nicht, ja, andere Länder sozusagen, andere Kultur, das ist ja ein blödes Wort dafür, ne, aber andere Verhältnisse Also ich und glaube, dass da so eine Furcht das ist. auch für einen selber, also wenn man sozusagen ständig in dieser Art von sozusagen Alarmstimmung ist, und dann raubt man sich eigentlich die Kräfte dafür, sozusagen relativ frischen Mutes an die Projekte zu gehen, die das eben nicht wären, ne? So, ich habe da so ein Gefühl, dass man sich da sozusagen, dass man unglaublich viel Energie für sowas aufbringt, ne? Und da, also ich meine, das reicht, für mich reicht das von, wie in meiner Studentenzeit eben jeder ein Fascho war, der irgendwie so ein bisschen spießig war, ne? Oder wenn du so einen spießigen Widerstand hattest, das war dann mal gleich ein Fascho, ne? Und Zu konkret ist mal Faschist oder was? ne? Ja, Ja, und also ich glaube, so richtig so, also Fascho war also, sozusagen nochmal eine Abstufung, ne? Glaube ich, würde ich mal so was ja. sagen. So, du Fascho und weil Faschist war schon irgendwie klarer im Sinne von, na komm, das ist jetzt aber doch schon ein härterer Ja. Vorwurf. Und klar, das war dann, man fand es ja in der gehobenen Politik, die Faschisten waren ja da, nicht? Also, und immer noch, und wurden erst ganz langsam weniger, bis eben hin, dass also ich doch auch das Gefühl gehabt habe, dass da entstand eine Gruppe von Leuten, die das sozusagen professionell machten, ne? Diese ganze also so mal Kulturindustrie, nicht? Also so böse das dann klingt, also und so wenig man widersprechen wollte, ne? Also ich jedenfalls finde ja dieses Denkmal gut und nötig, und die Aufarbeitung. Nur hat man dann eben irgendwann mal Jugendliche, die also noch mal eine Generation weiter von all dem weg sind. Mein Vater war ja im Krieg noch, nicht? Und konnte erzählen und konnte und man konnte fragen und, nicht? Hat man relativ klare Bilder bekommen. Und dann kommt dann die nächste, und dann hat man doch das Gefühl, das Gras wächst drüber. Und vielleicht ist eben Globalisierung tatsächlich eine Möglichkeit, eben bei aller Einzigartigkeit, also sagen wir so, jedes Verbrechen hat eben auch was ist individuell, nicht? Eben dann eben auch die Großen, und dass man dann eben das tatsächlich im Gesamt sehen kann, dass man eben diese ganzen massenmordenden, kann man nicht Ereignisse sagen, sondern Geschichten, Phasen, Katastrophen. Katastrophen, super, Katastrophen. Ja. nicht? Dass man die eben doch in einer globalen Sicht ins Auge fassen kann und miteinander in Beziehung setzen kann. Das finde ich, warum nicht? Also das nimmt ja dem Einzelnen, also das würde ja auch dem Holocaust nicht das einzigartige, unüberbietbare geben, nur dass es eben auch andere unüberbietbare Momente gibt, nicht? Und da kommt auch so, ich habe da so ein seltsames Gefühl von Eitelkeit, und ja, es hängt hier offenbar politisch-ideologisch unglaublich viel davon ab. Und das ist auch, also es gibt so ein Unbehagen, ne? So, und vor allen Dingen ein Unbehagen, wie man, also was da zukünftig an Antworten, an Fragemöglichkeiten und so weiter da sein soll. Jetzt habe ich mich länger nicht damit beschäftigt, dass ich da sage, wie ist die Diskussion bei den entsprechenden Museen und was da so Also was alles. man immer hört, ist, Deutschland ist Weltmeister. Also weltweit Weltmeister in der Aufarbeitung des Holocaust. Ja, Ja, ist ja auch, kann ja also sein, also ist ja, würde ich ja auch für ist angemessen doch halten. Wird geschrieben, auch ne? gefeiert. Also Ja, ein bisschen deswegen so. ist man mal so, wenn aus dem Ausland sozusagen den Deutschen, dann der hat, ne,
so die Griechen damals, ausgerechnet den Deutschen den Nazi-Vorwurf zu machen. Ja, wem denn sonst? Ne? Also. Österreichern. Ja, das war ja damals so. Dann wurde sich dann darüber aufgeregt, dass in Griechenland war ja, weiß nicht, Schäuble wurde mit Bar Hitlerbart und so einen ganzen Scheiß ist das ja abgelaufen irgendwie. Und da war dann so, ausgerechnet uns Deutschen, ja. Aber es wird ja gegenüber Youngsters, die neu gekommen sind und jetzt sagen, also Leute, das war jetzt so und so lange hinter uns jetzt. Also ja. Wir haben doch damit gar keine Berührung mehr, außer durch euch. Und wieso soll das jetzt handlungsleitend sein? Oder in welcher Weise denn, dass wir das auch noch für uns akzeptieren können? Denn von Schuld kann man nicht mehr sprechen. Kann man sagen, ja, Schuldmodell ist sowieso Kacke. Ne? Ja, es gibt ja auch denn dieses Geld, zum Beispiel, nehmen wir mal, jetzt aber, das ist wirklich ins Unreine gesprochen jetzt, die Generation, wie du vorhin, du hattest du Fridays for Future gesagt, die kriegen doch ein Erbe mit, sozusagen die totale Katastrophe, Klimakatastrophe kriegen die aufgetischt von den Leuten, die ihnen auch noch erzählen wollen, wie sie sich zu verhalten haben. Das kann ja nur schief gehen, sozusagen. Mhm. Ne? Von dieser Generation, von der älteren Generation, die den Planeten aus Sicht Fridays for Future, und er ist ja auch nicht ganz verkehrt, sogar richtig, kaputt hinterlassen hat. Sozusagen, ihr habt den Planeten kaputt gemacht und jetzt kommt ihr auch noch an und wollt uns irgendwas erzählen. Die nehmen ja, wie viel soll die denn annehmen davon? Sozusagen, dass er die Basis fehlt sozusagen dann da auch ein bisschen. Also ich sehe schon sozusagen so diese ganzen, also es gibt so viele Momente von Scham, wo ich sehe, ich war ja dabei, ich habe das ja gesehen, wie die ganze Bauernschaft einem Heeremann folgt, der also allesamt in die Industrialisierung getrieben hat, Bauernverband. Ne? Und da gab es keine, wie in Frankreich, eine Landarbeitergewerkschaft in Deutschland. Nein, man ging in den Bauernverband. Und dort von dort aus hat man also auf die Kleinen heruntergesehen und hat das Spiel vergrößer dich oder stirb, nicht? Also tapfer mal mitgespielt, nicht? Immer nur gedacht, hoffentlich bin ich nicht der Nächste. Und schon war man doch ausgeschieden, nicht? Also erst ein Doppelerwerbshof und dann irgendwie weg, nicht? Also all das hat man ja nicht verhindert, nicht? So gut, also man hat eben so wo ich konnte auf die grüne Richtung, grüne Linie, auf Permakultur, auf Ökolandbau und so weiter, nicht? Das ist ja auch, Gott sei Dank hat sich das ja auch sozusagen durchgehalten und scheint auch zu wachsen, aber ist das genug, nicht? Und dann sieht man noch und noch und noch mehr Stellen, an denen diese Gesamt auf Competition, Konkurrenz, auf rücksichtloser Haltung gegenüber Naturrohstoffen und so weiter beruhende Wirtschaft, nicht? Also neoliberalistische Ökonomie und so, da ist man ja ein Teil von und nichts tut sich, ne? Oder und dann sagt man, ja gut, also ich glaube ja auch an den Weg der Schnecke, es ist also wichtig, die kleinen Dinge zu tun und so, nicht? Aber dann hört man so nebenbei, ich bin da ja auch so ein bisschen Hausmann, und dann hört man dabei den Hausfrauenfunk und dann wird eben gesagt, also wie man dann eben Bleistifte nimmt, die nicht lackiert sind und so, nicht? Und wie man dann auch so schön dann die den Plastik vermeiden kann und auf einmal denkt man, was ist das für eine rührselige Art, über diese Probleme nachzudenken. Aber das ist ja gut, ne? Weil das ist ja das, wo man was machen kann. Ja, ne? Sozusagen, und wenn das viele denken, ist es gut, finde ich. Also so ja, und es scheint ja auch zu, ja, und da ist eben genau wieder so, da flammt dann das Hoffnungsflämmchen dann doch auf, ne, und sagt, ja, aber da es viele sind, nicht, also muss sich die Industrie offenbar einen haltlosen Ausweg nach dem anderen suchen, bis es dann endlich funktioniert, ne, so, mal sehen, nicht, also. Ja, jetzt haben sie gerade wieder, hatte ich vorhin gerade gelesen, gab es die Diskussion, FDP hatte wohl ein Spiel gebracht, ja, Verbrennerverbot, Vorsicht, ne, weil es gibt ja auch synthetische Kraftstoffe, die sozusagen klimaneutral sind. Ja.
Und Ja, aber ich welche halte. vom Feld oder was? Wo die Nee, es Bauern gibt ja. dann. Ja, aber weiß ich gar nicht. Ja, doch, die vom Feld sind natürlich eine Schwierigkeit, ne? Gerade wenn ich jetzt an Ernährung denke und das so, da ist Ja, dann die halt. Bauern, die bauen meist gleich immer für die Gasanlage, ne? Also Das so, ist so scheiße. ne? Echt, gibt's. Ja. Also die haben für nichts Und mehr. vor allem die ganzen Kühe, die furzen und keiner nutzt es. Ja, die müssten hinten Ja, alle so ein also bisschen so ein. Die ich bin müssten beim mal jemand so eine Rehersport, ne? Methankuh züchten, die halt direkt das aufhebt, Genau, die ja. ein Spezialeuter noch hinten dran hat. Akkuskack, hör Ja, mal. die wird Eine dann Kuh, immer die die. Akkus Nee, kackt. die Kühe sind dann so. Die ist ein bisschen anders, die Gasableitung. Die geht sozusagen in die Haut und dann werden die ganz, ganz kugelig, die Kühe, und können dann, fliegen die so ein bisschen, ne, fliegen die hinten zu den Gastürmen und laden die auf. Und dann freuen sie sich wieder, dass sie Ja. runterkommen. Achtung, Achtung, ich habe den grünen Hut wegen deinem Frosch auf, ne? Also Ja. Frösche auf Blasen, ne? So ist ja auch Ja, das habe ich kulinar. nicht. Ja. Ja, Matze wird nur immer hier getriggert. Frosch. Ein Genau. Frosch auf, da steht ein Frosch auf dem Flur. Ja, Also ich war jetzt mal ich hier war bei. beim Rehasport, ne? Und dann unterhielten sie sich, dass also ja der Habeck, der hätte ja von Energiesparen geredet und deswegen sollte man vielleicht nicht ganz so doll in die Pedale treten und so weiter, ne? Da habe ich gesagt, das nächste Wort ist, dass wir Energie erzeugen müssen, ne? Also Ja. tritt mal ordentlich. Genau. Wir versorgen jetzt hier eigentlich erstmal hier unser Sportstudio. So. Oh, ich kenne das, das hatten hier die Stadtwerke sogar gemacht. Also großes, was ich was, ne, auf Trimrädern und so weiter, ein 24-Stunden-Marathon mit Abwechseln, ne? Ja. Also einige Spezialheinis haben dann da komplett durchgezogen, also mit Pausen natürlich dann, ne, so eine kurze, ich muss mal trinken und auf Toilette und so. Aber da haben sie dann irgendwie auch Strom erzeugt und gesagt, ne, damit laden wir unsere Batterien von irgendwas auf und so. Das ist dann halt, ja, und wenn man sich hier zum Beispiel wirklich auf so ein blödes Rad setzt und wenn man diese Mikroenergien, ne, die so entstehen dabei, das ableiten könnte und ins Stromnetz geben, ja, warum nicht? Michael, du Aber das hattest Bild mit den da, Kühen, das gefällt mir, muss ich mal das so gefällt mir auch, sagen. ne? Ist doch direkt neu. Ja, Das wäre siehst so ein du? schönes Ja, aber Dykes-Bild, ne? Wie Dykes, übrigens. ne? So fette Männer, fette Kühe, fette Frauen, die alle sozusagen so über dem Strand schweben, nicht? Statt ihn zu verschmutzen, nicht so. Genau, und das geht dann so unter, der Pups geht unter die Haut und macht den groß. Genau. Was, mit dem Märzmensch, bist du da jetzt dann praktisch voll eingestiegen oder was in das Thema auch noch? Ja, ich hatte, Die ganze. ich habe, du, der, ich habe mich da ja ein zweites Mal mit zugeschaltet. Das war auch Zeit gehabt irgendwie und dann guckte ich mal rein, da habe ich eine Weile überlegt. Und als Merzmensch dann auftauchte, dann dachte ich, dann kannst du dich auch mal melden, ne, im Sinne von, und dann mich da auch angewählt. Nee, ich habe nur über die letzten Male, und da war, weiß gar nicht, Andreas ja auch schon dabei bei der einen Sitzung, wo es um Katharina von Zimmern ging, um Texte. Wo kriegt Merzmensch jetzt einen Text her? Und ich habe jetzt einen besorgt. Das, was man so kriegen konnte, einfach aus so Bildern, ne, die 62 Dateien da runtergeladen, OCR-Software drüber. Birgit hat ja massig zu recherchiert, oder? Das mag sein, aber sozusagen Merzmensch wartet seit wirklich 2 Monaten, glaube ich, oder Darauf, dass sie anderthalb. ihm Texte liefern, damit er Und ich habe, endlich. weil das so ein irgendwie, Hat aber auch bestimmte Sachen geschrieben, glaube ich merke, es greift keiner zu, ne, aus der Runde. Und jetzt halt dachte ich mir, ach komm, jetzt mach mal, Matthias, denn, ne, hast du was Gutes getan und freuen sich alle drüber. Das hat natürlich nichts mit Kunst zu tun, sondern nur mit Technik. Community Care oder was? Das hat nur Ja, mit, ist ja ne, jetzt bin ich der Nette so, da und dann ist gut. für die Community wird von außen gekehrt, ne? Und der Kunstkauf wurde Care eingeladen, Andreas. Woche, ne? Offiziell. Ja, Offiziell wurde der Kunstkauf bin ja eingeladen. raus, ich bin, war nie drin. Der Was? Kunstkauf, auch der Kunstkauf wurde eingeladen. Ja, ehrlich, Ja, hier zur Kunstkauf Selbstdarstellung. wurde. Nein, zur Mitdarstellung. Zur Ich glaube, das, Mitdarstellung. ja, ich glaube, das soll Aber sogar ich habe noch. mich mit der Frau nicht wirklich auseinandergesetzt, weil Was? Da geht es doch gar nicht mehr drum, ich habe doch oder? den Kopf aus Hirn mit Ich weiß. Ja, es Ja, war irgendwas mit Reformation und. Zimmern.
Reformationsabbruch, ne? Irgendwie. So Ja, hatte ich da mit der Katharina genau. von Zimmern. Ja, ich habe da jetzt auch, ich hatte nur einmal kurz, als ich da irgendwie so eine Visualisierung auch, ich dachte mal, bastels mal irgendwelche Bilder. Und kurz reingelesen, ne? Oder mir irgendwie Texte vorlesen lassen, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen und so weiter. Und das war's dann. Ansonsten kann ich die Bedeutung dieser Dame kann ich nicht ermessen. Weiß ich nicht. Ich habe sie vorher noch nie gehört, den Namen. Bevor der hier in den Kreisen auftauchte. Ja, das Also ist normal, ich mache lese im Augenblick ein Buch über die Selbstauflösung als Künstler und sozusagen wie man das sah. Ich sieht man jetzt hier noch. Ich Auch habe, hier ich nicht. mache hier sozusagen spezielle Hard Edge Der Kunst, die Dauerbrenner ich ist hier das so. mache. Ne, genau. Das dauert. Und dann, also ich lese das so und finde, ah, endlich haben Sie hier mal von der Rezeptionsseite, also sprich Soziologie und Konsorten, mal irgendwie sozusagen das mal sortiert und schön nebeneinander gestellt. Und ich kann diese ganzen Gedankenwerkzeuge mal richtig nett säuberlich im Werkzeugkasten begutachten und so. Das ist ja alles gut und denke dann so, aber als Produzent, ne, ist das eben dann sowas von ungenügend, obwohl das so toll ist, ne, wie da geschrieben wird. Und ja, das machte mir auch richtig viel Spaß. So, wenn ich zum Lesen komme, muss man auch sagen. Und da suche ich eher sozusagen, wie kommt man jetzt nun wieder darüber und da raus und kann das, was ich mache, da auch wie so ein bisschen in die Richtung gehen oder so, naiv wie ich bin, glaube ich ja sowas dann immer mal. Sowas, ne? Aber dann irgendwie jetzt mich auf nochmal eine neue Person jetzt einzulesen und das schaffe ich einfach auch Also ich geistig mache das auch nicht dann. nicht irgendwie. Also das also Aber du hast ja wenigstens diese Heldentat, dass also vielleicht auch. Merzmensch seine Texte hat, mit denen er seine KI Ja, füttern kann, ne? so viel mehr wird es wahrscheinlich. Also es soll wohl noch mal. Das war ja auch in dem Dings online zu hören, dass da noch mal irgendwer so eine Autorin. Da gab es wohl eine Bekanntschaft, ne? Die zu einem Telefonat führen kann und dass man da nochmal Literaturhinweise. Erasmus von Rotterdam, mit denen die hatte die noch ein Kind, laut SMS. Gut, und eine Das hieß Irene war irgendwie, also, ne? Und die mit an dem Buch da auch gearbeitet hat, Hildegard von von dem. Bingen, die war Oh, auch dann damals guck ja. wo ich das. Die sind sehr geil. Das ist gut. Genau. Das kann man öfter Kannst du. machen, ne? Du, aber ja, das kannst du merken Spielkind, für die, das kannst du für den stummen Talk mal merken. Spielkind. Ja, genau, Ghost das ist International. super. Ey, hätte ich schon gar nicht gehabt. Der ist auch so So. zum Beispiel eine Greenbox, ne? Greenbox machen und als Hintergrund aber grün. So, das ist so Genau. Sache. Also, genau. Oder sich dann selber so mit grüner Farbe anmalen, ne? Dass man so Ja. ein bisschen durchsichtig wird und so. Heute hätten wir, also ich meine, das ist ja eher so eine Hard-Edge-Situation, nicht? Und womöglich shaped Canvas, wenn man mich hier drin sieht, wie ich das Ganze immer wieder shape, ne? Oder wie sich das bei mir shaped. Aber sozusagen, wir hatten das ja heute unter dem Titel informelles Treffen. Und dann gibt es ja viele Nee. Möglichkeiten, informell auszusprechen. Nee, Was? informelle Kunst. Informelle Kunst. Das ist so, Ja. wie du mir mal gesagt hast, da mit den, was war das noch, mit der Pollock romantischen und Ironie Konsorten. oder so, ist einfach so ein Begriff oder konkrete Kunst, genau, das war das, wo der Matze gesagt hat, hä? Hätte ich nicht gedacht, So heißen sie genau. ja. Konkret, ne? Media-Eintrag. Ja, Ich hatte aber heute, informell. in der anderen Runde war aber heute auch die Frage, Katharina von Zimmern, wie viele Texte gibt es von ihr? Wo auch so trat Schweigen ein, wo ich dann erstmal, aha, warum weiß das jetzt keiner? Mensch, ich Ja, genau. Aber frag mal Filterraum, wie viel Vorsokratiker es gibt. Ja, Also wie Tunnelblick ist Texte das. von denen, ne? Genau. Nee, das Ja. ist kein Tunnelblick, das ist sozusagen Tunnelverweigerung, nicht? Die klabastern da auf dem Berg rum, finden Alpenröschen und so, während sie also den Weg durch den Berg eben gar nicht erst antreten. Also hin zur Zimmer, in die Was mir heute oder.
Aber sozusagen, das ist ja auch auf Twitter ja so ein bisschen durchklingend gewesen. So dieses Kunsttalk und Wikidienstag, so diese Konkurrenz ist jetzt das falsche Wort. Also für mich jedenfalls ist das völlig falsche Lagern, Wort. ey. Lagern. Ja, Was aber denn? warum eigentlich haben die ja Vor allen Dingen, wenn man da die ganze Zeit mitzählt euch proklamiert, ne? von Also, mir, aber da ja. gehört, Paradoxie gehört da zum Programm, sonst kommst du Ja. da sowieso nicht weiter, Aber bei mir hat das ne? erstmal so grundsätzlich wenig miteinander zu tun und muss auch überhaupt nicht. Sozusagen dieses, wir Eben. können ja den Kunsttalk mit einladen. Und ja, lad doch die paar Leute ein, die ihr von da kennt, dass sie auch noch Kunsttalk machen ist. Ich Ne? würde da so eine 5 Minuten, machst du so eine 5 Minuten Animation von dem Frosch, ne? So, wir von Kunsttalk sind leider irgendwo anders. Ja, genau. Also die einzige Verbindung, die da ist, ist, dass ich also seit ich die kenne, rumnöle, dass es also mit dem Myzel weitergeht und schon gar nicht mit dem Rhizom, nicht? Ja. Also dass ich also immer wettere gegen diese Professoren, die dann sozusagen, hier ist ein Büschel, das ist er, und dann gibt es eben auch noch ein Büschel und das ist durch eine feste Linie, die das so auf Distanz hält, aber gleichzeitig verbindet, ne, ist das dann also eben sozusagen so verbunden, vernetzt, ne? Du So, brauchst Rhizom. und dann hast du aber, wenn du aber das Mycelis hast, das an jeder seiner Stelle organisch, lebendig, am Abzweigen, in tausend Funktionen lebt, ne? Das ist denen witzigerweise gar nicht in den Kopf gekommen, dass es also außer diesen Rasensprossen und Buschwindröschen und sowas nicht, auch noch was gibt, was noch mal grundsätzlicher und noch mal fantastischer und noch mal näher am globalen Mikrobiom ist, ne? Und also es, aber gut, und deswegen ist auf einmal dieses Myzel doch da. Das ist die Aber Verbindung. ja, nur zu, ne? Also, wie gesagt, ich hab diese, weil ich diese bestimmte Entwicklung ja wahrscheinlich auch nicht mitgemacht habe, als es mal enger zusammen war oder, ne, Leute, und Ach, es dadurch ist immer noch eng zusammen. Also ich nehme ja. ja dauernd auch Notiz, nur dass ich da jetzt keine Kraft mehr habe, da aufzutauchen und Ja, also wenn ich mir zu spielen. überlege, wie viele Leute kann man denn in so wie wir das jetzt hier machen, ne? Wenn du jetzt hier auf einmal 4, 5 Leute mehr bist, ist es doch eine ganz andere Nummer hier. Ja, Jetzt klar. ist und zu dritt Genau. ist natürlich relativ. Ja. Ja. Na, klar, kannst du Trialog hier, wie auch immer machen. Aber wenn Genau. du mit 7, 8 Leuten Erheblicher bist, dann hörst du halt auch die meiste Zeit zu. Ja, klar. Und Ja, also ich finde das ja. und du bist wesentlich effektiver in diesen Größen, wenn du dann von außen einfach kommentierst und der Host alle Kommentare einblendet. Dann hast du immer Präsenz Das irgendwie. ist ja Hast das ist viel mehr Methode als wenn ich mein Filterraum. Bild da noch drin Ja, genau. Ja, Ja. ich hatte mich ja da auch sozusagen zugeschaltet. Ich habe, aber du hast wie zugeguckt? Fällt darauf? Ich habe natürlich dann irgendwie so eine halbe Minute später das auf YouTube gesehen. Über YouTube, weil ich hatte, bin, habe mich eingewählt und dann hat er angezeigt, ein aktiver Zuschauer. Dann Ja. dachte ich, das bin ich. Aber irgendwie warst du ja dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon da, ne? Da kann es auch in die Tonne treten, ehrlich gesagt. Ist vielleicht ein Das Unterschied, wenn stimmt. er jetzt Das wieder so geht deine immer. Sekunden, aber ist das wieder Ansonsten. deine Sekundenphase, keiner soll sich bloß wichtig nehmen oder so, Oh, nicht? Also nee, du bist jetzt diese wieder sehr Genauigkeit der bescheiden. Anzeigen, da meine ich. Aber was ich habe, also ich habe jetzt so bei einigen Livestreams, auch Hauptstefan und so, habe ich immer mit einem so ein Spiel gespielt, und zwar habe ich dann immer den Daumen hoch drauf geklickt, Ja. dann ging die Zahl eine hoch, ne? Dann habe ich gesehen, zack, kam noch einer mit dem Daumen hoch, dann habe ich den Daumen runter gemacht und dann zack, hat der auch den Daumen wieder runter gemacht. Und dann haben wir es. Das habe ich jetzt über was weiß ich, 5, 6, 7 Sessions schon, ne? Wo ich dann geguckt habe, ist der wieder da? Ne? Ich glaube, das ist der Arik, aber du Ping-Pong. weißt so, ja, hoch, runter, Also Daumen mindestens runter, einer Daumen muss, mindestens einer muss vorlegen. Genau. Ja, Das es sind ist ja. aber, ja gut, die Sache ist ja dann, das hat natürlich so eine hohe Qualität, da kannst du auch nicht so viel Publikum gebrauchen. Also ganz anders Was? als bei uns.
Nee, du, manchmal ist es sind ja auch bestimmte Themen, da bin ich ja denn, wenn es denn sozusagen viel Vorwissen bedarf, ne? Wenn dann auch viel sich bezogen wird, bin ich ja raus. Woher soll ich das? Ich habe ja nicht die Biografie, die das hergibt, um das zu wissen. Das ist einfach nicht so. Und dann, aber ich habe damit ja kein Problem und mir muss mir auch keiner, Da ist oder ja macht auch Tim keiner. Ulrich zum Beispiel, guck mal, ne? Tim Ulrich, jetzt ist ja die Documenta und sonst Ulrichs, was. Tim Ulrichs heißt der. Tim Ulrich, Nein, eigentlich Tim Ulrichs. siehst du, geht schon los, Tippfehler. Ja, Ja. klar. Ich habe hier noch einen, der war auch gut. Aber hast du auch noch eine mit mehr Tippfehlern? Darf. Ja, ich habe hier noch eine. Also die hat mir jetzt besonders. Die habe ich. Drei Tafeln habe ich heute gemacht. Total Kunst. Ja, das hat war seins, genau. KUNST. Er hat auch. KUNST. Ja, Er hat auch. Mese, ne, die ganze Zeit. Immer. Da ist er gerne, Kunst buchstabiert er sehr gerne. Nee, also das merkt man, wenn er dann auch Vorträge hielt, also vorwiegend über sich oder Ja. die dann über sich. Das war dann so der Vortrag über alles, was er so gemacht hat. Mal so ein bisschen ausgewählt, mal so ein bisschen aus. Und über dem schwebte immer sozusagen so eine etwas selbstmitleidige, gleichzeitig aber auch kämpferische, dass so viele Sachen, die er als Erster gemacht hat, bei anderen als Erster anerkannt sind. Ne? So, dass also, als Ablauf hat er direkt also auch mal gerichtlich die Auseinandersetzung gesucht, sodass er das erste menschliche lebende Kunstwerk und so. Ne? Und ja, also das ist dann eben auch. Und ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, weil mir wurde so in dem Sinn klar, wenn man so die Fülle von dem, was er da gemacht hat, dann habe ich gedacht, das sind alles kleine Paradigmen. Und der insofern ist ein Paradigmenspringer. Der macht dann eben etwas und dann geht er damit nicht gleich in Serie, was bei mir ist ja auch meine Einstellung, nicht? Sondern er springt dann zum nächsten, weil er gleich eine neue Idee hat, wie man dann nochmal neu und so, ne? Und das finde ich eigentlich eine super Qualität, die aber von all den Verwertern, die einen auch damals natürlich oder damals auch besonders umgaben, nicht verstanden wurde. Ich habe mich da auch mal mit so einem Museumsleitertypen drum gestritten, irgendwie in Norddeutschland, irgendwie in Bremerhaven oder so, weil der eben die Kriterien, unter denen Tim Ulrichs gesehen wurde, waren meiner Ansicht nach oder sind meiner Ansicht nach auch falsch. Ne? So. Und das, aber gut, da will Ach, ich jetzt nicht. jetzt, Ja. warte, ich habe irgendwie Tim, das Foto da, ne? Ja. Weil Das von der irgendwie, Documenta, eine Dokumentation von Documenta 64. das ist der Link, den du reingestellt hast, der auch Genau. mit Zeitstempel war, ne? Ja, Wo richtig. genau der Punkt kommt, wo die Straßenschilder zu Kunst deklarieren. Genau, richtig, ja. Ja, jetzt, Und ich fand okay. das jetzt, ich meine, ich bin da irgendwie drauf gestoßen, aber ich fand das interessant auch, mal zu überlegen, mal 64, so, wenn du die 68er Revolte so mal einen Blick hast als epochales Moment, ne, in der Zeitleiste. Dann hat mich jetzt gerade mal interessiert, wie denn da so die Stimmung war vorher praktisch in dem Bereich. Ne? Weil ich 64 war, wie gesagt, Adorno, wann ist er abgekackt? Frag mich nicht nach Zahlen, ehrlich. Also mir reicht, dass er abgekackt ist. 69, glaube ich, ne, hat er seinen Herzinfarkt gekriegt irgendwie. Ja. Dem Ulrichs hat er auch mal gesagt, dass er ganz glücklich wäre, wenn immer wieder ein Künstlerkollege gestorben wäre, weil dann wäre er wieder ein bisschen weiter oben. So kann man das auch machen, Also, ja, ich finde diese ganze Kunsterklärerei, ne, also zur Kunsterklärerei, das ist ja ein bisschen abgeschmackt, das haben so viele getan, das ist so ein reflexartiges, nicht? Aber ich habe es wieder aufgegriffen und schon 2018 und habe also meine Timeline also zur Kunst erklärt, ne? Und ne? dann aber gleichzeitig so weitergemacht wie vorher und ist dann auch mal wieder einfach in der Vergessenheit und dann jetzt habe ich es mal wieder aufgegriffen. Ich finde ganz schön diese Plastik-Internet, die mehr so ein Krakelee als ein Netz ist, nicht? Also mir erscheint das also eher wie sozusagen diese Risse, die bei Keramik die Schollen umgeben, ne? So, und diese ganzen Unvollständigkeit, dann blättert was ab, dann sind es eigentlich nur noch Löcher und dann sind es gar keine Risse mehr. Und also das finde ich eigentlich ganz schön und diese Nonchalance, mit der man dann da so drüber weggeht, ne? Ach ja,
Genau, ach, das ist ja sowieso schon, das ist ja so Standard, nicht? Und braucht man sich jetzt auch nicht drüber, weiter drüber aufregen oder das unterläuft einem dann, nicht? So, manche Leute niesen, manche Leute erklären zur Kunst, nicht? Und so, und aber ich finde es ganz schön, immer mal sozusagen wieder an diesen Haken ranzugehen und sich so ein bisschen dran zu pieksen, nicht? So, dass man denkt, wie banal und wie aus allen möglichen. Das ist eben auch dieses total kunstmäßige, dass man also eben nicht all diese, nur diese Leuchttürme und diese besonderen Momente und diese Rose im Brennnesselgarten und sowas, nicht? Also das alles sei dann das, ne? Sondern dass man sagt, nee, alles. Und dieses, da hat man eben Influencer und dann ist man auch influenced und also all das gehört da irgendwie mit bei, ne? So. Und dieses, dass sich das immer so beigesellt und das aber genau eben eine Skulptur ist, nicht? Also etwas, was man in seiner Konglomerathaftigkeit oder eben salzgriecherischen Weise und so weiter, dass man das also nehmen kann, ne? Also das finde ich schon, finde ich eben, das ist das, was mich auch so mit diesem Kunsttalk verbindet, weil das es da immer so ist, nicht? Also wir sehen, reden eben einfach so daher, ne? So mal steigt das Niveau, mal sinkt es, mal entlarven wir unsere Unbedarftheit, mal landen wir einen Treffer, aber wo rein eigentlich und so, ne? Also das finde ich, das verbindet dann mich eher mit dem Tim Ulrichs als so diese, ach, ich habe, ja, die Mythen, die man dann doch so hört und so. Genau. Ja, genau. Punkt. Wieso? Informeller Talk. Ich habe gelesen, da hat seine Frau irgendwie immer betrogen. Wer ist Tim Urs Frau? Führ sie mir mal vor. So, Biografie. Aber man weiß ja nie, was über seine Lehrer an der Uni. Ah nee, das war ein anderer. Nee, das war auch ein anderer. Außer man hatte mit ihnen Geschlechtsverkehr. Also man hätte selber, Ja, genau. genau. Henry Moore war das vielleicht oder noch ein anderer. Henry Moore, irgendwie viele Künstler haben es mit ihren Frauen. Also mindestens haben sie das eine oder andere Narrativ, ne? So, was man dann da so hätte. Ja, Henry Moore war schon, hat mich schon damals ziemlich bewegt auch. Ja, was denn an ihm? Ja, Skulpturen generell. Waren denn das Skulpturen oder waren das eher Plastiken? Weiß Und was hältst du von den Löchern? Nicht. Was hältst du von Jetzt, den Löchern in den Wänden? ich muss jetzt googeln, was der Unterschied zwischen der Skulptur und der War eigentlich auch Plastik mehr ist. so Das kann ich dir sagen, das brauchst du nicht googeln. Dekorative Landschaftsgestaltung, so Gartengestaltung irgendwie, so Gartenbaucenter heute. Also Aber Skulptur kommt von Schneiden und da wird weggeschnitten. Ach, Und steht. okay, ja. Und Plastik ist Ja, sozusagen, ich baue was. ich Forme habe aus. da Knete und dann tue ich was dazu und Alles dann klar. bohre ich da ein Loch rein und irgendwie so. Okay. Und Wunder. ja, aber zum Beispiel die 100 Wasser, der hat ja an der in Architektur dann mehr Plastik gemacht, ne? diese Gruppe von Künstlern in Magdeburg mit dem Gewächshaus, nicht? Die nennen das Skulptur. Da bin ich also mal dafür, mal dagegen, weil es gibt da für beides gibt es tolle Argumente. Und das macht es ganz spannend, dass sie das eben nicht Plastik nennen, sondern eben, dann müssen sie aus dem Osten, müssen sie es ja eigentlich sogar dann Plaste nennen, oder? Irgendwie so, da soll es Skulptur. Stimmt, Plaste und Kunststoff, ne? Das sind ja Ja, genau. Kunststoff, das sind ja die beiden. Gibt es die Betrachtung im Sinne von Plaste, Plastik, Kunststoff? Ja, also sicherlich haben wir schon welche, also Mal die Sachen, auseinandergezerrt. ja, sicherlich, genau. Ich finde Pflaster ein sehr schönes Wort. Das ist so wie exprimieren und Expression, ne? Also exprimieren, das kommt aus der Biologie und exprimieren, wie heißt denn das Verb aus Expressionismus? Expressiv, ah, egal. Oder ist das dann eben auch exprimieren, nur eben in dem
Moment, doppelt belegt. Ah, Neuroplastizität. auf jeden Fall Neuroplastizität. Genau. Ich find die Expressionisten ja doof. Also von daher habe ich immer danach gesucht, ein anderes Wort dafür zu finden. Und dann war das mit dem Exprimieren, kam mir richtig entgegen. Und so ist das mit Plaste auch. Plastik, Plaste. Und also man müsste sagen, hier ist ein Museum, da gibt es Plaste und Skulptur drin. Ich habe so, warte mal, so, ich gehe mal meinen Bildschirm frei, mal sehen, ob das geht. Bildschirm 1, da bin ich, nee, das muss der sein hier, 2. Hier, das ist, ich habe so viele Musikstücke gemacht. Angeber. Bei allen, nee, gar nicht angeben, einfach krank auch teilweise. Es waren ja pro Woche manchmal 2 Stücke, die so Krank, halt entstanden ey, sind. da bin ich ja total. Weil das einfach unheimlich viel ist, ne? Untergangen. Sozusagen. Und das heißt, mir ist dann so, stimmt, da habe ich mal ein Stück gemacht. Juliane Wedding heißt sie, glaube ich. Naja, das nur am Rande. Juliane Wedding, ist das die mit ein bisschen, nee, das ist so eine Sängerin, ne? Oder? Wir könnten mal Ein hier, ich glaube, bisschen. sie war zugeschaltet, ihr gespielt in ganzes Viel zu kleine Gespräch. Hände hat auch. Nee, Elisabeth Wehling. Elisabeth. So. Das war damals hier mit dem Aufwachen-Podcast. Also, okay. Da war sie als Gast. Oh, Also, sie ist irgendwie danach irgendwann es herrscht Ruhe im Land. Sind so kleine Hände, fallen gleich ab. Sie ist öffentlich irgendwann in Ungnade gefallen. Und zwar, genau, weil sie das, sie hatte das Framing Manual der ARD mitformuliert. Das war einfach ein bisschen unglücklich, ne? Und da seitdem ist sie da irgendwie so ein bisschen, aber naja. Wolltest du das jetzt Aber spielen? nein, das ist viel zu Achso, lang. Das, du, dann mal weil, also, den ne? zentralen Also, Ausschnitt. pass auf, es war eben, Filterraum bringt einen Begriff ein, wo ich sage, Ja. es kommt jetzt komplett schräg von der Seite. Genau, aber. Weiß ich gar nicht, dann kann ich jetzt auch irgendwas anderes zeigen, weißt du? Und zwar Ja. nämlich, dass ich den Begriff schon. Schon Schon längst, habe ich schon schon längst längst. alles hinter Schon vor den Vorsokratikern war mir. das. Ja, Genau. 64, da wussten die 64 alles schon. Aber Also wir wir müssen sind. mal so eine Filterraumliste machen, also Interventionsstrategien. Ja. Ne? Also das, vielleicht macht er das selber, er hat schon erzählt, er würde das gerne mal veröffentlichen. Ja, habe ich das. Alles, Auch das all mal. seine Mal Moment Methoden und und Zettel. also ein Zettel reicht nicht. Was? Ich Muss habe gerade mindestens in eine gesagt, im Kartei. Moment nur Zettel. Ja, im Moment nur, okay. Das Also, wir heißt, sind als ich gespannt. später anders arbeite, aber jetzt Können wir arbeite das denn jetzt als eine Veröffentlichungsankündigung sehen? Dieses Ich mache nur Zettel? Ich mache das ja jetzt auch so immer. Ich twitter nicht mehr so viel, weil ich bin ja dabei, die Webseite zu schreiben. Das ist so gut. Ach, ihr Armen, ihr kommt ganz immer auf Aber wie diese. viel Zeit geht für Texten und wie viel für Formatierung drauf? Ach. Ah ja, das ist eine gute Frage. Und denken ohne Texte. Ta nach Ta Tagesform würde ich mal sagen, oder Tagesformulierung. Also mal ist tatsächlich viel Layout bzw. Fragestellung, auch manchmal total banale. Wie kriege ich denn einen Link nach außerhalb? Da gibt es doch in ganz vielen Webseiten so ein kleines Pfeilchen daneben. Ne? Wie kriege ich denn das jetzt dahin? Habe ich noch nicht rausgekriegt. Andere Sachen habe ich rausgekriegt. Also sozusagen Innenseiten, Verlinkungen, also mit Ankern und so. Und dann will ich aber nicht Überschriften, sondern ich will irgendwie so Stichworte, die dann aber, wenn man dann nach unten links, kommen die gar nicht mehr vor und so Sachen. Also da gibt es so Trickiges. Und manchmal bin ich aber auch ganz froh, dass ich sage, eigentlich wollte ich 3 Schrifttypen, aber in diesem Text habe ich eigentlich nur einen. Ne? Ich So, weiß gar dann nicht, ist dann auch diese in Ordnung. externen Links mit Pfeilchen, ob du Ja. meinst, Filterraum, geht das mit Das CSS allein, CSS alleine oder braucht man Nee, JavaScript? du kannst ja eigentlich da direkt ein Icon einfach hinterhängen, wenn du es so haben willst. Ja, Das aber du machst ja automatisieren das, willst ja. bei einem Link. Ja. Also Also bei ich. der alten Webseite war es so, ich machte ein externes Link und automatisch war das da. jQuery Ja, external. das geht ja. Ich mach mal Aber ich will jetzt jQuery. das Problem nicht gelöst haben, um Gottes Nein, Willen. das ist Also okay. wer.
Na, wenn du Matze ist drei wie so ein Fluthund. Ja, es ist wieder diese Situation, ich habe ein Problem und die Wunderheiler halten mal so die Hand über die Tastatur und schon ist das Problem gelöst. Gibt es hier jQuery Linking External? Also ich würde das, wenn dann überhaupt mit Icons, eigentlich nur mit SVG oder irgend sowas machen, was skaliert auch. Ne? Ja. Ich muss Andreas mal ein bisschen Bilder einbinden. Also Birkenbiel hat ja als männliches Geschlechtsmerkmal also das Sprücheklopfen entdeckt. Fand ich gar nicht so schlecht, obwohl ich auch dann gendermäßig andere Sprücheklopferinnen. Ah, ja, gut. Das war jetzt so ein Gedanke, während du suchst. Wie viel, also ja. Wie viel Zeit? Ja, genau. Zeit geht dann jetzt mit Denken. Was für ein fremdes Wort. Wird aus der Fremde, nicht? Also Adorno, denken. Tust du nur denken, wenn du auch irgendwie was Artefakte damit, also Text produzierst. Ich jetzt? Ja. Der Witz ist, es kommt oft gar nicht so aus dem Denken, sondern ich weiß erstens nicht so richtig, wo die Einfälle herkommen und teilweise haben die einfach so ein sinnliches Äquivalent. Grübelst da also nicht so drüber oder was weiß ich. Nee. Ich denke nicht so, oh, ich brauche dringend eine Idee, wann kommt jetzt die Idee? Ja. So, ich setze mich dann auf die Toilette und warte auf die Idee und so, ne? Nein, das ist nicht so, sondern. Nee, du kannst ja auch so einen Text da, wenn zum Beispiel Daily Soap, das ist ja Spinnerei auch viel. Ne? Ja. Und dann auch Bezugnahme auf Sachen, die du sowieso. Jetzt irgendwo schon eventuell. Also jetzt werde ich aber hellwach, so mit Spinnerei, also ehrlich. Hast du so ein ganzes Buch gelesen, ne? Und da hast du irgendeine Essenz daraus oder was weiß ich was. Und dieses Buch lesen wird ja eigentlich da auch schon als Bedingung dann wieder. Also zum Beispiel, also wenn wir mal so beim Texten bleiben, dann habe ich ja oben drüber geschrieben Daily Soap, ne? Ja. Und jetzt habe ich so ziemlich weiter runter. Und jetzt denke ich natürlich, so fange ich irgendwie mal an, fällt mir ein, du hast da so ein Daily Soap drüber geschrieben. Ey, was ist denn da jetzt? Wie kriegst du das jetzt zusammen? Ne? Und dann so, ne? Dann bin ich plötzlich, springt dann so eine Brücke über und dann weiß ich genau, wenn ich das und das jetzt schreibe, dann ist mindestens sozusagen so ein kleiner Aha-Moment, ne? Aha, er ist doch noch dabei. Ne? So, sage ich dann zu mir. Hier der Link zum Heimathafen. Ne? Und solche Sachen. Das also so. Und dann ist bei den Bildern zum Beispiel gibt zeig es. Zeig doch mal gerade da. Kannst du nee, mal. Das kann man nicht zeigen. Nee? Es gibt, wir können aber in Wikipedia aufrufen Amazons Transparent Eyeball. Ah, ja, und ja, da ja, gibt warte, es eine. Da gibt es eine Zeichnung bei, also in der deutschen Wikipedia jedenfalls. Und, Amazon Trans. Ne, nicht Amazon, sondern Wikipedia. Aber du hattest irgendwie Wikipedia. Transparent Eyeball und Emerson. Emerson, das ist EMR, ach, das ist ein Philosoph, ja. ein amerikanischer. Der hat das Buch Natur geschrieben. Kannst du hier mal konkrete Anweisungen geben, Andreas? Ach nee. Das ist ja immer so ein bisschen Arbeit muss. Ne? So, und wenn du das, da ist, glaube ich, die Zeichnung sogar schon. Genau. Also, so wie der das schreibt und so wie der das meint, da ist diese Zeichnung einfach ein Bild des totalen Missverstehens. Ne? Und dann frage ich mich, wie würde ich das denn machen? Und dann fange ich an, das auseinander zu baldowern und komme in irgendwelche geometrischen Beschreibungen. Und dann gibt es einerseits diese ziemlich abstrakten, wo man auch ein gewisses Vorstellungsvermögen braucht. Und dann, aber auf der anderen Seite stelle ich mir so vor, was ist denn das? Also nehmen wir mal an, da steckt so eine Glaskugel in einem Strumpf. Und jetzt so hängt da unten drin, so groß und ne, den Strumpf, ne? So, und jetzt machst du den Strumpf darum stramm und dann schneidest du den an der Spitze so ein bisschen auf, ne? Klick, wie Zigarettenschneider oder so, ne? Und dann drückst du so langsam die Kugel da raus, ne? Also er weitet sich um die Kugel, ne? Und die Kugel rutscht dann aus dem Strumpf raus, ne? So, dann gibt es so Videos von Geburtsvorgängen, wo dann der Kopf von dem Baby da so durchkommt, ne? So, also so rutscht im Grunde
die Iris um diesen, um den Glaskörper des, oder also um den Glaskörper rum und ist weg. Das heißt also, der Glaskörper des Auges schwebt nach allen Seiten transparent, kugelrund, im Raum und wird von allen Seiten von Bildern, von Lichtstrahlen und so weiter durcheilt. Ne? So, und diese Wahrnehmung, die ist gemeint. Was ist das, wenn mein Auge ein transparenter Ei, also oder mein gesamter Gesichtssinn ein transparenter Augapfel ist, nicht so? Und dann ist so diese Widerstandslosigkeit, dass alles sich gegenseitig reflektiert, aber du eigentlich weg bist. Ne? Du bist also nur diese verlorene Form, ne, die sich jetzt als diese kugelrunde Gallerte ausgesetzt sieht. Und darüber kann man sehr viel und sehr kostbar und so weiter nachdenken. Und dieses Bild ist nur sozusagen, der Kopf verwandelt sich in ein Auge. Punkt. Ne? Wie blöd. Ne? So, und da ist also die Pupille da, es ist super zielgerichtet. Also all das ist dann ja weg. Ne? Sondern in dem Moment bestimmt ihr. Und dann gibt es von Wittgenstein eben diese Idee, dass ich oder die Sprache, also die Sprache, aber das, also letztendlich das Ich ist der Rand der Welt. Ne? Das ist fast die Umkehrung davon. Und also, und das genau will ich da versuchen auszubaldowern, als so also eine Art sprachliche, plastische, ne? Und bin da auch noch nicht mit durch. Ich habe dann immer tierisch Angst, das wird ja alles langweilig, selbst für mich. Und so, und dann weiß ich es nicht. Und dann sagt der Filterraum, schreib doch einfach, ist doch egal, ey. Da, ne? Ich gucke ja eh So. nicht den Text, sondern nur die Du Form. liest ja sowieso nicht, du liest ja sowieso, ne? Den Text nicht. Und das ist ja Aber ich schon kenne das fast, also. Genre bis zur Genüge, würde Also. Kosanowski jetzt sagen, so ganz suffizient. Ja, also, dann ist auch so, dass ich das. Also so wie meinetwegen Matze seine 3D-Dinger im virtuellen Raum macht, habe ich auf einmal das Gefühl, sozusagen, dass da mittels meiner dort verwendeten Möglichkeiten auf einmal sowas wie eine Form entsteht, dass die plastische Qualitäten hat, dass die sich, obwohl kompakt, trotzdem vernetzt und sowas alles, ne? Und damit bin ich dann eigentlich so von so einem Grundgefühl her ganz glücklich, ne? Und Aber zum mehr ist es Beispiel, vielleicht auch nicht. das würde, wir hatten ja beim letzten Mal mit Birgit, war ja auch die, das, so, wie verständlich sind die Sachen, ne? Ja. Sozusagen für extern. Kannst, also, wenn ich mir jetzt sozusagen, jetzt hast du ja hier eine Erklärung für bestimmte Sachen geliefert und das ist ja hier jetzt auch auf YouTube gespeichert. Kannst du direkt aus der Webseite hin verlinken auf genau diese Stelle? Und dein Werk ist sozusagen, hast du sozusagen, ohne jetzt absichtlich sozusagen, jetzt erkläre ich mein Werk auch nochmal. Ach so, Nee, weißt du, nee. sondern du nimmst dann sozusagen, dass man sagt, okay, jetzt verlinke ich aber nochmal, wenn ihr nochmal Ja. wissen wollt, wie ich dazu gekommen bin, hört euch mal die Sekunde hier an. Das ist ja das, Aber was ich meine. der Das Witz. hier ist ja auch Material, was wir hier produzieren Ja. eigentlich. Aber der Witz ist ja sozusagen, es nützt ja nichts. Ne? Also Künstler, die ihre Werke in irgendeiner zu ihren Werken so wie jetzt eben beitragen, die verkomplizieren die Geschichte, weil nämlich dieses hier selber ist ja auch wieder interpretationsbedürftig und so Ja, weiter. Nicht? das Also das heißt also, Quark, du das stehst letztendlich. Hamsterrad. Das Ne? ja, aber du hast ja Genau. hier, aber Aber da ganz hast schön ist, dass das du. eben wie jetzt in der Reflexion, ich habe ja wirklich so einfach ins Blaue, dass man da unbefangen was getan hat und die Reflexion gerade jetzt abläuft. Ne? So, also dieses Moment, was ich eben sehr wichtig finde, was eben zentral für jede Produktionsästhetik sein müsste, dass es einfach erstmal bewusstlos getan wird. Ne? So, da mag ja Bewusstsein mit drin sein, aber man tut es und dann kommt die Reflexion immer hinterher. Nicht? Also erst kommt also Prometheus und danach kommt Epimetheus. Nicht? Also die beiden, der eine Zwilling kann immer nur hinter dem anderen her. Und das finde ich dann auch wieder, verbindet jetzt diese beiden Momente auch ganz stark. Das liebe ich auch. So. Versteht ihr, was ich meine? Also, was ich jetzt sagen wollte? Nö, nö. Nee. Aber ich habe da auch kein Problem mit.
weil ich verstehe echt ganz wenig. Ne? Und oft habe ich das Gefühl, dass andere so, die sagen, na ja, ich verstehe es, aber ich glaube, die verstehen es eigentlich nicht. Ne? Das ist mir so bisher immer aufgefallen. Du musst dann, Andreas, du musst dann Kontrollfragen stellen. Ja, Aber ja, genau. Pass auf, dann sagst du noch mal. Ich habe nämlich gerade vergessen. Also, ja, genau. Also, na, wenn ich es mir verkneifen kann. Ich erinnere mich noch an, als ich anfing, also ich glaube, das erste Semester, was ich in Philosophie hatte, Gott sei Dank, ich habe erst Kunst und dann musste man diese Probesemester bestehen. Dann bin ich mit Philosophie relativ spät angefangen. Und dann dachte ich, ich wäre jetzt schon sozusagen so ein bisschen drin im Studieren. Dann setze ich mich in so ein Schelling-Seminar. Ne? Ging um Ästhetik. Und dann finde ich einen Text, der sich nach Paragraphen ordnet und sowas von, ich war nur noch am Schwimmen, nicht? Also da war so der Punkt, wo ich dachte, was war das denn? Was habe ich da gewählt? Meine Güte. Naja, gut. Jetzt bin ich weiter und liegt alles hinter mir. Und das Philosophieren ist einfach so Das war bei mir der Traktatus, das war der erste, was egal. so richtig. Echt? Also hast du denn auch, nee, du hast das ja nicht, du machst das ja dann nicht, ne? Oder so, bist du da richtig intern, intim mitgeworden? Ich habe Hast du ja so, klar. weil ich finde, ich glaube, ich würde das auch zutrauen, mehr als mir, dass man diese logischen Finden, die da Nee, ich wusste auch, gemacht werden, ne? wo ich da genau aufgehört habe, war das mit der Wahrheitsformel. Ne? Aber mir reicht eigentlich schon so ein paar Sachen, die habe ich mir da einfach gemerkt. Und die Einleitung ist schön, finde ich. Ja, Dass er aber einfach sagt, hier. wer das selber noch nicht gedacht hat, braucht gar nicht weiterlesen. Ich finde hier diese Google-Suche finde ich total spannend. Das ist hier Transparent Eyeball und es ist immer falsch. Ne? Ich habe noch keine gesehen, die richtig war. Immer falsch. Das gibt's doch nicht. Doch, siehst du doch. Oder wo ist es da? Pass auf, was interessant ist. Salzkriechen. Ist auch immer falsch. Das ist ein Naja, Haarwurf, also oder? Ja. was schon mal ganz gut, nee, was schon mal gut ist, werden wir sehen. Du findest statt. Ja. Vorversion GOP, aber ich auch hier. Du auch. Das Schneckchen, das Also, es Künstliche. ist sogar mein Werkstück unten in der Bildersuche. Mein Auch noch. Gesellenstück, mein Teil von meiner Gesellenprüfung. Darf ich dich denn als Gast auf meine Webseite einladen? Ich habe ja schon jetzt zwei Do-it-yourself-Salzungen sozusagen angelegt. Das ist noch nicht ausgeführt. Aber das würde ich gerne tun, gerade wenn ich diese Schnecke sehe. Vorversion 1, okay. Das ist irgendwie also bei Google gelandet. Ja, die andere habt ihr ja, da ist ja WordPress im Wartungsmodus, ne? Ja. Ja. Halt, Ich zurück. habe eine Geopoet, die dämmert vor sich hin. Da muss ich den entscheidenden Schritt tun, dass ich jemanden bitte, Jetzt. mich loszulassen oder rauszuwerfen endlich oder sowas. Ich drücke noch mal Enter. Auch ein Freund und den möchte ich eigentlich immer nicht. Nochmal, nochmal. Wir sehen hier die Ergebnisse, ne? Diese Bilder Ja, hier. okay, genau. Ich gehe auf das rauf und hatte dann hier geklickt. Genau, ist auch richtig. Eben, warte, oder hatte ich auch mal hier geklickt? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich, hier war doch eben groß das Bild auch noch, ne? Kannst Warte mal, ist draufklicken das auf das Bild. hier? Nee, das ist jetzt diese Google Lens Suche. Wo man sagen kann, ich möchte den und den Bereich haben, damit du weitersuchst. Nee, ich meine auf Weil der Webseite. eben, als ich dann zurückklickte, ja, warte mal, Auf der Webseite kannst du du auch. hast recht, warte mal. Ja. Da ist eine Lightbox auf der Webseite. Tut aber nicht hier gerade. Also ich hatte das Gefühl, jetzt ist auch, also Ah, irgendwas hat das er ist gemacht. im Glossar ist das sicherlich nicht. Also Ja. da keine das muss noch Lightbox-Aktion auf dem ist nicht Bild drauf. überall, ne, aber irgendwo ist Ja, dann Salzkriegen. kannst du immer noch rechte Maustaste einen neuen Pub öffnen. Und dann hatte ich hier zurückgeklickt und dann waren auf einmal andere Suchergebnisse da. Das fand ich jetzt ein bisschen Das erstaunlich. ist nicht. Aber guck mal Na auch gut. hier Birgit, hier der vor 3 Tagen. Filterbaum ist da. Ah nee, doch, Also, wer ist das? Ist auch Birgit, ne? Ja, Kunsttherapie. Aber es ist erstaunlich, wie man. Also gut, jetzt ist das. YouTube-Interview Salzkriechen ist da.
Ja. Matze, da gab es bei CT einen Wettbewerb, Ja, mit der Bachforelle oder so. Gepardenforelle oder sowas? Ja. Gepardenforelle, Hommingberger, ja. Wer kriegt diese Seite auf Position 1 und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ja. Alter, hier ist ein Nummer 1. generischer Begriff fast. Ja, aber ich finde das Thema gut besetzt hier von, Ja, jedenfalls was die Bild. auch ganz schön, also ganz schöne Keine Nachbarschaft. Nazis, die rumpöbeln. Was ich mal also auch so gut fände, also es gibt so Berichte, dass Salz Lake, weiß nicht welches von den vielen Salzen, in Flaschen versiegelt, in einem Kühlraum oder Kühlschrank lag und wo dann das Salz tatsächlich auch entkommt, ne? Sozusagen, obwohl das Glas schliff und dann noch mit einer Wachsschicht überzogen und so nicht. Und dann auf einmal ist die Lake doch ausgekrochen. Irgendwie so, solche Sachen würden mich total interessieren. Nicht? Also ich stoße jetzt hier bei der Recherche auch bei Seifenblasen ständig auf Fragen, die nirgends beantwortet werden. So. Dann denke, ah, das müssen wir doch mit einer Hochgeschwindigkeitskamera mal rauskriegen, wie dieses Gewässer in Kugelform, wenn es ein anderes Gewässer in Kugelform trifft, so plötzlich und rasend schnell sozusagen eine gemeinsame Wand aufbaut. Ne? So, was sind das für Vorgänge? Was sind da für Strömungen und was nicht alles? Das ist doch total interessant. Ja, der Das Punkt sind ist ja nicht, wahrscheinlich dass das. Menschheitsgeheimnisse Nee. lasten auf diesem. Der Punkt ist ja nicht, ob das jetzt interessant ist oder nicht, sondern ob es verfügbar ist. Wenn ich jetzt gucke, Ja, bei so, Dokumente genau. habe ich Videos mal ein bisschen auf YouTube so geguckt. Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel Material von den alten Dokumenta. Na gut, muss sich irgendjemand erbarmen und in die alten im Fernsehstudio die Sachen digitalisieren, ne? Die Bänder raussuchen und so und verschlagworten, sodass man das auch finden kann. Das wäre natürlich, wo ich sagen würde, da dürfen pro Jahr auch gerne 100 Millionen Euro reinfließen, um das zu Dafür digitalisieren. zahle Das ich gerne auch das GEZ. ist, ja, genau, das ist wirklich so dann Menschheitswissen, sag ich mal. Du hattest vorhin hier dieses mit der, die Öffnung, ne? Da hatte ich ja hier. Wieso macht er das jetzt nicht groß? Doch hier, guck. Ist aber eine Sauerei eigentlich, das Bild. Ja. Wie kommt es dann drauf? Ich hatte erst Das war die gedacht. Panzerhaubitze. Nee, Ja, wie, genau. welchen Zusammenhang? Oder von wem ist das? Muss man die kennen? Oder den kennen? Das hier, das ist 3D. Von wem ist das? Das habe ich gemacht. Ach, du hast das gemacht. Ja, genau. Also hier ist auch sozusagen, Das hatte ich, da weil hätte du ich schon vor. beinahe was zu Aha, das geschrieben. haben wir jetzt, dann haben wir den Autor hier in voller Verantwortung. Wir Ja, können jetzt mal genau. auspressen, was du dir da alles bei gedacht hast. Das ist dann Ich noch von hatte, ich deinem hatte, Jesus-Trip. Das ist, ich habe, glaub's mir, das ist noch von ich, deinem Jesus-Trip. das ist richtig. Nee, ich hatte nur, eigentlich war das ganz einfach. Assoziation ist. Deutsche Mutter, Ritze und sozusagen, die Haubitze ist ja symbolisch dann für die das Kindergebären, ne? Also weil ja auch alle irgendwie zur Zeit danach rufen, dass sozusagen unsere patriotischen jungen Leute auch wieder dafür sind, überhaupt patriotisch zu sein. Und wir jetzt auch, Kanonenfutter und praktisch. wir jetzt, genau, und wir jetzt halt die Sachen liefern. Und da Ja, aber das in 3D und dann wollte ich auch mal ausprobieren, wie das halt ist. das kann aber auch unter Umständen gewisse Leute einfach provozieren. Ne? Sowas würde ich nicht machen. Das ist dann, wäre dann wirklich schon Kunst irgendwie. So, aber jetzt ist es da, fertig ist es. Was soll ich machen? Ja, ich hatte im Moment, hatte ich da sozusagen das mit der Geburt. Da hätte ich beinahe darauf geantwortet. Und Mach also ruhig, kritisiere das ruhig, alles gut. Das ist nee, ich hätte da noch einen draufgesetzt, aber das Vulgärkunst halt. okay. Ja, das ist das. Ich bin ja jetzt identifiziert, dass es Wenn Bilder von überhaupt mir Kunst. gibt, wo ich nackt in Büschen rumkrieche. Ach, ich wisse, ich kann es nicht mehr ablegen. Das ist so doof. Hast so ein Schammodul eingebaut, Andreas. Ich habe da so ein Ding Ein eingebaut, ja, aber Schammmodul. nee, aber Ja. auch sowas wie, es wirkt ja auf mich zurück.
Und mir wird dadurch sozusagen die Außenansicht meiner selbst durch mich selbst nochmal bewusster, nicht? Dass ich da, dass jemand kommen kann, sagen kann, ehrlich, kriegst du so nackt in, was war das denn? Wo warst du denn da oder so, nicht? Und dann ich sage mal so, nein, das ist jetzt hier alles Fake und da hat sich einer, hat einer mir sagen wollen, dass ich ein Arschloch bin, aber hat das also sich auch selbst dabei vergriffen. Und so, ne, das oder war eben dumm und einfältig und hat einfach gedacht, das wäre irgendwie ein Witz. Auf jeden Fall werde ich jetzt nicht mehr los. So. Und finde das nochmal so eine ganz gute Erfahrung über das, was Mobbing im Internet auch mit Leuten machen kann. Das ist ja immer nur ein Hauch, ne? Also ich stehe da natürlich auch drüber. Oh, Aber ich das will weiß ich auch jetzt auch nicht, nicht was, wo groß. man sich, wann muss man sich immer beleidigt fühlen? Nee, Ab das wann? hier, Ja. ab dem Moment, wo du es tust. Ich Also das weiß heißt, muss nur, man sich, das heißt, als hätte ich da die nee, Wahl. das hatten wir, das war damals bei irgendwo, Fühlen ist richtig, ja. das war damals auch so ein Running-Thema und Gag, war, dass man die Gefühle anderer nicht verletzen darf. Das ist wichtig. Ja, aber guck mal, das würde jetzt sozusagen so bedeuten, also mein Ding, schockieren. Ne? Das war ja eine Kunstmethode, ne? Man schockiert, Ja. man düpiert den anderen Genau das gerade in Gegenteil. Ja. seiner langweiligen, spießigen Bürgerlichkeit, Ja. indem man ihn also mit Subkultur oder Porno oder was auch immer konfrontiert, als wäre diese Geste nicht schon längst abgeschmackt und durch. Und so habe ich auch eher im ersten Moment reagiert. Ne? Naja, aber wenn du siehst Und in Bayern, die Schulen, und auf jeder, über jeder Tür hängt dieser Christus an die Tür genagelt. ja, das genau. Überleg dir das mal, was das für eine. Aber das kannst du ja auch erst sagen, seitdem sozusagen dieser massive Bedeutungsverlust da ist, so wie Leute erst anfangen, gegen Kirchenglocken anzumosern, in dem Moment, wo sie da meilenweit von entfernt sind, sodass sie eigentlich innerlich nur von Ferne hören und dann gestört sind. Nicht? Und so ist das. Aber das. Gut, also das ist ja nicht so, und dann eben Tage später, ne, merke ich, diese Scheiße hat sich bei mir festgesetzt. Und zwar ist das nicht ein Ohrwurm. Ne? Ja. So, und das war der Punkt, wo ich dann da dachte, oho, ne? Ja. So, mehr davon und ich würde da aus dem Internet verschwinden, weil mich das einfach dann derartig mitnimmt. Ne? Also eben mich entführt, wohin ich nicht will. Das ist so der Punkt. Und dann in dem Moment fallen mir ja auch ganz viele Sachen dann ein zu der Person, die mir das serviert hat. Ne? Und dann fange allein ich das an und das Nachdenken, finde ich auch wieder doof. Ne? ja, allein das Sinnieren darüber, wie man da eigentlich reagieren könnte, wenn man wollte und ne, loslassen würde. Ja, Und genau. dieses so, das so virtuelle Gespräche im Zweifel auch führen. Ja, Und genau. das ist Was ich dann. heute cool fand, Matze, beim Stefan, wo der Stefan dann so, stopp, jetzt ist hier kein Konstrukt, ich bin hier der Master of Disaster. So, und du und der Merzmensch schön so brav, ja, ne, so, so, zack, Okay. saßen so ganz stramm Ist da. dein Wohnzimmer. Ja, aber du, Mal so, war ey, ja, pass mal auf hier. aber er hat das ja selbst sofort gemerkt, er hat ja gleich Wir wieder machen jetzt hier zurückgerudert. Annage-Konferenz. Aber er hat ja gleich wieder zurückgerudert. Er hat das doch selbst wieder eingefangen. Ja, musste er ja. Aber er brauchte erstmal diesen Empörimpuls. Jetzt ist aber Ruhe Genau, hier. das ist jetzt aber Kunsttalk. Und am Ende, das war es jetzt aber So, gar liebe nicht so Kinder, richtig. jetzt können wir noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Weil als Arbeitstreffen war das doch genau richtig einsortiert im Sinne von Merzmann sagte, pass auf, lass. Und ich dachte mir, ja komm, wenn du schon virtuell dieses Theater, dieses 3D-Museum machst, Ja. warum soll ich da nicht, weil mir fällt ein, ah, da könnte ich die Grundform bringen. Also nicht, dass es halt dieser Raum ist mit den Wänden wieder, okay, den kennen wir, sondern ein Raum, der dafür Katharina von Zimmern Ja. vielleicht speziell für sie gemacht ist, suche ich mir eine Kathedrale oder irgendwas aus und dann hat man halt genau das. Ich fand das ganz Ist, toll, dieses Zhenrendam-Kirche, dass du die nachgebaut hast, nicht? Also das oder angefangen hast damit. Das fand ich also ja. total witzig, weil ich habe dann gewartet und gedacht, was macht er jetzt mit dem Licht? Ne? So, weil es ist eben
Das könnte man jetzt sozusagen auf so eine künstliche Weise, heute gibt es ja Wände, die leuchten, ne, so kann man ja technisch Ja. herstellen. Ja. Aber wenn man so tatsächlich den Zehnerndamm im Verein der ansonsten auch kirchenmalenden Zeitgenossen sieht, ne, so, dann sind das alles immer massive, belastende, schattenwerfende und so weiter beherbergende Mauern, ne? Und bei ihm kriegen die eine fast innere, also eine Kristallinität, diese Räume, dass sie einen wirklich, also jetzt ist auch mein Empfinden, meine Sensibilität an der Bei Stelle, wem? aber das bei Cendrendam, das ist ein Maler aus Renaissance Holland, er hat Kirchen gemalt, aber andere Das sind Sachen. die Sachen, ja, also ich habe da ja auch ein bisschen rumgebaut. Perspektivisch ist es aber sehr fragwürdig, was da stattfindet. Was er da macht. Ja, perspektivisch ist das sozusagen, ich hätte dann geguckt, ne? Was, wie ist er, weil er kommt nämlich von einem rechteckigen Grundaufbau in einen runden Pfeiler. Das geht gar nicht. Ich habe es ja Ist nachgebaut, weißt du, so ja, irgendwie. ich Ich sage, das. hä? Und dann ich scheiterte einfach, ne? Beim Ah. Bauen. Und das ist aber sozusagen, weil es so gezeichnet ist. Ich hab bei für diese Kulissen, wo ich da jetzt ein bisschen aushelfe, hatte ich einen Raum gemacht, der ging sozusagen so perspektivisch, ne? So, also relativ flach, dann war dann Mitte ein Thron. Und dann habe ich aber sozusagen diese Ecke, die da durch die Fußleiste ist, habe ich mit dem Fenster nicht beachtet. Das heißt, das Fenster ging einfach über die nicht gezeichnete virtuelle Zimmerecke hinweg, ne? Und schon kriege ich einen Anranzer, ne? Was das sollte, das Fenster wird so schweben, ne? Ich denke, wir haben eine Kulturgeschichte, spätestens also seit Cézanne, aber wie du jetzt sagst, also die Maler und die Künstler haben das immer missachtet, ne? Die haben immer gesagt, Scheiß drauf. Und haben Ja. die haben teilweise die Illusionen gewahrt. Manchmal haben sie es auch dann bis zu langweiligen Exzess getrieben und so, nicht? Aber letztendlich haben die das Konzept verstanden, aber dann manchmal nicht brauchbar gefunden. Und dieses schwebende Fenster ist, dann habe ich dann gesagt, also das muss so sein, weil ihr macht ja auch ein Märchen, wo eben auch Zauberei passiert. Und hier passiert eben ein Fenster, was die Ecke nicht beachtet, so, nicht? Und das finde ich also total süß, nicht? Also das heißt, du müsstest dein Maschinchen sozusagen instruieren, zu sagen, scheiß drauf. Das geht nicht, aber egal. Ja, Sozusagen wie ich kann es ja so. mal kurz nochmal diese Zeichnung, die du auch gepostet hattest, da mal Ja. hier. Ich habe das ja dann noch hier quasi jetzt griffbereit hier. Genau, du hattest hier das Ding. Andreas Peschke hat recheatet. Das muss ja denn noch auf deiner. Ist das hier mit drinne? Da sind die beiden. Ja, aber du hattest ja auch einen ordentlichen. Warte mal, ist das hier Ich mit habe drin? zwei und auch. Ja, ich hatte Hier ist geschrieben, dass das. ich den Typen also total gut finde, liebe. Ja, weil die auch so Schätze. eine, ja, durch die Farbgebung und so weiter so eine Leichtigkeit kriegen, ne? Und durch die ganzen Linienführung. Also da hängt eins hier in Hamburg auch in der Kunsthalle und da hat einen Spaziergang mit Sabine Düller, die. Also mit der habe ich lange, lange Da. Museumsbesuche gemacht Da ist und es. über einzelne Bilder geredet und mich verklärt. Ja, guck, da haben wir also das Rechteck, ne? Genau, also du hast unten fängt es so mit dem Viereck an. Okay, das ist eindeutig nicht quadratisch, erstmal so vom Ansehen her. Dann kommt er mit dem Achteck, ne? Ja, Ja. Achteck, das hier an die Kanten geht und hier aber gestreckt ist. Damit es Ja. drauf geht. Und jetzt führt er das Aber hoch. es geht schlüssig an die Kante, das ist Es eben das. wird ein bisschen runder, okay, aber hier die Säule ist ja nur die ist ja rund. Ja, ein Und Grund. Ja, das die ist ist nicht sozusagen, oval oder so. und ich ging jetzt in 3D dann ran und fing an, das von hier aufzubauen und setzte dann und merkte halt irgendwie, ja, also so geht das jetzt nicht. Herrlich. Aber guck mal, das hintere, aber irgendwie scheint da, guck mal, die Säule. In der Fluchtperspektive dann da hinten, die hinteren Säulen sind auch so. Das ist auch ein Rechteck. Das ist auch kein Quadrat.
Was hat der Ja. Künstler sich dabei gedacht? Weiß man. Ja, weil der wusste ja, Hat was er er? hier, ja, hat er oder hat er nicht, ne? Weil er wusste ja, was er hier veranstaltet. Und Hm. weil die anderen Geschichten hier, gut, vielleicht fällt es da nicht auf, aber ich hätte auch, weil auch in 3D, wenn man baut, diese ganzen Bögen hier, ne? Auch wo hier jetzt noch so eine kleine Spitze, ne? So eine Spitze drin ist, oder hier diese Säulen hier hinten, die dann nach, also von unten hochgehen, n-eckig, sag ich mal auch achteckig, und dann diese Linien, die alle zur Mitte laufen und dann die Decke bilden. Das ist modellierungstechnisch, bin ich da so ein bisschen, ich eine Weile, also ganz so ist es auch nicht geworden, aber ich da Und schon eine Weile also gebraucht. außer die Balustrade scheint ja auch eher schräg zu laufen, nicht? Also lass das ruhig mal noch, das ist das total Ja. spannend. Nicht? Also sie scheint ja nicht parallel zum Vordergrund zu laufen, sondern sie scheint ja sozusagen nach links eher nach hinten zu driften und nach vorne und kommt dann aber auch nicht an. Eigentlich hat man das Gefühl, wann erreicht die denn jetzt diese seitliche Mauer? Ne? So, Ja, das stimmt. also Hier ist, die von rechts, also, ne? ja, wenn So, überhaupt, also muss es hier zu Ende sein, mittendrin, um nach rechts noch einen Gang zu haben, ne? genau, also Und und dann halt. damit aber kriegt sozusagen, ja, das wird ein imaginärer Bau und es kann aber sein, dass es trotzdem auf einer realen Kirche beruht oder wird es, steht da, der Name steht ja wahrscheinlich dabei. Und Also jetzt viel ist zu so, hell. Viel zu hell alles noch. wie geht man dann daran? Man fragt sich, was würde passieren, wenn? Nehmen wir mal an, er würde das jetzt quadratisieren. Es wäre also jetzt exakt, ne? Oder er hätte einen rechteckigen Sockel, auf dem dann aber ein Oktogon oder so steht und dann müsste es ja und so weiter. Wenn er in diesem hohen Maße realistisch vorginge, dann hätte man zum Beispiel hier möglicherweise eine Stufe, ne? So, was würde eine Stufe mit dem Bild machen? So Geschichten, nicht? Oder links wäre eine Stufe, nicht? Also so da gibt es eben Fragen, die dann spannend sind, warum man es vermieden hat, ne? Sowas, ne? So. Oder es kann auch sein, dass wir jetzt einer Missdeutung aufsitzen. Aber gut, dazu müsste man eben da in der Kirche mal gewesen sein und das sich mal angeguckt haben. Da würde man wahrscheinlich sich verlaufen, wenn man sich nach dem Bild Sicher. Genau. Wo bin ich jetzt? Genau. Gestern Ich, habe ich einen was schönen hast Film du denn da gesehen. schon gemacht? Bitte? Kannst du da was zeigen, was du schon gemacht hast? Ja, ich eröffne gerade hier. Also das Programm startet gerade. Da Weil steht die ich wollte Quadrat. die Problematik mal zeigen, Ja. ne? Hier, mal gucken, ob es das ist. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ja, hier. Hier ist sozusagen dieses. Ach so, er versucht er ja jetzt immer. Jetzt macht er auch diesen Skizzenmodus, ne? Den berechnet er immer. Den muss ich jetzt ausmachen. Aber hier mal. Ne? Ja, Und das gibt ja direkt Sa Saatform. ich hab's dann eher erzwungen hier ab hier. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich muss ja zum Rund werden, damit das hier funktioniert. Und dann ist halt die Säule oben drauf. So. Und hier ist ein Modell, das habe ich im anderen Programm gebastelt. Hier ist nämlich mal die Decke halbwegs ordentlich. So, ich da hier diese Sachen. Und das ist halt, ja, es war schon ein bisschen für mich so ein modellierungstechnischer Akt. Wie geht man da jetzt ran? Mit welchen Formen? Grundformen fängt man an, um das zu ba bauen, ne? Also halt die Sachen im Raum sind. Ich kann mal kurz den Modus, ich muss aber nicht ordentlich aussehen. Da kommt jetzt sowas raus. Jetzt bleibt jetzt nicht so viel von übrig, muss ich sagen. Das sieht ja aus wie diese Gewölbe, diese Kerker, Kerzeri von, Namen wieder vergessen. Genau, und hier hatte ich sozusagen von oben Aus wie da. aha, das war Käfer, ja auch wieder interessant. der Rücken von einem Käfer auch teilweise. Das sieht aus wie luftgefüllt, wie pneumatisch. Ja, komm, dann machen wir da mal Skizze. Nein, da muss man am Licht arbeiten, damit das. Also das Licht ist jetzt hier irgendwo hier unten sind eher die Lichter, die das überhaupt ein bisschen aufhellen und dann zum. Jetzt ist auch die zweite Frage, warum funktioniert das beim Zen-Rendern, ne? Was macht er da, damit wir auf ihn reinfallen?
so, ne? Naja, es hat schon so einen ganz bisschen ovalen Charakter, hat es schon, ne? Ich verstehe das Problem gar Ein nicht. bisschen. Na, mir ist beim Modellieren einfach aufgefallen, Filterraum, dass ich, wenn ich so anfange und einfach immer nur die Größe skaliere, Ja. dass ich nicht bei einer Form lande, wo der Kreis, wo der Zylinder hier genau raufpasst. Dadurch ist mir das so aufgefallen dann irgendwann, dass ich hier abweichen muss. Irgendwo musste ich jetzt einen Kompromiss machen, weil er zieht das alles zusammen. Bei ihm ist das hier. Guck mal, wie winzig die Stufen sind, also was, Ja. ne? Ach so. Also die hier, Also ne? Die Stufe hier, also die hier, da muss ich raus aus dem Modus. ja, die kippt ja im Winkel auch da dran. Die ist ja nicht einfach nur stumpf. Die ist Also da ja. sitzt diese Frau Sieht mit aber dem. stumpf aus. Ich kann die nochmal nebeneinander halten hier. Das ist also toll, dass du da so gründlich konstruierst, weil ich hatte war immer hatte mich so von von dem Licht, von dieser gekalkten Atmosphäre, nicht, also fangen lassen und dadurch benommen gewesen, so dass ich sozusagen die anderen Hinterhältigkeiten, mit denen er sozusagen so eine Kirchentranszendenz, also die Transzendenz in diese Kirche bringt, ne? Und das ist wirklich, wirklich interessant. Ich finde das Licht interessant, weil das müsste ja eine Riesenfront nur mit Glas irgendwie sein, ohne gemalte Flächen oder so, ne? Halt, ich mache mal Ja. wieder hier das zu. Können wir mal noch mal gucken. Ich muss Ob eine aufpassen, dass Wand es. fehlen würde. Also es ist jedenfalls ein tolles Bild, das wird schon noch in die Lichtspielwesen Folge rein, da ist das Staffel reinpassen. Ich kann mit diesen Unterhaltungsbegrifflichkeiten Genau. immer gar nicht richtig. Wie hat er gearbeitet? Hat er sich da tagelang hingesetzt und. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern der, ich kann mir vorstellen, dass, aber okay, sage ich lieber nichts, weil weiß ich nicht. Also peinlich, wenn man dann nachher so einen Kunsthistoriker trifft, der da spezialisiert ist und alles gesehen hat. Ja, 2 Jahre recherchiert, Ne? dass er wusste, nee, der ist ja nur einmal gewesen, alles der Rest ist Fantasie Genau. und Das, weil er hier wohnte nebenan und hat sich das von außen immer nur keine Fake so. News. Ja, aber wir könnten ja mal gucken, ob die, also du, welche Kirche ist das jetzt? Kriegen wir das, weißt du das? Ja, Hier, Harlem, da steht es da drüber. Nee, die andere meinst du, ne? Ambul nee, eigentlich die hier oben, ja. Die oben Da ist war Harlem, Katharina weil von Zimmern, die war da drin, oder was? die Bavo-Kerk in Harlem. Harlem. Gucken wir mal, wie die heute Ja, aussieht. jetzt nicht New York. Also, was die New Yorker da jetzt haben, das hatten wir hier schon. Da ist sie. Hahaha. So, und da kann man mal gucken. Ich habe da den Faden verloren. Was hat das jetzt mit Katharina von Zimmern zu Wir tun? sind bei Lichtspiele, bei Katharina von Sinnen hier. Wir machen jetzt Hat sie mal. Kunsttalk. Ach so, wir sind Das tut ich mir dachte leid, hier Wikipedia-Einträge. das ist jetzt ein harter Schnitt. Kann man nicht Lesemontag machen. Ich immer. Aber wieso? Ah Das nee, ist das hier Scheiße, hier Protestantismus. tauchen jetzt seine Bilder auf, Das das ist ist holländischer Protestantismus. ja du. Matze Thiele Jung hat uns Ah, angefragt, ne? Ob wir was? mitmachen wollen. Freigeistigkeit auf holländische Art. Da, Thiele da, Jung da, hat da, da, da. angefragt, ob Kunst auch mitmachen will. Bei was? Irgendwas mit Kunst irgendwie. Bei irgendwas mit Kunst. Genau. Der soll mal aufpassen, dass er, wenn er. Ach, ist egal. Weil Will er ja nicht. es ist, du hattest noch ein, also diese Ecke hier, aber ich glaube, das hat er von hier gezeichnet. Da ist Andreas irgendwo, haben wir, lass gucken. Nee, warte, ich hatte nach ihm gesucht und da weiß ich, dass es davon auch eine Zeichnung gibt von der. Und da hat man dann mal den Bezug zu. Lass mich gucken. Das Gotik, ne? Hier hat er was. Nicht doof. Verwechsle ich das hier mit dem?
weil es war auch eins, wo die wirklich dieses abgesetzte, diese Ecke da irgendwie war. Sitzt sie jetzt auch so dicht davor? Nö, finde ich nicht mehr. Ja, aber der hat er ja viel produziert auch. Ja, also die waren ja wohl auch oft spezialisiert auf bestimmte Sachen und dann gab es Werkstätten, wo dann die Leute auch nochmal spezialisiert waren. Aber ich weiß nicht, ich habe über den, also außer diesem Bild in Hamburg, das mich wach gemacht hat, habe ich eben auch nur einmal gesucht, um diese Bilder zu finden. Warte Aber. mal, ich will mal was. Was wir mal gucken könnten, ist. Ich kann mir vorstellen, dass es hiervon einen 3D-Rundgang gibt. Sogar. Ist auf jeden Fall doch noch erstaunlich hell da drin, ne? War ja eben Foto. 3D. 3D-Puzzle vom Museum Haarlem. Ja, 3D-Büro. will einer das kaufen? Puzzle? Nein. Nicht? Nein. Aber gibt's aber. Ja. Wir haben ja so ein 3D-Puzzle vom Eiffelturm. Das steht bei uns und fängt Staub. Virtual Hat Mädel mal Reality. gemacht. Virtual. Ach, Software auch oder was? Soll ich kaufen oder was? Ah ne, hier gibt es irgendwas für Download zu haben, ja, iOS. Und da musst du jetzt noch eine App runterladen oder was? Oder ach nee, das ist hier. Das ist nur so eine 3D-Pappbrille oder was? YouTube gibt es auch keine Videos dazu, oder? Hast du schon mal geguckt jetzt? So nebenbei. Hast du? Ich sitze hier vor faul und konsumiere nur. Du kannst du auch alle Marketing mal hier gucken. Okay, nee, die machen hier nur. Achtet, ist hier so ein. Ja, was man früher hatte mit so Klick, 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 also Meinst du, aber wir brauchen mal keinen Strom für, Europa im ne? 16. Ne. Warum ist es mit Strom? Das ist so. Und hinten ist nur so ein Widerstand, der heiß Ah, nee, das ist verbunden mit dem Kopfhörer. Du kannst das dann Ach. kopfhörermäßig. Ach Strom. nee, warte, da macht man sein eigenes Handy rein. So, jetzt. Ach so. Jetzt. Ja, macht man sein Handy rein und dann guckt man in die Richtung und Kopfhörer und so. Und die Verbindung macht es dann, dass du halt kannst du irgendwo hingucken und dann wird dir was vorgelesen. Augmented Reality nennt man das. Ja, So. augmented. Wissen wir das auch? Documented Reality. What you Also need vor allem before you wissen wir, dass go. wir da auch kein Material vorliegen haben, wo wir diese Kirche Alter, noch ein diese bisschen näher stören Cookie-Geschichten können. gehen mir so auf den Zünder hier. Es muss alles abgeschafft werden wieder. Nun ja. Aber das ist die Kirche, ne? Da, das ist die Ja, würde Harburg ich jetzt sagen. Bergmauer. Er hat Und aber da hier sehen die Sockel aber. den Sockeln hat er aber irgendwie was Gutes angetan, ne? Ja, Weil die sehen ja jetzt die hier so ein sehen. bisschen Vielleicht haben sie den bemauert aus. Boden mal erhöht, um diese erste Stufe. Ah, den muss er Keine auch. Ahnung. Ja, gut. Oder du musst eben Bücher über den wälzen, wo dann irgendein Findiger das mal ausgemessen hat. Oder so. Und dann da war und hat gesagt, kann doch nicht sein, irgendwie. Obwohl er hat ja auch diese, hier sind diese einfacheren Sockel. Aber das ist jetzt auch Erinnere von der mal Zeichnung, so. ob das überhaupt von ihm ist, würde ich mal sagen, nee. Von Stephen Hicks? Nee. Stefan? Nein. PhD. Gerhard Hüther. Na gut. Aber wir haben hier unser Lichtspiel gehabt, weil das mit dem Licht ist hier wirklich so. Das ist jetzt wieder, gut, jetzt habe ich das mit diesem Sketch-Modus da oder diesem Skizzen-Modus da in dem Programm da probiert. Aber so eine Beleuchtung hinzukriegen, das ist schon nicht ganz so. Also so, wo man das dann, jetzt ist es gezeichnet, kannst du sowieso eventuell komplett knicken, ne, da irgendwas nachzumachen. Aber so ein schön weich ausgeleuchteter Raum mit diesen ganzen, wo so das Licht oder die Schatten sich dann in den Ecken fangen und hier wieder, das ist,
Da muss Also man. der Witz ist, dass das Licht nicht unbedingt, also es scheint nicht so, als würde das Licht unbedingt von den Fenstern kommen. Weil, also es ist eben nicht diese dramatischen, so, ne, und dann Ja, ist das also sieht so dieses aus, als ob dann keine Wand Gespenstige, sondern oder als wäre es, kommt, ne? genau, Das sieht als so wäre aus, als es, ob da die Wand weg wäre. ja, Also genau, er kommt hier schon von also das rechts, Licht. ne? Irgendwie mit dem. Aber hier ist auch genau, macht er hier die Schatten, den Figürchen hier so ein bisschen. Und doch links. Aber hier hinten hat er sich nicht extra drum gekümmert. Das ist ganz frühes HDR, oder was? Genau. Ja, vielleicht. Aber so ein bisschen sieht das natürlich auch wie reinmontiert aus. Ja, und die Also, Leute sind reingemalt, hör mal. aber man hat, Die man, sind nur also dieser vordere reingemalt. Bogen, der den Rahmen aufmacht, ne? Genau, der hat wohl einer, der hat er nur reingemalt, Der ist so ganz leicht, ne? Wenn die Rundung auf die Säulen trifft, ne? Also er kommt sozusagen so hoch und dann gibt es sozusagen leise, man merkt, dass diese Rundung lastet und das Ganze am Anfang so ein ganz klein bisschen nach außen drückt, ne? Also wie das in der Architektur ja auch dann durch die Auflastung sein kann, ne? Und dann geht es wieder gerade runter, aber so ein bisschen mehr sozusagen so nach eng, aber so minimal, dass man es also zunächst überhaupt nicht zu bemerken scheint. Es sei denn, mein Bildschirm hat einen Knick, das kann ja auch sein. Aber das ist so eine, also so nah ist er dann an der, auch an der Realität des Gebäudes, nicht? Wenn das jetzt meine Beobachtung jetzt stimmt, nicht? So, und ja, auf jeden Fall. Also auch die Und er ist aber hier Meister der demografisch, Grauen, ist ne? er aber auch nur alte Leute, ne? Nee, nicht auf allen Bildern, nicht? Also da hat er auch manchmal auch Kinder und das gibt's schon. Ja gut, kommt doch an, wann er da war, ne? Wenn das normale Arbeitszeit Ja, war. klar. Ja, aber die Leute hatten auch ein anderes Verhältnis zu den Kirchen. Das waren eben nicht Dinge, so Theater, wo man dann sich in die Reihen setzte und sondern es gab viele Nebenaltäre, auf denen aber auch unabhängig auch Messen liefen und es gab, also es war wirklich wie so eine Art Marktplatz, nicht? Da ist jetzt nun gerade ziemlich leer. Aber man kann sich das auch vorstellen. Ach, guck mal, da sitzt, wer sitzt denn da? Sitzt da eine Frau, sitzt auf dem Boden und ruht sich aus. Und es guck mal, keine Bänke, ne? Es ist außer hier ja gut, also der Und er im Gestüt, Chorgestüt. jetzt Ja. erstmal hier die Säule an, oder? Wie ist das gemeint? Ja. Und der Hund wundert sich darüber, wie man so verrückt Ja, sein so ist kann. er, genau. Also man muss sich die Kirchen völlig anders belebt vorstellen. Und es kann auch sein, dass dann da eine Prozession durchzieht, die irgendein Geistlicher da initiiert hat, zu seinen eigenen Gunsten, also Gläubiger versammelt und Kollekte macht und all sowas. Und dann gab es natürlich die großen Feste und so, wo das dann, aber da standen, ich glaube, da saßen die auch nicht. Na gut, aber will ich auch nicht. Also ich baue mir da so eine eigene Vorstellungswelt gerade. Hast du mal einen Film zugesehen oder was, dass ich da so Ja, reindenken irgendwann irgendwie was. Ich habe so viel so mal rumgelesen und kann? irgendwas ist da hängen Hörst du geblieben. Hans Zimmer so im Geiste, ne? Ja, genau. Das ist alles. Ja, das ist so. Es wird immer so Humus dann im Kopf. Ne? Das ist so. Man weiß nicht mehr so. Dann irrt man an den eigenen Büchereien entlang und denkt, irgendwo war doch diese Stelle in einem dieser blöden Bücher. Wo war das denn? Wo war das denn? Ja, Kontext ist wie Brokkoli. Wie Du Brokkoli, hast, genau. ja, was, wo, Brokkoli hatten wir ja auch eine Ja, Phase hier genau, mit, ja. Brokkoliphase. kommt das daher? Also diese Ja, Brokkoli, das könnte man damit auch in Verbindung, muss man aber nicht. Brokkoli als Säule, ne? Das hast du Kontext schon ist wieder. ja wieder abhängig dann von Konstruktion dann auch. Ich war aber auch ein bisschen gemein bei Mützelt euch. Ich habe Mützelt euch und die Jesusgeschichte, da ist er ja so viel einfach so unqualifiziert zusammengebracht, ne? Weil, wie hatte ich, das hatte ich das dazu geschrieben? Warte mal gucken, ob ich das hier jetzt. Auf, wieso ist da jetzt kein Link? Ich habe mir doch hier.
Du musst immer denken, in ein paar tausend Jahren haben sie nur dieses da, dein Bild und ein, zwei Bibelstellen. Und da müssen sie dann sozusagen den Glauben heutiger, also die religiöse Kultur heutiger Erdenbewohner daraus rekonstruieren. Ja, die Haare sind natürlich nicht fein genug, ne? Aber das ist schon geil. Doch, das ist schon geil, das ist schon gut. Das ist vor allem, das sind Hifen und hinten mit dem Licht da bei ihm auf der Schulter. Ja, es sind halt, ich musste auch das blöde Programm irgendwie, das ich jetzt aber dafür unbedingt benutzen wollte, hat kein ordentliches Licht, sondern kein Spotlicht, ne? Wo man dann einfach das zusammenschiebt. Das muss man mal von Hand alles machen. Muss ich außenrum so einen offenen, so eine Kreiskegel, ne, einen Kegel außenrum machen, um die Lampe da und dann, damit ich das zusammenfangen kann. Ein Aufwand. Ja, ist. Wenn ich also was sehe. Template speichern irgendwie. Doch, doch. Du, ja, ja mache ich ja dann teilweise auch. Und hier, guck mal, den Bleistiften hatte ich das auch gemacht. Um die Härchen. Das ist ja. Es gibt ja diese Bilder, wo irgendwie so ein Hochhaus als einziges sozusagen die Wolkendecke durchbricht oder eine Rakete einsam durch die Wolkendecke aufsteigend fotografiert wird, wo das auch so, diese Anmutung auch so ist. Ja, das war so dieses, da bin ich immer ein bisschen unsicher, wie das bei Stefan dann ankommt, im Sinne von, jetzt nimmt er auch noch mein Myzelt. Bei Stefan nein, also nicht, ich nehme da ja jetzt keine Rücksicht drauf. Ne? Ja. Aber, also, wenn er sich beschwert, dann bist du immer an der richtigen, richtigen Film. Also der hat da ja wirklich Leute sozusagen gefragt, wo die nachher im Grunde also richtig sauer waren und verlangt haben, dass das gelöscht wird, und er hat gesagt, nö, es ist jetzt gesendet, es ist gesendet. Genau. Da hat er, da ist er also hart. Also. Aber das, ich probiere ja mit den 3D-Sachen, also dieses Hinterherbauen ist immer, ich gucke immer, was sind so Motive, wo ich mal eine Technik ausprobieren will, die ich noch nicht gemacht habe. Jedenfalls noch nicht so ausführlich. Trotzdem so eine Chiffre auch drin ist. Ja, und dann ja, sozusagen, ne, sozusagen jetzt hier mit dem Zeug hier, okay, halt. Da also war dafür missbraucht mich ja der Filterraum ununterbrochen, ne? Das sagt er jedenfalls dauernd. Ja. Also, wenn ich mich anfange zu bedanken, dass er mir hilft oder dass er mitdenkt oder wir dann auch noch so einen schönen Schnack dabei haben und so, nicht? Und dann sagt er, ist alles nur Evaluation. Ja, ja, genau. Ich bin immer auch das dringend für meine Geschäftskontakte. Bei der Arbeit. Ja, genau. Und sozusagen, jetzt ist klar, okay, ich weiß jetzt, wie ich diese Oberflächen so, ne? Ich hatte das vorher schon mal gebastelt, aber nochmal in Ruhe durchgeguckt, wie funktioniert das und wie ist das, ne? Und noch ein bisschen Video nochmal geguckt und dann halt so nochmal angeordnet. Und deswegen entsteht hier so viel Zeug gerade. Ja, das sieht aber schon, das sieht schon alles geil aus. Die Birgit ist ja auch, die finde ich toll, dass sie da auch einfach so das nochmal in so Übersichten dann die Medien nochmal mit reinnimmt und dann ihr es zuschreibt und so, ne? Es gibt von Ballard, oh, wie spricht er sich? Ballard, gibt es eine Science-Fiction-Geschichte, Kristallwelt. Und total faszinierend, das ganze Buch eigentlich. Und dann das jetzt hiermit zu verknüpfen, das ist direkt lohnender als das mit der religiösen Komponente, wobei das auch bei ihm religiöse Komponenten hat. Dass sozusagen die Welt auf einer für uns nicht erreichbaren Materie-Ebene oder fängt an, sich also sozusagen zu verhärten, auszukristallisieren und Zeitkristalle zu bilden und dann gerät immer mehr in diese Kristallisierung, breitet sich immer mehr aus und schließlich dann denken Leute, es ist die höhere Intelligenz und lassen sich selber dann darauf ein und so. Das ist aber voll deterministisch, ne? Voll deterministisch. Auch wenn es komplex ist, ist aber deterministisch. Das, was hier jetzt diese Bilder hier.
Nee, mit diesem Denken, dass sich alles irgendwie auskristallisiert zu irgendwas. Was ich da jetzt gesagt habe. Ja, der Philosophie mancher, mit der Ziel sozusagen, wohin irgendwas treibt, ne? Als ob man da. Wenn ich da jetzt drauf antworte, fange ich ja schon an auszukristallisieren. Ich glaube, das ist gefährlich. Es muss fluide bleiben. Aber auf ganz lange Sicht ist eh alles Eisen. Das ist alles Energie, Eisen. Materie und Information. Ja, Entropie und hin und her und alles wird Ja, irgendwie fällt zu genau. Sternen und das Aber stabilste Material ist Eisen. Also das, wenn das Universum eine gewisse Statik hat und nicht wieder zusammengeknüllt wird, dann ist am Ende Eisen. hart wie ja, und selbst Kupfstahl. das ist noch zu warm und wird also entropisch sich, also das ist ja das Verwimmern, also dieses Auseinandertreiben und dann immer weniger Energie und dann zerfällt letztendlich alles entropisch zu nichts. So, und das ist ja auch eigentlich sind alle Weltendemodelle laufen darauf hinaus, dass dann am Ende nichts ist. Ob sich das nun verwimmert oder zurück in den Urknall fällt oder mit einem Big Crunch heißt das, glaube ich, also mit einem plötzlich zurückfällt auf die Nullsumme, die es auch ist und so weiter, da hat man alles. So. Ja, aber Mann, ey, da ist jetzt ein Moment der Andacht angesagt. Was? Was? Ach, jetzt erkenne ich es auch mal. Du hast da ein Pattern dir ins Bild gebaut. Weil vorne war so ganz kurz, hattest du den Arm hoch oder irgendwas? Und bei mir im Auge war nur, hä, was ist denn das für ein Shirt? Das ist der virtuelle oder auch künstliche oder KI-blinde Fleck sozusagen. Habe ich den Andreas gestern oder mal habe ich ihn wieder beleidigt im Privatgespräch. Habe ich gesagt, guck Echt? mal, ich habe so Videos gesehen, so von so Gartengestaltern und was weiß ich. Und die machen da so Formen und dann gießen die ja Beton rein, dann machen die da die Wege mit, ne? Mit so verschiedenen Formen. Da habe ich gesagt, da ist so ein Pattern, da mache ich mal hier so ein bisschen Strecke bei mir im Garten. Tu mir die mit Beton so ausgießen. Aus Pattern. Dann laufe ich auf Pattern, den Pattern genau. darum. So Quatsch da. Aber das ist ja für mich einfach nur wunderbarer Denkstoff oder so. Das ist also die Beleidigung mag ich ja. Also da lohnt es sich ja. So. Aber das stimmt, also ich habe tatsächlich eine architektonische Vorstellung, wo die Pattern Gewölbe, wie Mosaike, sozusagen Gewölbe auskleiden und dass dann eben die Gemeinden oder Religionsgemeinschaften, also ich dachte gerade auch eben an Moscheen meinetwegen, ihre grafischen Muster auf diese Pattern bringen und die dann eben ungruppierbar bleiben, nicht? Also sozusagen irgendwie virtuell, indem sie, meinetwegen könnte es ja auch elektronische Minitafeln in dem Shape sein und dann ändert sich das ständig, so dass also mal tauchen die Weisheiten vollständig, mal gar nicht. Also so ist im Grunde so eine Art Museum von Babel, nicht? Wo also ständig, nicht? Aber es kann auch schon total schön sein, wenn also diese Ornamentik vom Islam gekreuzt wird mit dieser individualisierenden Form der Pattern und so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein interessantes Projekt wäre. Also sowohl mit dem Formmaterial als auch mit dem auch mit der sozialen Gemeinschaft und den Gelehrten zusammenzuarbeiten, ne? Kennt ihr das bei Batman? Wo die, ich glaube, bei Batman ist das. Da stehen die mit so einem Scheinwerfer so auf so einem Wolkenkratzer. Und dann kommt dieser riesen Scheinwerfer, und der hat so das Batman-Logo irgendwie. Und dann strahlen die das so in den Himmel. Ne? Dass die Wolken Bettwolken sind. Das Gestern habe ich einen Pattern süßen so. Film mit einer Hauptperson Emmy gesehen und die hat dann eine virtuelle oder eine Beziehung über Handy, wo die sich immer mehr annähern und das ist unglaublich süß. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Film. Auf jeden Fall ein Moment ist,
Er hat also eben zu Silvester Raketen geschenkt gekriegt, die er nicht gebraucht, verbraucht hat. Und dann schickt er ihr, sie soll mal auf den höchsten Punkt ihres Hauses gehen Ah. und dann mal in eine bestimmte Richtung gehen, gucken, ne, und dabei ein bestimmtes Lied hören. Genau dann, ne? So, sie dann eben hoch, 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 nicht? Und stellt sich dann und Kopfhörer auf und macht sich das dann, macht das vom Handy die Musik. Und in dem Moment ganz in der Ferne, nicht, sieht sie dann da sozusagen so ein einzelnes Feuerwerk zur Unzeit von einem der höheren Häuser da. Und das ist natürlich total, das ist natürlich so ein Geschenk, ne? Ich kenne Und das, aber schön. das geht ja noch. Man kann das auch irgendwie mal, als ich ein Telefonat mit La Palma irgendwie hatte. Ich sag, pass auf, guck mal jetzt auf den Mond, weil da war der auch und ich auch. Dann treffen sich unsere Blicke. Ah. Das ist auch ein Das ist interessanter auch gut. Moment. Das ist wirklich ein interessanter Moment, weil das ja passiert Ja, dann. Ne? es passiert Ein und man muss sich. bisschen spiegelt sich ja das Licht vom Mond auch in meinen Augen und wird wieder zurückgeworfen. Ja. Also ist es Und wirklich wenig, ist ja. es wirklich ganz, ganz Nein, nein, wenig. nein, ja, nee, Das aber ist es, richtig, aber der also wenig Gedanke ist ist kein gut. Argument, ne? Ja, aber Und der Umweg ist schön. also man muss als erstes denken, also umdenken, weil man sonst treffen sich die Blicke ja auf direktem Weg, ne? Sozusagen von Tischkante zu Tischkante oder wie auch immer über Gleise hinweg auf dem Bahnhof. Und da ist jetzt so, dass die Blicke sich, dass sich die Blickrichtungen treffen, also die Sichtachsen, Ja, ne? und es ist ja Und sozusagen dann dieses, ja. hat eben sozusagen so dieses Moment, dass du dich im Auge des anderen spiegelst, ne? Das wird an der Stelle nochmal verlängert, ne? Und direkt nochmal über die Bande gespielt, ne? So, das ist wow, es ist wirklich abenteuerlich schön. Man muss allerdings diesen Gedankenumweg wirklich verschiedene Weise machen und dann entdeckt man erst, was da gesagt wurde, ne? Das ist aber nur selektive Wahrnehmung. Ja, Genau. und dann habe ich die eben. Alles selektiv. Das Das ist ist leider, leider, aber es tut ist mir sozusagen, leid, hört das sich ist nicht wirklich ja an. gerade Und das vor allen Dingen Gute. ist es ja dann in dem Moment, es ist ja schneller als das Telefonat selbst, ne? Sozusagen, weil es ja mit Lichtgeschwindigkeit sozusagen und diese ganze Ja. Umsetzerei und so weiter. Und ich weiß nicht, wie weit der Mond weg ist, Also ich aber. nehme hier nur Rauschen wahr. Bitte? Ich nehme hier nur Rauschen wahr. Wenn ich in den Mond blicke, dann nehme ich nur Rauschen wahr. Das liegt ja, Ja. musst du mal mit der Brille was machen. Da muss man so Fantasie dann Man irgendwie muss. haben oder was noch. Naja, man muss das sozusagen so als Scharfmacher betrachten, ne? Ach so. Also man muss die Scharfmacherei Abstraktion, also dass man sagt, das muss man einen gewissen Abstraktionsgrad muss man beibehalten und so, ne? Ich weiß nicht mehr, wo der Unterschied Und zwischen das dann konkretisieren. konkret und abstrakt, also da tue ich mich immer schwerer mit. Eigentlich. Das Eigentliche ist das Eigentliche, genau. Genau. Ja. Ich Ach will das Mann, jetzt. ey. Ich will das jetzt wissen. Erklär es mir so, dass ich verstehe. Das geht nicht. Also meine beiden Nebenschauplätze, Lemmifikation und Adornos Jargon, die sind im Augenblick, aber das tut mir immer richtig, also sie sind so ein bisschen verloren, ne? Und eigentlich doch nicht, weil sie sind, also es ist im Grunde so virtuell wie dieser Blick zum Mond, der dann sich mit anderen trifft. Eigentlich muss man sogar denken, das fällt mir ein, in dem Moment gucken viele zum Mond, ne? Und das macht die Unschärfe aus, ne? Also du denkst, also der eine, mit Rauschen, ne? dem du Dieses tatsächlich Rauschen, ja. verabredet bist, ne? Sozusagen, ist in Gefahr, mit den Ja. Blicken all derer zu Genau. verrauschen, die gar Deshalb nicht sage ich halt, du wissen, musst dass das du selektiv musst auch, wahrnehmen können, ne? musst filtern, ne, Das können. ist natürlich, Ja, ist aber da muss auch. wie beim Ist aber Hören, ne? spannend. Wie beim Das, Hören, dass man dann sagt, man filtert das mal raus. genau. Aber Ja. es ist Gibt man wirklich sehr, sehr schon. dünn, was ankommt. Es ist sehr, sehr dünn. Also in dem Film gibt es auch die Situation, dass die beiden sich geschworen haben, eben nicht nacheinander zu suchen.
Und dann werden sie natürlich doch neugierig und dann sagt er wäre dann und dann in dem und dem belebten Lokal. Und sie könnten sich da ja dann treffen, ohne dass sie natürlich wissen, wie sie aussehen. Und dann fragen sie sich nachher, ob sie sich wohl erkannt haben, weil er behauptet, ich werde dich erkennen, ne? Und das ist so, und das ist dann auch so ein Spiel, was mit dieser Unschärfe, jeder könnte es sein, ne? So. Und dann selektierst du und dann denkst du, jemand ist es, aber das kann genau die große Enttäuschung überhaupt sein oder so, nicht? Also, oder Das beziehungsweise. ist ja genau wie bei den Quanten, also morphogenetischen Verschränkungen, ne? Also das Lokal als morphogenetisches Feld von Identifikation. Nee, von so Übersprüngen, ne? So von Verschränkungen Ja, du praktisch. Auch so springst eine immer von Art einem. Also der Witz Verschränkung, nachher wie ist eben, dass Dämonen, sie sind sich auch so eine tatsächlich gesehen Verschränkung. haben, Ne? aber sie haben es nicht geglaubt. So. Nora Tschirner hat die Hauptrolle, also die spielt die Protagonistin. Das heißt In übrigens einer bei den. wunderbaren, ernsten Rolle. Aber ich kann doch die Die Verbindung humorvolle, trotzdem ernste Rolle. wiederherstellen, weil das bei den Quanten nennt sich ja nicht lokale Effekte. Ja, Wenn das die ist sich ja da das. im Diese Lokal getroffen Verschränkung haben, so über so Riesen. wenn die Ja, sich im Lokal genau. getroffen haben und ja doch nicht, ist ein nicht lokaler Effekt. Der Film hört auch genau auf in einem dieser virtuellen Grenzmomente. Also zum Schluss stehen sie sich tatsächlich gegenüber in dem Moment, wo er abreist nach ins Ausland, also nach den Kontinent verlässt, eben auch um sie zu verlassen. Und in dem Moment wird aber sozusagen ihre Liebe offenbar, aber in dem und dann hält der Film an und lässt es im Virtuellen. Man weiß dann nicht, was sie jetzt mit sich vielleicht anfangen oder so weiter. Also es ist ein wirklich schöner, gut durchdachter, sehr humorvoller und sehr ernster Film, nicht? Also manchmal hat man diese wirklichen Schmuckstücke und der Humor, der um diese Frau herum entstanden ist, der ist auch die Körperlichkeit, Umgang mit Nacktheit, das ist alles in dem Film brillant, für mich jedenfalls gelöst, nicht? Also die ganze Zeit habe ich das genossen, war aber mit der Erwartung hingegangen, ach, das ist so eine deutsche Komödie, blablabla. Nein, war es nicht, ne? So. Es gibt ganz weniges. Es gibt auch Familienfilme, die total gut sind. Naja, dafür muss man aber mit der Verwandtschaft ziemlich viele Filme durchlitten haben, um diese. Und den muss man sich auch jetzt ganz lange merken, ne? Der ist in die Annalen eingegangen. Matze guckt nur ZDF und Welt TV bestimmt den ganzen Tag. Zwischendurch Ja, dann parallel es läuft. noch. Also hinten habe ich so einen Fernseher und manchmal mache ich auch Linearfernsehen an. Heute vielleicht noch mal um irgendwie Maisberger oder so. Aber ansonsten Aber du Mediathek, aber guckst das echt ist. diese seichten Dinger, ne, suchst Nee. nicht. Nee, ich gucke, wenn ich Fernsehen gucke, sozusagen, ist es nur diese Nachrichten oder diese scheiß Talkshows. Die, aber die, ich gucke die nicht, ne, sondern die, ich höre die. Ja, du hörst Die die, ne? laufen Ja, genau. und wenn dann aber Das stimmt, das so, mache ich auch oft. ja, weil lohnt sich auch nicht hinzugucken, ne? Außer weil man merkt, wenn die in Wallung geraten, und dann kann man in der Mediathek ja kurz zurückspringen, gucken, und bei mir ist ja dann immer so. Ach Gottchen, komm, die Szene kannst du mal auf Twitter posten, ne? Und dann schnappe Genau. ich mir die deswegen vielleicht noch. Ja. Mache ich das manchmal. Also ich nerv meine Verwandtschaft ja damit, dass ich ständig diese Schulfunksendung gucke, ne? Also irgendwie so also Telekolleg. Der Andreas guckt morgens ab 6 Uhr Sehr gut. Naja, eher so. Ansonsten gucke ich relativ viel, lasse ich laufen, österreichisches Fernsehen. Echt? Nee. Was denn? Also, wer ist der? Nee, ich lasse Servus. wirklich Servus. nee, nee, Gott, ja, also das kann man auch mal gucken, ne, weil da Skobel, sind, also nee, Skobel ist ist gut, der. nee, aber ich habe das Das Österreicher, Dreisat dann, ja. OE24, also das ist ja eher so ein, wie Bild-Zeitung, also die sind an der Stelle, wo Bild-TV vielleicht mal irgendwann hinkommt, ne, Ohne in so TV. ein konservatives, Jubiläum. sag ich mal, so,
ich nenne es mal so rechtsoffenes Programm, ne? Wo halt jeder sozusagen dann, also fast jeder, den Sellner hatten sie auch mal da, sind sie aber vorsichtig geworden, den da nochmal einzuladen und so weiter, obwohl sie damit natürlich höchste Quote hatten. Und das aber so die Geschichte, und weil das war eine Zeit lang, und ab und zu gucke ich da halt immer nochmal wieder rein, jetzt sind die Themen ein bisschen weiter weg, weil die waren Corona-technisch 2 Wochen vor uns, 2 bis 3 Wochen. Also es war immer so relativ stabil, und deswegen konnte man da immer gucken, ja, mal sehen, was sie als nächstes machen, weil das ist denn bei uns auch, oder wie sich das da entwickelt. Und Ich gucke gerne, ja, Entschuldigung, nee, mach du. konnte unser Zeug auch, ich habe es einfach, war mir zu viel, immer zu viel und immer das gleiche Zeug, und dann habe ich mir da lieber die Sachen angeguckt, bisschen in die Zukunft geguckt. Also ich gucke gerne Archäologie, zum Beispiel Venus von Willendorf oder so. Und das ist ganz schön, weil die, also ich lese ja dennoch viel, aber dadurch kriegst du immer so, ach, guck mal, das ist inzwischen angelangt oder so. Oder man merkt alle auf einmal, aha, der Dampfer fährt inzwischen in eine andere Richtung, wenn die aktuell gehalten sind, nicht die, und ja, und dann eben, also Naturwissenschaften, alles Mögliche oder also das, ich meine, das ist gleichzeitig für mich, ist das irgendwie Unterhaltung, und ich mag halt eben nicht so Dauermusik zu hören, und Nein, das ist auch voll, höre ich ich auch nicht mehr. finde das immer ganz schön, wenn dann so gesprochen wird und ich dann so nebenbei, also das hindert mich auch nicht an was anderes zu denken, aber das ist so auch die Bildwelten, wobei das eben auch Terra Nova, heißt das Terra Nova oder Terra Terra X. X, Terra X. Also die Soundtracks sind, empfinde ich, als aufdringlich. Die werden nur durch Doctor Who Soundtrack überboten, oder? Bildungsfeindlich. Also es grauenvoll, nicht? Ist für den Also Schulunterricht freigegeben. Doctor Who. Nein, Terra. Ja, auch. Terra X. Auch, ne? Terra Terra X. X ist für den Schulunterricht empfohlen. Ja, ist doch schön. Von Also. Stiftung Warentest. Genau. Das ist ja das Bildungstestzentrum vom Bild Stiftung Warentest. Ja, es ist so ein bisschen wie wenn man amerikanische, so sozusagen populäre Wissenschaft und so liest, nicht? Also die sind ja total redundant und PM habe ich früher gelesen sind als Kind. Oh mit ja, ganz komischen Metaphern reicht. unterwegs und so, Eine und kurze Phase, aber. ja, aber das, ich glaube, das ist so, also nach der Wende war auch so PM. Mensch, das ist, ne, auch immer so, es hatte ja diesen wissenschaftlichen Touch. Ja. Und den hat man auch so ein bisschen, also ich jedenfalls, so ein bisschen ernst genommen, bis man dann irgendwann, aber du dann irgendwann gar nicht mehr gelesen, aber wenn man dann da jetzt reinguckt und so. Also seit Das meiner war Jugend habe ich noch. mich von Kosmos über Bild der Wissenschaft nach Da war ich auch danach, Spektrum Bild der Wissenschaft und hoch Spektrum. gearbeitet, ne? Ja. Und dann habe ich dann Zeit lang lief im Deutschlandfunk die Wissenschaftssendung so, dass das immer irgendwie so wie so Institutsnachrichten war. Und das fand ich toll, weil da sozusagen aus dieser Praxis, also haben die da berichtet und Ja, das IDW Online Mühen, heute. Mühen der Ebenen und Ja, so, was macht ne? IDW Online? Die haben IDW Online, schön, finde okay. ich, sind zwar so Pressemeldungen eigentlich aus der Wissenschaft, aber für so grob so ein bisschen zu hören, mal so reinzuschnuppern, was sie Während da die, ja, fabrizieren. genau, das, Ist schon ich hole mir interessant. das nochmal bei dir gleich. Also die anderen haben eben diese Prächtigkeit jetzt gewonnen, ne? Die wollen da nicht mehr einfach sozusagen Wissenschaft, wie sie lebt und lebt, nämlich also auch relativ bescheiden und so. Das wollen sie nicht, die wollen das jetzt, irgendwie ist das aufgepeppt, ne? Und das macht es sofort. Ist genau wie hier in Lüneburg gab es ein wunderschönes, wie eine Wunderkammer organisiertes Naturkundemuseum. Sachhaltig, okay, alles gut und auch didaktisch anheimelnd von Leuten gemacht, die man also als Anwalt schneidige Wissenschaftler, sagen wir so. Und das ist jetzt in eine Schaubude der gängigen Didaktiken umgewandelt worden, ne? Es ist einfach schrecklich, ne? Und weißt du, um an Leute zu kommen, machen sie Modenschauen. So, ne? Also, es ist so scheiße.
Und ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Das tollste Schmuckstück, was dieses Museum hat, nicht, das ist die Ebstdorfer Weltkarte, ein Klon. Ne? Weil das gibt es inzwischen, ich glaube, fünfmal, weil es ist im Wind, die haben es im Weltkrieg, haben sie es nach Hannover gebracht, um es dort sicher zu haben, wo es natürlich prompt von der Bombe getroffen worden ist. Und hatten aber so viel sehr hochklassiges Material über diese Karte, dass sie sie rekonstruieren konnten. Haben sie gleich mehrere Male gemacht. Aber das finde ich extrem modern, ne? Und man könnte mit dieser Karte, wer weiß, was erreichen, philosophisch und wissenschaftlich und auch sogar populär Lüneburg Leute hinlocken, ne? So, nein, das macht man nicht. Das ist irgendwie weg, ne? Also selbst da, wo ich ja eigentlich auch nicht hinfolgen würde, nicht? Aber das ganze Versponnene dieses alten Museums, ne? Mit all den Bezügen, die dadurch entstehen, dass die Gegenstände sich gegenseitig anatmen und Atmosphäre machen, ne? Das ist weg. Da ist jetzt einfach nur ein Glaskasten mit ganz viel Distanz zwischen den Objekten, damit man sie wie im schlechten Kräutergarten hier ein Pflänzchen, ein Schild, da ein Pflänzchen, ein Schild, ne? So fürchterlich. Ne? Also das soll sozusagen wissenschaftliche Ökologie sein? Nein, das ist überhaupt gar nicht richtig. Ne? Ja, und Kann man die dazwischen. Objekte, kann man die Objekte leichter austauschen, wenn sie keine Beziehung haben? Ja, Also es spielt ja keine Rolle, was da steht. genau. Und dazwischen irren die Museumsdidaktiker rum und ticken nicht richtig wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt, also wenn das jetzt unter dem Stichwort Lüne. Dann bin ich aber sowieso. Aber ich bin hier, ich komme hier eh nicht vor, nicht wirklich. Also von daher ist egal. Lüneburg. Lüneburg, 50 Kilometer von der Heide. Na gut, aber das Thema, das machen wir jetzt hier. Klammer zu, Punkt. Intelligente Kunst. Intelligent. Intelligenz. Intel. Intelligente. Aber Eigen. Was? Ente. Ente IG Kunst. Ente. Wie heißt das? IG ist doch IG Metall. IG, was heißt IG? IG Farben. Interessengemeinschaft. Ja, Interessen IG Farben. oder Interessengemeinschaft und Industriegewerkschaft, die beiden Industrie. Übersetzungen fallen mir so ein. Ja, Industriegewerkschaft Metall, genau. Industriegewerkschaft Ente. IG Ente. Ja, und zwar Intel. Also von Intel die IG Ente. Ja. Ja. Ah, der Font ist schön, oder? Ich finde den Ja. Font schön. Oh. Ich habe den schönsten Fond sowieso für meine Webseite. Nee, der ist schöner, Andreas. Nein. Aber er ist schön. Ich habe Sag mal, keinen was ist das denn ordentlichen. für einer? Du hast keinen? Ich habe keinen ordentlichen Font-Viewer. Windows ist auch so. In Fondsviewer, Photoshop ist irgendwie doof, die Schriftenauswahl. Also ich habe hier bestimmt 500, 600 Schriften, die sammeln sich einfach so an. Weil wenn ich manchmal so Nachbauten mache von Logos oder irgendeine Zeitung und weiß ich was, die Bundesregierung, da gibt es ja auch dann die Bundesregierung zum Beispiel Bundesserif und Bundessans gibt es. Beiden Schriftarten, die findet man dann auch über Web. Die haben die ja dann im Web für ihre Überschriften und das kann man dann wieder, diese Webfonts wieder umwandeln lassen in TrueType und sowas alles. Und deswegen sammeln sich die ganzen Sachen an. Oder wenn ich hier irgendwie Psycho, ne, oder irgendeinen Film, dann gibt es die ganzen Schriften und deswegen ist so viel. Und dann, ja, und es gibt irgendwie, hat keiner irgendwie eine Datenbank sozusagen hinten dran, wo er mal sagt, ich gruppiere die mal automatisch, weil ich gruppiere die nicht, ne? Ich könnte ja nicht mal richtig Ja, genau. verschlagworten. So, aber das wäre halt schön, wenn da jemand mal herkommen würde und sagen würde, ja, also Photoshop oder so, und sagen würde, ich kenne die doch alle, ne? Also, wir kennen die doch. Und ich packe die im Hintergrund und wenn der Name der Schrift auftaucht, dann weiß ich die Metadaten dazu, sodass ich so ein bisschen mehr surfen könnte, ne? Stilistiken und so weiter. Aber das ist, wenn du hier nur so Eine eine. Zeit lang habe ich da auch immer ordentlich Bücher zugelesen. Ist auch alles jetzt im Humus, also ich weiß nichts Wie viel Spezielles mehr, hat aber Google Font? Wie groß ist denn da die Library? Also ich nehme bei eigentlich mir nur noch die. 3000. Nee, Google Font nehme ich einfach nur. Also. Google Fonts. Google Fonts. Keine Die Ahnung. anbieten. Das Ja.
Jetzt fängt mein Telefon an zu labern, weil das ein Google-Telefon ist. Google. Was? Genau. Halt die Klappe. Das versteht's vielleicht. Jetzt werde ich hier verklagt von der automatisierten Gewerkschaft irgendwie. Hm. Bei Siri oder wie der heißt, da angeschrien habe. Nee, Google Fonts. Wie viel gibt es denn da? Da gibt es ja etliche. Ja. Ich hätte mal, ich hätte einmal, und zwar das CD, also das von 2001 von dem Film. Mhm. Ja. Und da ist die 2000. Es gibt so, ganz, ganz, ganz viele. Mikrogramma heißt das. Ganz, ganz viele, die das falsch haben. Mhm. Nämlich, diese bei der 2000 ist keine 0, da kommt ein O hin. Mach mal Beispiel. Bitte? Achso, ich kann nochmal zeigen. Alter. Aber das ist Mikrogramma, glaube ich, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Futura. Suchst du dann immer nach dem Original und kaufst das oder nimmst ich, du dann immer. Ich eine, krieg, ich habe, also ja, irgendwann, ja. Irgendwann habe ich die. Um es mal so zu sagen. Also. Ich habe sie für, ne, als Leihgabe mir dann besorgt. Aber ich benutze das ja nicht kommerziell, so den ganzen. Warte mal, 2001, Odyssee im Weltraum. Bilder. Hier, falsch. Ach, das ist ja. Falsch, alles falsch, alles falsch, alles falsch. Das ist Helvetica. Falsch, wir haben heute falsch, den Tag, wo man immer sagt falsch. Hatte ich eben auch diese. So, und irgendwo falsch, ist es auch mal falsch, 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 falsch. Frechheiten, nur Frechheiten hier die ganze Zeit, ne? Wir müssen noch mal was Richtiges finden. Weil das wurde richtig betrachtet, also ich habe es richtig, Abhandlungen quasi drüber. Hier, absolut hier und hier ist es richtig, das ist richtig. So muss es aussehen. Ja, ja. Das Moderna oder so heißt die im Google Font. Also Futura. Komfort. Also ich glaube, es ist Futura, meiner Erinnerung nach. Es ist wirklich ganz was Grades. Also ist ja. So. Google Font Comforter. Mhm. Mhm. Das ist wirklich. Also ich denke ja immer, wenn ich so diese Filme, was haben die für ein Glück gehabt, da die passende Schrift zu finden. Und, aber das muss man sich mal vorstellen. Hier werden, das sind ja hier CD-Cover, eins am anderen, ne? Hm. Die werden hier gebastelt. Und warum? Ja, da tippt einer, denkt, ist eine Zahl vom. Ja, warum wird da nicht mal fünf Minuten investiert und mal gegoogelt oder was auch immer, die sind ja vielleicht teilweise ja auch viel älter, aber da guckt man nochmal nach, wie ist es, wie hat es im Film ausgesehen und dann findet man das. Ja, und das liegt daran, dass die immer denken, reicht ja. Hm. Also interessiert nicht es wirklich. Reicht ja im Regelfall aus. Die Leute aber wissen schon, was gemeint ist. Ja. Ne? Aber ich hatte ja hier so eine Szene mal gebaut mit so einem Baby da und dieser Spritze. Und das hatte auch so eine Anmutung im Sinne von schwarz drumherum und hinten angeleuchtet und so halbtransparent und so weiter. Und da wollte ich halt einen Schriftzug drauf haben und da war dann auch, war eine Null mit bei, also musste ich hier mal gucken. Aber wenn du das jetzt hier mal anguckst, was durch diese beiden O's oder meistens durch diese beiden Kreise erreicht wird, das ist gegenüber den anderen mit den Nullen, ne? Ist das eine Weite, ein Abstand, ne? Und sozusagen zwei Tunnel, die sich eröffnen und. Ne? Man kann also damit wirklich arbeiten und es sind trotzdem immer noch Nullen. So. Mhm. Und gleichzeitig ist dieses Fremde drin, wo ich mal sage, die sprechen in der Zukunft natürlich eine völlig andere Sprache und benutzen andere Zeichen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es sozusagen irgendwie so eine Interferenz mit uns. Also es ist niemals dasselbe, ne? Und das ist da auch mit drin. Und also ich finde das ganz klasse, wie die durch diese andere Schreibweise das öffnen, ne? So. Und dann kommt also nach den beiden runden Formen, ne, kommt also der Trennstrich, dann Doppelpunkt, dann das A, ne? Also ich finde das so schön. Das ist so richtig so schön. Hier hatte ich es gemacht. 2020 Earth Odyssey. Das ist natürlich voll hier querdenkermäßig, aber. Wieso? Na, spritz in Embryo rein. Ja, ja. Nee, das ist doch gar nicht. Also. Ja, gut. Du musst das. Nein.
raus. Ja, das habe ich auch irgendwo gepostet. Extrahieren. Das heißt also, es ist, also man kann es ja noch gemeiner machen und dadurch kriegt man dann diesen SF-Gedanken. Das ist nochmal. Ja, Das hier ist natürlich nochmal mit auch, Ut mit eigentlich. Uterus irgendwie. Ja, aber Hier der auch so mal so als eine. Polster ist natürlich, da, das ist Ja. natürlich auch irgendwie so. Wenn Naja. der Embryo so weit ist, dass er oben auf dem Uterus sozusagen Ja. spazieren geht, ne, Was oder ich gerade oben. sehe, der müsste eigentlich roter sein. Röter. Röter, ja, Also, stimmt. weil von Nee, innen das sieht ja, halt. die Spritze muss ein bisschen rot haben, sodass man weiß, wo das Blut geblieben ist. Ja, an anderen Stellen hatte ich jetzt auch ein bisschen Glühen drumherum. Mal gucken, irgendwie da. Oder Das war ein. Rotflüssigkeit oder eine andere Flüssigkeit. Also irgendwie. Irgendein Redshift. Ich habe verschiedene, auch verschiedene Programme benutzt, um das zu machen. Hier ist jetzt nochmal mit. Da ist es ein bisschen roter. Und hier ist Warte ein mal, ich habe auch Glühen, hier ist was so ein gegoogelt. Glühen drauf. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt schnell Ups. finde. Habe Ich ich habe das nicht auch jetzt was ausgemacht? Ja, Hübsches. mach du mal. Ja, Das nee, ist lass hier mal, ich muss das. suchen. Ich muss suchen. Warte, dann mache ich Das nochmal an. ist in. Ja, witzig, ja, es ist in Hier ist es nochmal. Hier ist nochmal mit Stromnetz. Glühen. Genau, so. Das war die finale Version. Weil ich habe noch Rauschen drauf gegeben und Zeug. Und hier nochmal Partikel, die im Raum sind. Warte mal, ich bin jetzt erstmal Und wirklich genau, und ich hatte 2021, weil in ich dachte mir dann doch, Arbeit. okay, ja, beide Nullen wären schön, aber Zeit. Pandemie kam erst Objektiv. 2021. Ist meine. Seismografen muss ja sein. Stubnitz. Stubnitz, genau. Da habe ich Die gute die andere Stubnitz. verwechselt. Da. Kennst du die? Warte, jetzt muss ich hier bei mir ausmachen Ah. und du musst anmachen. Okay. Ich muss anmachen. Die Stubnitz kenne ich, wir haben da mal gespielt. Ah, okay. Ich habe da mal eine Ausstellung gemacht. Ganz schrecklich, also für Musiker erstmal diese ganze Schlepperei. Also, weil du musst ja hoch, wieder rein in den Bauch. Soundcheck, katastrophal, weil wenn keine Leute drin sind, klingt das natürlich wie in der Blechbüchse. Also ist es überhaupt gar kein richtiger Soundcheck vollziehbar, weil wenn keine Leute, ist es wie eine, ist die reine Echokammer. So. Ja. Kommt nur zurück und eigentlich Quatsch, eigentlich kannst du nur sagen, fangt mal an zu spielen, ne, macht mal so grob eure Lautstärken und dann beim ersten Titel ist egal, dann mischen wir das hin. So läuft das dann ab. So, wenn Leute drin sind. Und das hängt ja dann auch davon ab, wie viele Leute drin sind. Bei uns war es jetzt nicht brechend voll. Und da musst du dann immer gucken, dass du dann kannst, musst du ein bisschen leiser machen halt, ne? Wahnsinnige Bassboxen, die wir hatten, also als ich da war. Ja. Also, Rammstein hat er auch mal gespielt. Hinterher hatten die Leute, die da alle außen raus, am Schiff rauskamen, alles schwarze Na hier aus den Nasen, alles schwarz. Echt? Weil die den ganzen Ruß eingeatmet haben. Die haben So, da jetzt drin mal. richtig ihr Feuer gemacht. Da. Also irgendwo, ich muss das Univers. Ah, hier ist es. Das ist das, ne? Und zwar geht es darum, wie ist Raumfahrt eigentlich, ne? So. Und das ist ja immer so dieses einsame Schiff durch riesige Weiten, da da da, ne? So. Aber der Eisprung funktioniert ja so, dass also eine ganze Wolke von wichtigen Unterstützungsmaterial, ne? Also anderen Raumschiffen, Material, was man nicht lagern will, aber trotzdem braucht oder auf der Reise. Das wird also, man wird sozusagen in Wolken reisen, ne? Sozusagen, nicht? Und der Eisprung macht sein vor, ne? Das ist so dieser Punkt, ne? Die Flüssigkeit, mit der die Eiblase gefüllt ist, fließt heraus, zusammen mit Millionen von Zellen. Das ist eine Fotomontage, die ich aus diesem einen Schwangerschaftsbuch gemacht habe. Das ist nicht, da findet man nicht zusammen, ne? Die kostbarste Fracht der Eiblase ist das Umgeben von einem Schwarm tausender von Zellen, die für das Milieu und die Nährstoffversorgung des Eis verantwortlich sind. Ne? Und dann kommt das hier mit meinem Aufbau mit der Stubnitz, nicht was ich da gemacht habe. Das war draußen. Ach. Nee, das ist nur das Dach Also, sozusagen. ach, Es gibt drinnen war das zwei, noch mit diesem riesen Kegel da es irgendwie, gibt aber mit schon den oben. Loten, ja. Ja.
Also von hier oben, das ist ein Vorschlag, damit haben die ihre Last gelöscht, also ihre Fische rausgeholt und an Land gebracht. Und hier hängt also ein Lot an einem Stahlseil, also ein richtig riesiges Lot, in den Schiffsrumpf rein. Und das ergibt dann so eine Relativbewegung zwischen Schiffsrumpf, der sich bewegt, und dem Pendel, also oder eben dem, nicht? Und da das ja nicht offen bleiben konnte, habe ich dann eben hier diese Konstruktion. Das ist jetzt als Konzeptentwurf noch, ne? Und da habe ich die, und dann hier oben ist eine Lampe drin, so dass es von hier oben auch richtig schön reinscheint. Und hier natürlich diese Pyramiden, die aus LKW-Planen sind. Da habe ich ein Stipendium für gekriegt, dass man das kaufen konnte. Und also ich habe ganz viel, die Stunde jetzt hat unglaublich malocht für dieses Ding, und bin da ja spröde nie wieder gewesen. Dann also, weil mich das Schicksal einfach anders getrieben hat, nicht umhergetrieben hat. Und hier sieht man also Ja, wir waren diesen, so 3, 4 Jahre vorher, nicht? sozusagen da mal irgendwie. Es war lustig, Muss wir mal hatten ja dann, gucken. gab es auch, war ja Catering auch, und sie nannten es so vegetarische Fischsuppe. Gab's. Sowas. Immerhin, damals Damals. schon vegetarisch. Experimentell. Ja, ich glaube, wir hatten auch einen, so Ah der so ja. auf vegetarisch, Das ist also schon nicht das da streng, aber. oben. Also so ein Kahn war das. Und das, wo ich war, waren hier diese beiden Luken hier vorne, ne? Ja. Und dann gab es dieses, das war aber irgendwie eigenartigerweise, sendet hier das Ohr, diese, und das ist aber ein Empfänger, das Ohr. 2000, das war kurz vorm 2000, nee. Warte Vorm mal, was hatte ich Irak, denn? vorm Nee, da war Irakkrieg. der Krieg Doch. noch nicht zu erkennen. Doch, vorm Irakkrieg war das. Ja, vor, aber sozusagen die Friedenstauben waren wie intendiert. Nee, wir hatten gerade den Kosovo-Krieg, ne? Zweiten Irakkrieg, ne? Der erste war ja noch viel früher. Also die mussten hier diese Luke auch freiräumen. Das war, also da war so eine Kammer eingebaut. Das ist das Seil. Das ist Nele, als sie ganz jung noch war. Meine Tochter, das war hier die typische, Oh, übliche. keine Ja, Ne? geil. Ich weiß nicht, das ist hier der Blo, der Chef von Skanze. War aber irgendwie kollektiv, aber das war, ja, war das. Und das, da hängt also, diese Pyramiden hängen hier senkrecht runter und werden, sind in Arbeit. So schon auch selber tolle Plastiken. Und hier so die ganze Hilfe, die ich gekriegt habe, dann diese Dinger hochzuziehen. So sah das dann in Wirklichkeit aus. So, da kommt das runter. Da wird Salz, da sind wir dabei, Salz einzufüllen. Also ein Becken war mit Salzwasser und eins war mit Salz. Das war eine Spende von K&I, also von der Salzindustrie. Extra mit denen verhandelt. Die waren aber ganz freudig. Die mochten Das das. war einer froh, dass das Foto nicht weiter nach links gezeigt Eindeutig. Was man hier aber sieht, ist sozusagen, das ist hier sozusagen die in diese, also die, das ist auch eine Meisterleistung, weil da ist ja keine gerade Linie an so einem Schiff, ne? Und das dann sozusagen waagerecht, so dass es also nicht überläuft und so da reinzubauen. Und dann geht es hier aber direkt runter in die nächsten Decks runter, ne? Also es ist Ach direkt Gott. hoch, ne? Ja. Und also das musste auch, ich habe dann hier diese Abdeckplatten hier hingelagert, damit nicht aus Versehen da jemand reinstolpert, aber hätte natürlich passieren können. Eigentlich hätte man, wer weiß, was machen müssen, nicht? Also ist aber dann, haben wir einfach so gemacht trotzdem. Und da liegt es. Damals So war haben noch wir es mehr dann gemacht. Risiko, ne? Ja. Das war spannend, ne? Und hier ist Ja. sozusagen, hier ist der Teich, ne? Hier liegt es über dem Wasser. Das sollte natürlich ausglühen, und das war so die Eröffnung. Da habe ich das angestoßen und aus einer relativ Ach, chaotischen jetzt. Form Okay, ist das ja. sozusagen. Ne? Das heißt so richtig, also mit Gewicht und wie schwer? Ah, konnte man kaum tragen. Also 40 Kilo oder was. Also Eieiei, und das dann, ließ das sich ist kaum natürlich packen. interessant, ja. Und das hat ewig gekreist. Ne? Ewig. Cool. Und dann, wenn man dann, ich bin natürlich dabei geblieben, oder auch etliche, ne? Und wenn es dann sozusagen aus dem Unregelmäßigen und in das Regelmäßige und dann wieder ins Unregelmäßige kommt. Der Moment, ne? Das ist da, wo dann plötzlich Schiff und Lot in so eine gemeinsame Relation kommen, ne?
Das eine ist noch angetrieben und so, da läuft es sein eigen, macht es seinen eigenen Turn. Da kann man noch viel drüber nachdenken. Ne? Und hier ist es sozusagen angekommen. Jetzt dieses hier macht es hier nur so eine ganz kleine Bewegung. Da müsste ja jetzt Videos von haben, ne? Aber macht es nicht eigentlich, weil es ja oben am Punkt aufgehangen ist? Na gut, nee, es macht ja im Raum, wenn das Schiff sich bewegt, macht es ja im Raum Bewegung, ne? Die Spitze ja. oben. Genau. Also die, also die, da, also ja, aber es ist wirklich so, wie du sagst, es ist komplex, weil da oben wirken ja auch Windkräfte, ne? Und das liegt ja im Hafen, also eigentlich still, ne? Aber der Hafen, das Wasser im Hafen ist trotzdem bewegt. Und dann aber, wenn jetzt das Schiff meinetwegen Wasser umpumpt, was es ab und zu machen muss, um nicht ins Außengleichgewicht zu kommen, dann verlagert es sich auch wieder. Also es ist eine ganz komplexe Bewegung, aber da sind die Gezeiten mit drin, da sind Stürme mit drin, da ist auch das Tanzen mit drin, also vor, das ist ja Hinterdeck und Vorderdeck und hinten ist ja die Disco. Sagen wir mal, Disco ist unverschämt, also der Konzertbetrieb. Da ist auch schon ja. Disco, ja. Ja, und ganz, ganz viele hoch engagierte Leute, die da auch teilweise ein, zwei Jahre einfach bleiben, ne? Also die Geschichte erzähle ich jetzt nicht alles, nicht? Also hier unten ist die Druckerei, nicht? Also bei dem anderen ist was anderes drunter, glaube ich. Und ja, hier ist das. Du siehst, wie massiv das Seil sein muss, ne? Es ist jetzt also nicht irgendwie so Kinderspiel. Ja, es ist jetzt schwer zu erkennen, wie groß, wie dick das ist irgendwie. Also es sind halt so aber, Zentimeter. Ja. Ah, ja. Rot angestrichen, nicht? Und hier. Nicht schlecht. Da ist es auf der anderen Seite. Ja, das ist meine wichtigste Großplastik sozusagen. Die andere ist im Planetarium gewesen. Und dann haben sie überall Bildschirme aufgehängt, nicht? Also auch vorne, dass man das sehen kann. Und 2000? Im Jahr 2000? Ja. Was haben wir das? So, weiß nicht, wann kamen die großen Fernseher, Bildschirme? Das sind waren Plasmabildschirme, waren das irgendwie so. Ja. Super teure Dinger. Ja, also damals war das ja noch Wunderwerk. Und ja, und dann auch haben sie gefilmt und also es war schon für die auch. Und dann ist das ja also in Rostock an Querelen gescheitert. Also die haben ja immer gestruggelt mit Rostock gehabt. Und dann aber haben sie die Ausstellung mitgenommen nach Brügge. Das war damals Kulturhauptstadt Europas, sodass ich sagen kann, Kulturhauptstadt Europas war ich bei. Ne? Also, so. Und, aber auf der Documenta 64 nicht. Ja, aber auf einer Documenta war ich auch dabei als Zaungast. So, und dann diese Karteikarten, die ihr da jetzt hier ihr eben gesehen habt, die waren dann eben auch da. Hatte ich also speziell aufgehängt, sodass man die auch um das Ganze herum, ne, lesen konnte. Was auch dann gemacht worden ist, das war ganz schön. Also es kam von vorne aus diesem Lärm, aus diesem Gedröhne, kamen immer wieder Leute und atmeten dann so auf. Dann war hier was still und dann haben die da plötzlich das entdeckt. Ich habe da ja dann irgendwo gesessen, habe dann auch nachgedacht und beobachtet. Und dann auf einmal wurden die total leicht. Die standen dann da, ne? Und sind in diese Bewegung reingegangen, ne? Die man zunächst gar nicht so für wichtig hält. Und dann ist ihnen das aufgegangen. Und das waren so richtig bezaubernde Momente, nicht? Also wo ich dann auch ganz glücklich war und so. Ja, das ist auch so eine wirklich, das müsste ich auch mal nochmal in eine Art von Veröffentlichung bringen. Das ist wirklich ganz ausgefuchste Bilder. Jetzt stand da 2002 drauf. Wo jetzt? Auf dem einen, also wir hatten jetzt, vorhin war das eine Konzeptentwurf 2000. Ja. Genau. Und das zu bauen hat 3 Jahre gedauert, glaube ich. Alles klar. Dann passen die Friedenstauben auch eher. Also ich habe gerade überlegt, woher kommen jetzt diese doch eher relativ plakativen Friedenstauben? Mm-hmm. Nee, das ist, also geht wirklich über so eine Geschichte und also nimmt auch vieles auf. Und damals schon, da habe ich, also das Ende ist, da war ich auf diese Wissenschaftler gestoßen, die über Pfade, ne, forschen. Und das gab damals, war das dieses Moment, also wo habe ich das nur aufgegabelt? Auf jeden Fall, dass die um Neubauten, also von Mietshäusern, nicht mehr einfach sozusagen auf dem Reißbrett die Wege machen, sondern irgendwie einsäen, warten, wo die Leute die Pfade machen und dort pflastern. Mhm. Mhm.
als eine sozusagen hyperdemokratische Art, den Bedürfnissen der Leute zu entsprechen. Ne? Ich habe das erst so toll gefunden und dann merkte ich auf einmal, das gibt's ja, das ist so wahnsinnig, das ist ja sozusagen eine Diktatur von Statistik und Masse, die gar nicht mehr eigenartige Gänge erlaubt, eigenartigen Gängen erlaubt, sozusagen sich durchzusetzen. Sondern du kannst natürlich, wer weiß, wo lang laufen, aber das geht natürlich sofort, wird das sozusagen als Quantité négligeable wird das weggerechnet, ne? So, Aber das das ist hast du so. doch, die Alternative der Diktatur der Masse, also die ja sich das für sich optimiert, wo geht sie lang, ne, wo bildet sie ihre Pfade, versus Diktatur des Architekten. Ja, Das ist ja die Wahl. aber nehmen wir mal an, Matrix auch so. diese Parks in Frankreich, wo die Treppen und sozusagen so eine Art von Selbstdarstellung, nicht? Dass also eben dieses, oder in der Gegend von Görlitz, ne? Wo du sozusagen die Landschaft wird zum Bildungskanon, ne? So, das sind Dinge, die entstehen nicht dadurch, dass die Menge das so gerade mal sich erläuft, ne? Sondern dadurch, dass bestimmte Leute einfach solche Impulse setzen. Und das ist also auf jeden Fall, ich kann das noch nicht, vielleicht habe ich es auch noch nicht verarbeitet, ich finde es als total bedrohlich, ne? Also jedenfalls habe ich das da irgendwie so auch ausgedrückt, habe ich aber noch nicht wirklich zu Ende gedacht oder geschrieben oder gestaltet, ne? Ja, hier ist es dann auf dem Bildschirm und hier sind sie dabei, das ist jetzt in Brügge. Das Schiff, da wirft man nicht den Motor an, wenn man das Schiff verlagern will, dann zieht man es an den Pollern an Land mit den Winden hier weiter. Ne? So, das war dann da. Das ist das Letzte jetzt auch. Ja, guck dir das mal an, was ich hier auch mal schon gemacht habe. Witzig, ne? Genau. Also alle Register Und kaputt. dann kam der Krieg. Und dann kam, ja, das ist tatsächlich, also und mein Vater starb, ne? Das ist Ja. auch noch mit da drin. Also das ist so ein ganzer Block Karteikarten. Ja, habe ich aber auch als PDF. Ich weiß nicht, ob ich es sogar schon irgendwie irgendwo eingestellt habe, bei Academia oder so. Naja, mal gucken. Oh Mann, ich habe so viele Sachen. Das jetzt Anekdoten oder Meilensteine? Das ist ein Meilenstein Das ist ein gewesen. Meilenstein, aber ganz sicher. Also mehr, ich bin da mit Naivität rein und mit gehobener Naivität wieder raus. Also. Mit so großen Sachen kann man auch nicht so viele von machen. Oder man hat einen Riesenbetrieb, ne? Ja, und das war auch Selbstausbeutung, nicht? Also was habe ich da an Geld reingestopft? Teilweise wiedergekriegt, teilweise eben nicht. Ich war ganz oft in Rostock und so, also alles auf eigene Kosten. Und ja, so ist das halt. Nee, ja, das gibt's halt. Ich habe da, also ich meine, es gab ja das Planetarium, es gab die Ruine der Künste, es gab in Minden das Fort C. Also ich hatte immer so Dinger, ne? Also ich mochte große Situationen. Oder mag ich eigentlich immer noch große Situationen. Und im Grunde ist das Internet auch so eine Sache, ich betrachte das ja nicht als allein aus der Perspektive der Bildschirmintimität, ne, sondern es ist ja eben ganz klar, nicht? Also es ist eben eine unübersehbare Struktur. Oder gibt ja Leute, die das dann so in diese Bäume rechnen oder so. Das gibt's ja auch. Also so von daher, und weil auf die Stubnitz war so, Seismografen heißt das Projekt, weil ich dachte ja, okay, das ist ein sozialer Seismograf, da passiert unheimlich viel, auch in der Auseinandersetzung mit der Stadt und die Leute, die da drauf sind, die haben alle komplexe Geschichten und so. Und dann habe ich gedacht, irgendwie Seismograf und dann ist es auf einmal so geworden, dass ich dachte, ja, da muss ich so einen physikalischen Seismografen zutun, nicht? Und dann ist da aus diesem Nachdenken das gekommen. Und den ersten Entwurf haben sie allerdings abgelehnt. Da hatte ich irgendwie geschrieben, also ich habe zwei Entwürfe gleichzeitig geschickt. Der erste war, das Schiff hat es so schwer und immer wenn man mit Leuten vom Schiff redet oder Leuten, die das Schiff kennen, dann heißt es immer, wie bedroht die Stubnitz ist und was sie wieder für Tricks genutzt hat, um zu überleben. Und also dann müsste man es ihr doch einfach leichter machen. Dann habe ich gedacht, am einfachsten ist, wir machen das Schiff wärmer.
dann geht es, erweitert sich das Volumen, ne? Und dadurch schwimmt es ein bisschen besser, ne? Und dann habe ich gedacht, dass ich irgendwie so Gasflammen rings um das Schiff herum, sozusagen auf das Schiff, nicht überall Gasflammen, ne? Die das Schiff zum Glühen bringen und so, nicht? Und ja, das fanden sie dann eben nicht ganz Also nachhaltig oder so. was? Aber ich glaube, damit hatte ich da auch schon was gewonnen und danach hatte ich die Aufmerksamkeit für das Zweite, ne? Das war ja auch nach dem Rammstein-Konzert, wenn ich das zeitlich richtig einstufe. Ich, du. Weil, wenn du da mit Gasflammen dann kommst, dann werden sie daran auch gedacht haben. Ich weiß, ich bin ja musikalisch so naiv und uninformiert. Rammstein, vielleicht, dass ich es mal gehört hatte. Ich bin Was? da bis heute. Ja, das ist So ist eben, du es, musst finde mit das einem schon in total Ordnung. dummen Menschen, der Also das ich gucke alles. da immer, also ich finde da immer so witzig, wenn so einer sagt, ja, da gibt es heute so eine in der Doku da, von der Documenta 64, sagt dann der renommierte Kunstkritiker, ja, man kann ja nicht mehr alle modernen Künstler im Überblick haben, bla bla. Ja, Wenn, schon dann gar nicht Rammstein. habe ich ein paar Namen aus der Doku, habe ich dann den ersten hochgelobten Künstler gegoogelt und dann stand da, ja, der ist heute eigentlich dann nicht mehr beachtet, was weiß ich was. Ja, So. gibt also hier, ich hatte ja Documenta Künstler in der Akademie auch, ne? So, und ja, Einmal die die waren schon nicht gefeierten schlecht, aber Künstlernamen aufschreiben. einer hat mich Gibt gekränkt, das bestimmt auch nehme so ich ihm bis ein. heute übel. Ich habe gedacht, das wieder. das müsste doch eigentlich so eine Übersicht geben, so eine Tabelle, wo die ganzen Dokumenten sind, ne? Dokumenta und die Ja. ganzen Künstler, die da teilgenommen haben. Ist auch nicht anders als The Voice of Germany. Ist das haargenau Ja, aber dasselbe? jetzt ist ja kollektiv das große Thema da, scheinbar. Das Kollektiv, oder was? Auf ein Dokumenta. Ja. Ich habe sie jetzt nicht groß irgendwie, sondern nur die Diskussion auf Twitter und heute war irgendwie wieder ein, oder gestern nochmal wieder ein Schub, ne? Mit dem, weiß nicht, BST oder wie heißen die? Die Er da, fragt mich nicht, ich war seit Jahren nicht mehr auf ja, der Documenta. diese Antisemitismus-Diskussion. Ich habe Ich die. Filterraum, du hast das vielleicht mitgekriegt? Auch die nicht. Gruppe heißt irgendwas mit, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit R. Das sind ja Zusammenstellungen wohl aus verschiedenen, unter anderem hauptsächlich Asien, glaube ich, ne? Ein 10-Mann-Kollektiv und vorher gab es halt immer einen Haupt-Hampelmann und der hat dann im Team natürlich auch organisiert. Und jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ist das was Neues? Ich kenne halt die Historie jetzt von den Dokumenten da auch nicht, wie Nein, da die die haben natürlich immer provoziert und Organisationsstrukturen immer waren. haben Leute rumgeschrien Ja. und immer Leute haben. Aber ich, weißt du, ich gehe ja dann irgendwo hin, wenn ich denke, dass ich da jetzt wesentliche Anstöße oder was zum Lernen habe. Und irgendwann habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass das so ist. Beziehungsweise ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich immer, wenn ich was wissen und lernen möchte, wende ich mich von der Kunst weg und gucke woanders hin. Und dann eben diese unglaubliche Menge an Info und man wandert da durch und könnte an jeder Stelle tagelang stehen, um drüber Ja, nachzudenken. aber ich Und würde mal das, schon erwarten, dass warum? man, Warum? was ist hier der Steinmeier, Matze, was hat der gesagt irgendwie? Hat sich beschwert, dass Künstler irgendwie was, Ja, und irgendwie lag er ja wohl nicht ganz völlig daneben dass die am provozieren Ende. oder was, hat er gesagt, oder? Ja, ich weiß gar nicht, das war, ja, ich habe das auch nicht ganz genau mitverfolgt. Am Ende ist es aber übergegangen hier jetzt für mich, aus meiner Wahrnehmung, ohne es genau in so eine Antisemitismus-Diskussion und jetzt sind da auch Bilder aufgetaucht, die sie heute abgehängt haben. Aha. Also, ne, jüdische Verzerrungen und so weiter und so. Und deswegen war das so ein bisschen, was heißt bisschen? Und na gut, jetzt ist Twitter immer ein schlechter Maßstab, um zu Ach, die gucken, hängen ob ein immer Thema ab. irgendwie, Immer. ne? Ja. Und das ist aber das sozusagen wie halt, aber ansonsten, keine Ahnung. So, Oder haben die sich den. irgendwie beschwert, dass keine Israelis oder keine Juden explizit? Wenn es Keine gegen Ahnung. Khomeini geht, da wird also jede blöde Karikatur verteidigt und man verteidigt das Das Abendland stimmt allerdings, ja. und Ja, so und dann hast ich du hatte noch gedacht, und ich wollte es aber nicht tun hier mit der oh. Jesus-Sequenz da, ne? Von dir, Matze.
Da wollte ich dich noch animieren, mach doch mal ein bisschen mit Mohammed, dann tun wir das mal. Ja, genau, wollen wir mal gucken, dann wie das ankommt. Ja. Sagen wir den Leuten also, mal, wo du wohnst. Hör mal. Ja, genau. Pass bloß auf, dass du nicht unversehens alle Religionen gleichzeitig. Wir dürfen Jesus so verunglimpfen, wie wir wollen. Aber ich. Und am schlimmsten ist, wenn du die Wirtschaft, wie die Wissenschaft verärgerst. Zum Beispiel, weil du kleine runde Küchen futterst. Aber ich. Ich denke dabei sozusagen, wenn ich diese Sachen mache und sozusagen mich über Religion im Sinne von, ich denke da, wenn es sozusagen die Kritik ist, immer nur an die Amtskirche. Also so, weil Religion, ja, das ist in Ordnung. Sondern die Leute dann, guck mal, die Leute sind Milliarden Leute, das ist doch gut, wenn die in der Kirche sind, sich da treffen, aber, ne, und gemeinsam an was glauben, da eine schöne Zeit haben, friedlich sind, wichtig. Dann ist das gut. Weil in der Zeit, wo die das machen, machen sie keinen Unsinn. Das ist mein Gedanke dabei. Das ist nun mal, wenn da irgendwo steht hier, was das ist nicht mehr sicher. Ja, das kommt ja noch dazu, aber sozusagen in der Masse oder vom Grundansatz her. Ne? So, also sie haben aber, die Verklemmtheit der 50er Jahre, haben die derartig intensiv bis heute durchgezogen, ne? Ja. Dass sie also massenhaft entsprechend unterirdisch, subkutan, wie auch immer, den Kindern an die Wäsche gegangen sind. Ne? Das muss man sich auch einmal vorstellen. Das war damals schon offensichtlich. Das wusste jeder. Nicht? Also da gab es Bücher drüber, nicht? Also Ranke Heimermann und wie heißt der heute noch predigt? Name der Rose. Der Name fällt mir nicht ein. Hat ein Buch über den Krieg geschrieben, was ich für skandalos gehalten habe. Aber Ranke Heinemann war schon eine. So, ja, okay, also der in Paderborn, ne, der. Und auf jeden Fall, dass diese Struktur sich hält und hält und hält und unter dem heftigen Ansturm, der jetzt ist, ne, immer zwar wackelt, bröselt, Risse kriegt, aber von Rom her immer noch gestützt ist und so etwas nicht. Also ich finde, da ist. Ich habe wieder ganz Kapitalismus auch, ne? Wie das überhaupt funktioniert, obwohl die Leute wissen, ist scheiße, trotzdem läuft es, ne? Aber Kirche läuft ja nicht. Das hat ja dauernd weglaufende Zahlen, die Frauen werden langsam wach. Ja, das klar, ist also Europa ist auch am Ende und die Welt ist am Ende wegen Klimakatastrophe. Ja. Heiligenschein. Die ganze Welt geht den Bach runter, glaube ich. Ich will nichts davon hören. Ey. Die ganze Welt geht den Bach runter. Ich bin raus. Na, bei uns schrumpft ja wenigstens die Bevölkerung. Das ist ja gut. Aber. Also, ja, da hast du aber nicht mit den Katholen gerechnet. Also die, wenn die loslegen, ja, also die waren ja mal dafür berüchtigt. Nein, ich war ja Kathole und von daher bin ich ja auch in viele Sachen betroffen und fand nicht das Lebensgefühl klasse, was ich damals mit den Katholen hatte. Ja. Und das will ich jetzt aber auch nicht ausführen. Aber ja, auch ich möchte mich keiner Religion anvertrauen. Und wenn die mit den Juden ankommen, dann sage ich, also Leute, ich bin aus den Religionen raus und ich möchte da jetzt nicht weiter mit drüber reden. Den Rest habe ich also schon als Abiturient intensiv studiert, von der Machtergreifung, Holocaust, alles. Ich war in Auschwitz, ich war und so weiter, aber ich möchte viele Sachen davon einfach nicht mehr geboten kriegen. Ich bin betroffen. Ne? Und so, und das will ich jetzt nicht noch und noch und noch und noch mal konsumieren müssen, nicht so, und das drüber nachdenken tue ich eh. Also, na, und dann ist das dasselbe, ist das mit der katholischen Kirche, über bestimmte Sachen bin ich da einfach raus. Ich erkenne, habe zu viele Déjà-vus und so viel auch Déjà-vus von sozusagen aktuell modernen Christen, die dann immer irgendwie noch eine Möglichkeit finden, dabei zu bleiben, wo ich dann auch denke, warum schützen die Gläubigen, die dann meinetwegen an Jesus Christus glauben wollen, schützen die dann noch diese Institution? Warum und so? Also ist alles, ich gehe da schon auf so ein plattes Niveau runter, nicht? Also ich verteidige immer noch gegen blödes Party-Rumgelaber, verteidige ich noch eben das Christentum, weil die sind ja viel raffinierter und viel und die haben ja auch vieles an der europäischen säkularen Welt mit hervorgebracht. Das ist ja nicht so, dass das sozusagen
alles nur gegen die Kirche war, sondern auch draußen herausgeboren wurde. In der Na gut, Kunst. okay. Was haben die für Kunst gemacht und für die Bildung und die Wohlfahrt? Ja, genau. Und da kann man eben ja sagen, man kann sagen, aber. Größte Bildungsträger weltweit ist die katholische Kirche. Oh, ist so. Ja. Ja, vielleicht. Da muss man ja auch wissen, nicht wissen. Also, obwohl jetzt, ich kriege ja, also in der Timeline habe ich ja diese eine Frau, die sehr intensiv über die rechten Religiösen, ultrarechten Religiösen in Amerika recherchiert und schreibt und gegen anpredigt. Das finde ich ganz, wie heißt die, Annika? Ja, ich Ja. hatte. Ich finde die faszinierend. Für mich ist nur so, wie hält man das aus? Auch hier Kasmudde und gibt ja verschiedene, die gegen diese extremen Rechten überhaupt forschen. Wie hält man das aus diesem Gegenstand? Ne? Ich meine, ich würde irgendwann so wahnsinnig werden. Ich würde das nicht aushalten. Ich würde nicht aushalten, diese ganzen schlimmen Winkelzüge der totalitären Fantasie, die da herrscht, also immer wieder neu zu durchleuchten und wieder noch Steine gegen anzuwerfen und also ich weiß nicht was. Ja, Das ist man ist ja eine da, Ohnmachtsgeste. Amerika, man ist ja da mal hingekommen, wo man jetzt ist oder dann vielleicht auch irgendwann war. Annika Brockschmidt heißt die. Ja, genau, Brock Schmidt. Und weil, also die hatte da auch so eine Diskussion irgendwie von wegen, ja, war sie denn in der Zeit überhaupt in Amerika? Nee, die forscht, die liest Literatur und so. Das war auch ein bisschen seltsam. Da ist aber, dass die sich da so wieder das, die Gefahr besteht, dass sie sich das wieder wegnehmen, sozusagen diese Sachen, die sich über Jahrzehnte erkämpft haben, ne? Ja. Dass sie sich da selber wieder rauskatapultieren, weil um da wieder rein, was, und es braucht keinen Donald Trump an der Regierung, ne? Um das trotzdem Nee, zu machen. nee, genau. Mann, Mann, Also Mann. wenn so weit, also scheint ja die Republikaner scheinen ja von dem Mist aus verschiedenen Seiten her durchseucht zu sein, so, ne? Das also von der Tea Party her, von den alten Rechten her, von Trump her und von den rechten Christen her. Das sind vier große Strömungen, die sich da auf einmal bei den Republikanern versammeln. Nicht? Jedenfalls so ist das Bild. Und es gibt wahrscheinlich total viele normale, also irgendwie so, es gibt auch normale CDU-Mitglieder und so, aber das. Besorgte Bürger. Aber was dann auch auffällig ist, auf der einen Seite diese Wirkmächtigkeit der, ne, rechten Republikaner und wie auch immer, die da, oder ich sag mal, erzkonservativ, ne, Leute, und auf der anderen Seite medial, aber wieder eher, also ich sag mal, Fox News und so, die gibt's, Fox News ist natürlich auch groß, aber alle anderen, CBS und MSNBC, CNN und so weiter, medial ergibt sich ein anderes sozusagen, ne? Ist irgendwie ein ganz anderes Amerika, als wenn du auf dem Boden gelandet bist und da irgendwie mal dann, und diese Diskrepanz, die sich da so aufmacht, das ist halt für eine Gesellschaft so dieses, dass das Also es halt so, interessiert ja, das ist, seitdem es wahlentscheidend ist, ne, dass es so viele sind, ja, die und was für mich erstaunlich ist, warum spaltet das relativ genau alles immer in der Mitte? Also, weißt du, in der Hälfte der Gesellschaft. Also, warum ist das sozusagen so ein Gleichgewicht, dass sich so einpendelt, dass es in der Mitte, dass die eine Hälfte der Gesellschaft, es könnte ja auch 30 und 60 sein, ne, die ganze Zeit. So, kommst nicht drüber und so. Nee, aber jetzt pendelt das da direkt in der Mitte. Und deswegen werden auch selbst kleinste Bewegungen, also auch dieses, die Russen haben die Wahl beeinflusst. Das wäre überhaupt keine Frage, selbst wenn die genau das gemacht hätten, was sie gemacht haben, wenn wir ein Ergebnis 70-30 gehabt hätten für Clinton. Man kann das vielleicht umgekehrt sehen, dass man sagt, das ist das, also die Situation ist eben, oder das taucht auf in dem Moment, wo das 50-50 ist, nicht? Also, dass eben diese, dass es, oder nein,
ich habe das Gefühl, dass die eine Hälfte schon weiß, dass sie obsolet sind, ne? Und jetzt also jetzt nutzen sie ja im Grunde die Argumentationsformen von links. Also im Grunde sind das ja auch radikale Konstruktivisten, die uns jetzt erzählen, dass also man die Wahrheit eben konstruieren, umkonstruieren kann, dass man Geschichte sozusagen neu deuten kann, dann eben jetzt diesmal in ihrem Sinne. Und haben jetzt im Grunde haben sie gelernt, das, was also von liberaler Seite also ja, jahrzehntelang auf sie auch runtergehagelt ist, nicht? Also um sozusagen die liberalen Handlungsanweisungen zu manifestieren, so, nicht? Also das, und auf einmal machen die das auch. Und das hat auf einmal einen total verfremdenden Aspekt, Effekt auf die bisherigen, die Herren dieser Deutungsmuster, ne? Und in dem Moment, wo die also 50-50 werden, ist eben nicht mehr entschieden, lässt sich nicht mehr entscheiden, welches von diesen beiden Anwendungen, ne? Weil sie auf der gleichen argumentativen Ebene plötzlich sind, ne? Jetzt hast du auf einmal, die einen haben bitter Unrecht und die anderen haben aber auch in einer gewissen Weise verspielt, ne? So, und jetzt auf einmal haben wir die braucht es was anderes, was Neues. Und das ist irgendwie noch nicht da. Und an der Stelle ist sehen die anderen die Chance, dass es zurückgeht, ne? So, dass sie es wieder zurückholen können. Ich sehe jedenfalls, ich habe da keinen Gedanken, also ich bin ja jetzt nicht tief drin, aber der mir begegnet ist, wo ich denke, oh, das ist vielleicht also was für die nächsten 100 Jahre oder so, ne? Das ist immer sozusagen zurück Da zu ist ein wollen, ihre Mama, wie Hegel. die Mama früher war und Hegels sowas, ne? Dialektik ist auch alt, aber trotzdem nicht doof, oder was? Ja, deswegen, weil du ja mit einer dialektischen Gedankenkonstruktion heute auch weiterkommen kannst. Es ist ja nicht so, dass du auf verlorenem Posten stehst, wenn du Hegel anwendest, ne? Sozusagen im Gegenteil, aber wenn du sozusagen deren Strukturen oder deren Art anwendest, nicht, dann landest du, ich meine, bei Evolutionsfeindlichkeit, ne? So, dann hast du auf einmal also ein Schöpferbild mittendrin im Biologieunterricht und sowas alles, nicht? Kreuze über Das Zimmertüren hängen. Ja. ersetzt ja nicht also die Evolutionstheorie, ne? So, also wenn es das, also es knabbert an dem, dass Wissenschaft eben nie ganz dogmatisch sein kann, weil sie eben diese radikale Befragungsmöglichkeit zulassen muss, ne? So, Ja. ne? Ja, gut, also Falsifikation und ja, Papa. genau. Und das können die ja nun gar nicht ab, nicht, dass man also sich ihnen falsifizierend nähert. Aber ja, ich weiß nicht. Gut. Ja, das macht mir Angst. Also mir macht das echt Angst. Ich habe mich aus Wieso? das ja, war, wieso? Wenn Was das um macht dir sich Angst? greift, dann habe ich Was? mit all Was? den Kirchenerscheinungen wieder zu tun, diesen, dann läuft das wieder auf den Menschen ohne Alternative raus, wie Kolakowski gesagt hätte. Und man ist wieder in den alten Katechismus auswendig lernen, Beicht und wie auch immer Ritualen drin und Schlimmeres, Kanon, nicht? es muss im Kanon sein. Nicht? Also gut. Noch lebe ich und Was? genieße meine Freiheit. Ja, mal gucken. Also, ich auch so sozusagen, ist ja die Frage, welche chaotischen Zustände man noch erlebt. Ne? Jetzt bin ich 50 irgendwie, okay, mal gucken, wie alt wird man denn so? Und so das Klimakaos und so weiter. Da noch mit zu erleben, mal gucken in den nächsten 20, 30 Jahren, aber was für mich sozusagen die zeitnahe Geschichte ist, in den nächsten 5 bis 10 Jahren gucken, ob wir irgendwann lernen, mit den sozialen Medien umzugehen, ob das die totale Verwerfung wird und wenn man dann halt die klassischen Medien in Deutschland spielen die ja alle noch eine Rolle. Das ist ja in Amerika ganz anders. Das ist ja ganz anders. Das ist, wer,
wenn hier bei uns 8 Millionen Leute die Tagesschau gucken, das macht CNN in 2 Wochen nicht so viel Zuschauer anteilig mit ihren Sachen. Das Ich guckt, muss kurz auf Toilette. ja, es guckt einfach keiner. Und deswegen verlagert sich immer mehr Kommunikation sozusagen in die und Wissens oder Nachrichten Erfahrung ja, in die sozialen Medien. Und da wird dran rumgefummelt. Von jedem. Würde ich auch machen, wenn ich einen Staat zu organisieren hätte. Wenn du einen Staat zu organisieren hättest, das Ja, also im Sinne von, wenn ich mal den Bösen spiele und ich sage, ich mache mal so Geheimdienste, das ist was so ein Riesen, ein Riesen. Sims 8 oder Ist was? doch ein geiles Experimentierfeld. Jeder Ja. Staat, der nicht verrückt ist, Was haben so die da wie. Computersimulationen gebaut, die so Komplexitätsforscher wie Dörner oder hier Frederik Fester, ne, gibt es auch diese so Simulatoren, wo du irgendwie so Ökonomien, Anno Piepenbrink, 14 bla bla oder was. Ja, Also, aber es funktioniert doch nichts. was? Jedenfalls nicht auf lange Sicht. Oder jedenfalls nicht in der Genauigkeit. Da kommt ein komischer Effekt nebenher, nämlich so ein Krieg und alles ist durcheinander. Das hat der Dörner ja schon da in den 80er Jahren mit seinem Simulator da nachgewiesen eigentlich. Das ist gerade Manager, die dann auch da an die Maschine gelassen hat, in den Simulator, um irgendwie so eine Wirtschaft da nach gewissen Parametern zu steuern und sich entwickeln zu lassen, ne? Emergieren lassen, sage ich mal sozusagen. Ja, aber wenn einer in der Lage wäre, irgendwas vorherzusagen, dann hätten jetzt nicht so viele Leute Milliarden mit Bitcoins verloren. Wenn es irgendjemand gäbe, der das hätte vorausrechnen können. Alle können, jeder kann es schaffen, nur nicht alle. Ja. So, dann hätte man das ja so weit vorsimulieren können, dass man sagt, nee, das fangen wir erst gar nicht an. Ja, aber da muss ja dann auch, da sind ja nicht nur rationale, sondern auch politische und Macht Gründe, ne, die da mit Ja, aber reinspielen. das gehört ja dann mit Also, dazu zu so einer Simulation, dass man mal die Varianten ja, durchspielt. das ist da gar nicht möglich, kannst du gar nicht. Ja. Wie gesagt, und dann diese Seiteneffekte, die du halt nicht voraussagen kannst, sag ich mal, Jo. schmetterlingseffektmäßig, ne? Guck dir auch die Und Wettervorhersagen an, zum Beispiel, oh wie ja, die ich sind. hatte die Also. letzten Mittwoch oder Dienstag hatte ich geguckt, weil auch so, oh, hier Hitzewelle kommt. Stand bei mir drinne Schwerin, was ich war, 26 Grad am Samstag und 35 Grad am Sonntag. Und dann wieder am Montag wieder runter auf 25, 22 irgendwie. Also so ein starker Abfall. Nächsten Tag geguckt, dann war aus den 35 waren 30 geworden. Nächsten Tag geguckt, da waren zwei Wettermodelle und die Nachrichtenanbieter haben sich für eins entschieden. Also, ja. Also ich hatte das bei Kachelmann da mal so nachgelesen und das ist halt, die Wettermodelle irgendwann bewegten sich zum einen aufeinander zu. Ja. Ne, das muss ja so sein, je näher man an die Wirklichkeit kommt. Ja. Und das andere war hier wir hatten in Schwerin, hier war null Hitze. Also wir hatten hier, was ich, 25 Grad oder so. Ja. Also, was ich natürlich total angenehm fand, aber weil ich ja das auf die und ja, komplexes Zeug, ne? Obwohl überall Messpunkte sind. Ist genauso mit den Übersetzungen auch, ne? Ich meine, das ist ja so schon eine komplexe Sache. Wenn du siehst, auch wie Leute große Werke in Englisch und die werden dann in Deutsch übersetzt. 20 Jahre später kommt dann einer und tut sich da ran und tut es nochmal besser übersetzen, zum Beispiel, ne? Und da, was dann hier Google liefert, manchmal an Übersetzungen, naja. Spracherkennung, muss ich sagen, ist mittlerweile cool. Das muss man schon sagen. Das hat Ja, wirklich aber riesige, das ist also zu viel. wenn ich daran denke, also ich benutze es auch nicht viel, aber weil man auch, da muss man sich darauf einstellen, das muss man ein bisschen trainieren und aufnehmen, dass ich sage, bevor ich das tippe, das kann ich eigentlich auch sagen.
Ja, Und das ich mache ich bei könnte. WhatsApp manchmal. Da spreche ich das Ja. dann einfach rein und wird ein Text generiert. Genau. Und da kann man sich ja auch trainieren, wie Ja. Super gut. ein Arzt halt das Ding oder ein Rechtsanwalt ne, das Ja. Diktiergerät lernt Ja. zu benutzen und dann immer sicherer wird, darin auch die Satzzeichen und weiß ich was alles zu sprechen. Aber das ist bei mir auch nicht kultiviert. Aber wenn ich daran denke, wie man früher das Texterkennungssystem, wie lange man das trainieren musste, 20 Minuten Text sprechen und dann war die Erkennungsrate so lala. Und heute setze ich ran und geht. Ja. Das ist schon eine Nummer. Das ist schon cool. Wie gesagt, bei WhatsApp, da nutze ich das öfters mal. Ich auf am Mikro und spreche da rein, dann macht den Text raus. Genau, Windows, ich weiß gar nicht, wie Windows es macht, ob das lokal, dieses Cortana heißt das hier auch, ne, teilweise glaube ich. Das kann aber mehrere Sachen. Und da hatte ich auch mal so ein bisschen probiert und so und da sprichst du rein und dann kommt Das der ist Text überhaupt da auch so ein raus. Riesenthema hier mit den Assistenten, ne? Also technische Assistenten und so. Und dann, wenn du halt hier so eine App hast, du stehst irgendwo in der Kneipe, wir sagen Kunsttalk am Machen, hast du so eine App, Mikro nimmt alles mit und es leuchtet dann immer auf, wenn einer Scheiße labert. Ne? Rot, wirklich. Das ist falsch. Er hat Unsinn erzählt. Ja, was mir noch so ein bisschen fehlt, aber die Technik ist da, aber die Implementierung und die Anbietung des Dienstes, weil es doch relativ rechenintensiv ist, ist halt, wenn wir hier jetzt jemand Englischsprachiges einladen würden, dass der Englisch sprechen würde Ja. und das Ding halt nach 2 Minuten antrainieren seine Stimmlage hinkriegt und das ins Deutsch übersetzt und uns live übersetzt. Das würde ich so nochmal eine, ne, oder beliebige andere Sprachen. Das könnte nochmal so ein, da müsste man sich auch dran gewöhnen, weil es ja, muss ja immer ein bisschen warten, bis die Übersetzung und so weiter oder wie auch immer, wie man das dann macht, ne? Weil die Hauptstimme muss dann ja leise werden. Das müssen diese Systeme ja alles dann können, dass die Hauptstimme leise wird und die Übersetzungsstimme bei demjenigen dann ankommt, der auch sagt, ich möchte das alles in Deutsch hören oder in anderen Englisch. Wenn das mal soweit ist, dann mal gucken, ob das nochmal irgendwas kulturell verändert. Wenn, also die Deutschen sind ja auch mit ihrer Scheißsprache irgendwie, weißt du, wir sind ja auch hier im deutschsprachigen Raum, deswegen sind wir ja auch hier so altbackene Heinis, weil wir ja auch gar nicht international so ne, in der Masse unterwegs sind. Da brauchen wir einen Babelwurm für. Guck mal, sogar der Čiček kann Deutsch. Ne? Warum? Weil er den Hegel in Deutsch lesen wollte. Oder Marx, was weiß ich. Also ihr wisst ja, wie komplex das Problem der Übersetzung ist. Ja, da hat man ja gerade angesetzt, ja. Nicht? Und das jetzt einem Automaten zu überlassen und der Illusion zu frönen, dass das durch diese ganzen Wortfelder hindurch manövriert auf die richtige Weise, nur für jedes Wort, für jeden Satz, für jede Betonung, das also auch entsprechend kann. Wenn ich überlege, wie wahnsinnig gefährlich es ist, wenn du auf dem diplomatischen Parkett Dolmetscher bist, Synchrondolmetscher womöglich, dort also nicht aus Versehen eine zu scharfe oder eine zu weiche Betonung hineinzubringen, sodass also Masi, der Mann, sodass der eine Blitzkrieg, dann Blitzkrieg, Blitzkrieg, Blitzkrieg. der eine sofort sozusagen auf den roten Knopf drückt, nicht? Oder eben, ja, Putin sagt immer nur Blitzkrieg, ich Blitzkrieg. glaube, die feilen tatsächlich an Dokumenten erheblich, wenn je wichtiger die sind, um wirklich sicherzugehen, dass das, was da drin steht, beim anderen auch so ankommt, wie es auch gemeint ist, nicht? Aber das Problem ist ja Und schon das am ist, also ich Anfang der finde das total Kette. schwer. Die Leute, die da reden, die wissen ja auch nie so ganz genau, was sie erzählen. Ja, Ja. genau. Also von daher ist auch egal. Aber nein, ist eben nicht egal. Und das ist, ja, ich meine, das ist ja das gute Recht. Das ist ja auch gut, dass Sie es nicht genau wissen. Nicht so, wenn Sie es zu genau wissen, sind Sie auch beschränkt. Nicht so, auch bornierte Standpunkt. Ja, aber Ja. als Hilfe zum Beispiel, sag ich mal, wenn das möglichst synchron und so schlecht funktionieren die Sachen nicht. Also zum Beispiel bei Twitter, wenn du da so einen Space machst, da schreibt er den Text hin, ne? Also, ja, bei Skype ja auch.
So, und Ja. das ist dann natürlich so, okay, das ist dann in der Sprache, aber manchmal ist es sogar, wenn du den akustisch dann schlecht verstehst, ist manchmal das System da so irgendwie dann sogar besser. Und wenn man hier im Prinzip unterstützend, ich schalte ja beim Englischen dann an Vokabeln und das tun diese Systeme nicht. Ja. Ja, das ist natürlich, also das ist schon auch so, dass tatsächlich nutze ich also diesen Translator, um sozusagen bestimmte Worte erstmal überhaupt zu finden, und dann gehe ich also in ein Lexikon und gucke, was für ein Wortfeld das ist, nicht? Und das ist manchmal auch ganz schön, also was ich auch sehr gerne mache, ist in Etymologien reinzugucken, nicht? Dass sozusagen so die alten Bedeutungen, nicht? Also, dass Erde mal Sandbank hieß, ne? So, und dann hast du diese Sand drin, und dann hast du also auf einmal die Vorstellung, dass also das Weltall wie eine Sandbank ist, und dann hast du dann plötzlich einen anderen Begriff von Erde, weil dann kannst du das Heimatuniversum viel weiter deuten als eben nur nach irdischen Horizonten und so. Sandbank, das Also, war aber noch Flacherde ne? der Zeit, ne? Ne, weiß ich nicht, hat es denn die Flacherde, wusste Na, der. Sandbank, Bank ist jetzt wenig Kugel drin, ne? Da ist immer noch ist diese Seefahrtgeschichte ist da drin. Na, das ist sozusagen, Ach so, wo du dass du da halt. aufläufst. Und es ist drin, wie sich Materie bewegt, nicht? Also es ist also mal so, mal so. Und also das ist also Sandbank ist ja nichts Festes, wie hier jede Nordseeinsel erzählen kann, nicht? Also und so. Und das ist also all sowas. Und ich muss sagen, Jorfin oder so. Ja, Aber so Erde haben wir hieß ja auch in verschiedenen, ne? Das ist einmal der Planet als solcher, aber natürlich auch, das. wenn ich in der Erde grabe, hat man jetzt nicht das Gefühl, im Planeten zu graben, sondern konkret den Mutterboden da mal nach Regenwürmern zu Ah, das beschaffen. war schön. Mama, ich Ich habe gerade. blara, ich rat mal, ich grab mal die Erde um. Geh raus und grab mal im Planeten. Das ist schön. Papa, guck mal, hier geht's nach Australien. Ja, genau. Das Obwohl, es gibt könnte so einen auch ganz sein. komischen Film, da heißt das China-Syndrom. Und zwar ist Ja. die Theorie, Kernschmelze auf der einen Seite der Erde und der überhitzte, also Kernschmelze im Sinne Atomkraftwerk, und der überhitzte Kern schießt durch die Erde durch und kommt dann auf der anderen Seite wieder raus. Also Erdkerne, und das muss man alles vergessen, dass es sowas gibt und Metall und so. Nein, das geht dann durch und dann das Das China-Syndrom. weiß man ja auch alles nicht so genau, was da alles so ist. Metall hofft man, ne? Man kommt nur nicht ran. Ich habe mal ein Interview gehört mit einem Amerikaner, der sagte, also so ein Quatschölkrise, die Erde besteht aus Erdöl. Das war ja gut. Der hat so die Vorstellung, also wo man sie auch anpiekst, kommt Erdöl raus. Wieso? Ja. Klasse. Ja, also wir haben ja, man kommt nur schlecht ran. Also es ist halt, wenn du jetzt Energie bräuchtest im Sinne von Wärmetausch, lass uns ein Riesenloch in die Erde graben, wo unten die Lava ist, und lass uns die Hitze da nutzen. Das war's. Dann machen wir fünf Löcher auf der Erde und gut ist. Ich habe da einen Science-Fiction-Roman, wo die Spannungen innerhalb der Kontinente, also Kontinentaldriftspannungen, ausgebeutet werden, sozusagen, oder so, dass Krustenbewegungen und so Verformungen so Stimmt, das auch wäre indirekt, ne? So die innere indirekt, Bewegung genau. damit zu nutzen. Wobei ist natürlich immer die Frage, also ich habe mich ja gefreut, als dann die ersten Argumente kamen, die Windräder bremsen den Wind, ne? Ich hatte mal, Das du, war ich schon hatte das verrückt. letztens gerade gesagt. Ich sag, wenn man an einem engen Ort 100, also ich sag mal wirklich Größenordnung, 100 Millionen Windräder aufstellt, dann macht das was. Ja, Naja, klar. es ist wie Macht die Alpen. Chaos So Theorie da ungefähr. mal reicht ein. Ja. Also ja, genau, der Schmetterlingsflügel, Genau. genau, ist jetzt ein Windrad. Ja, auch gut, genau. Und Windrad aber ist jetzt so in Sachen Erdwärme, ne? Das heißt, du kühlst willentlich, ne, sozusagen den Planeten ab von dessen glutflüssigen Inneren du abhängig bist. Weil in dem Moment, wo die Erde erkaltet, nicht, gibt es keine Kontinentaldrift mehr, dann korrodieren oder erodieren die Kontinente. Dann hast du sozusagen ein flaches Überallmeer über einer flachen Überall-Sandbank. Ne? So, damit wären wir schon wieder bei dem Erde-Begriff von damals. Vielleicht läuft die Zeit auch ganz umgekehrt, also dass wir im Grunde denken, wir leben in die Zukunft, aber dabei leben wir in die Vergangenheit. Und
Damals, ne, damals, da als die Erde noch eine Sandbank war. So, gut. Und ja, Ich glaube, das die wäre Erde natürlich ist. doof. Du darfst nicht zu viel Wärme aus dem Erdkern entnehmen, weil du sonst also die Erde, die Planet, die Kontinentalsocke schnappst. Aber Plattentektonik stoppst. wir wollen ja auch nicht viel raus. Guck mal, das Ding ist da jetzt seit Ja, wie vielen noch am Milliarden, seit wie Anfang. vielen Milliarden Jahren und auf La Palma ballert da 2 Monate lang die Hitze raus, so viel Energie wie, weiß ich, wie viel, 10 Millionen Hiroshima-Bomben, wenn man das so umrechnen wollte. Ja, da sagt er, zuckt nicht. Also klar, wenn man das dann Die hochrechnet Erdlöcher auf die sind nur nächsten noch nicht 500 ein Millionen Jahre. Massenphänomen. Bitte? Die Erdlöcher sind nur noch nicht ein Massenphänomen. Ja, genau. So wie Erdöl haben wir ja aufgebraucht, da haben wir auch nicht gedacht. Also so viel Erdöl, da kann doch nichts mit. Ne? Aber So. das konnte man ja eher rechnen, dass das so nur vegetiert. Das ist Das ist ja nur. das ganze Ding ist ja heiß Das innen ist aber drinne. nur eine Spielwiese und die Zivilisation Das ist sollte nur so ein später Gedanke. ausbreiten im ganzen Universum. Ne? Ja, das. Spielwiese. Wir sollen da jetzt Fehler machen und so, und dann breitet sich die Zivilisation über die Trabanten erst und so, ne, die gebaut werden und so, breitet die sich im ganzen Universum aus. Das und Ja, erstmal Keimzelle sozusagen. gleich das ganze Universum hier. Die Milchstraße war ja schon mal. Das dauert Milchstraße natürlich zu ewig. erobern als Das dauert Menschheit, ewig, das ey. ist ja schon. Das dauert echt ewig. Das. Ja. Ja, da hat Filterau mich ja auch auf diesen Science-Fiction-Film da bei Arte, nee, nicht bei Amazon, darauf hingewiesen, wo das dann eben einmal Marsbevölkerung war. Exodus oder wie hieß der irgendwie noch? Nee, Extens. Extens hieß der. Ja. Extens. Den Plan, Und den dann gab es die Ozon. Erde und dann gab es den Asteroidengürtel und dazwischen bittere Feindschaft. Und das ist dann eben so das, was mir bei Perry Rhodan auch so daneben gegangen ist, wie dass ich das aufgehört habe zu lesen damals, weil die erschießen da sozusagen so riesen Raumschiffe, die Planetengröße haben und wo man dann eben tatsächlich sozusagen so eine Gesamtbevölkerung auslöscht. Nicht? So, und das ist ein so schlimmer Gedanke, den die da verwursten. Das war dann, da habe ich gedacht, nee, also so nicht. Ja, und Das ist hier auch nicht mehr Raumschiff Erde, wir intelligent. schießen uns selber ab, oder Ja, das ist ja noch überhaupt nicht gesagt, das ist nur so eine was? Floskel. Ne? Ich finde das auch, diese Art zu diskutieren, auch über Wetter, Klimawandel und so, das rechnet mich nicht mit der Intelligenz von diesem Planeten. Obwohl man kann sich auch Zustände vorstellen, wo das wirklich so kaputt ist, dass nicht mal mehr die Mikroben, die übrig bleiben, fähig sind, irgendwann mal evolutionär eine Rolle zu spielen oder so. Nicht? Also, kann man auch, kann man auch. Ja, ästhetisch. Was habe ich von der Kirche? Habe ich im Unterricht? Was? Jetzt fängst du an, wirres Zeug zu reden. Ich glaube, Nee, das wir ist machen mal langsam hier für später mal. Feierabend. Jetzt nicht, ja, wir machen Feierabend. Wir Ich muss machen ja auch jetzt arbeiten. Feierabend. Morgen muss ich ja Hab die so früh Nase auf. voll. Ich habe jetzt aber gerade nochmal, wo wir bei Eroberung des Universums waren, weil das so eine interessante, fand ich eine lustige Zahl. Wie alt ist jetzt das Universum? Was sagen wir ungefähr immer so? 10, 12 Milliarden Jahre? Frag mich Sechs nicht nach bis so Zahlen. 13 Jahr Milliarden Jahre. Muss noch 13 mal ein noch bisschen was, hier mich glaube ich. zentrieren. Ja. So. Pro Milliarde Jahre hat sich das Sonnensystem, die Milchstraße, dreht die sich nur 4 Mal um ihre eigene Achse. Das heißt, die hat sich erst 50 Mal um sich selbst gedreht. Die ist nicht schnell. Nee. Ich Relativ. meine, die ist zwar nicht schnell, aber legt eine Menge Kilometer Und zurück. die Also, Erde dreht sich ist mit ja welchem relativ. Tempo? Das ist relativ. Ja. Die Erde dreht sich mit welchem Tempo? 30.000 Kilometer die Stunde oder was? Ja, also 40.000 Kilometer am Tag. Gekränkte Also am Äquator. Wie schnell, Wenn wie du natürlich schnell am Nordpol stehst, ist da jetzt nicht viel von übrig. sind Da musst du im Winkel messen, sonst hast du nichts von. Ja, Gut. der Nordpol. Gut, Leute, gut, ich bin ja morgen, was hier, 9 Uhr.
8:45 Uhr muss ich da Hast deinen schon sein. großen Tag da morgen. Ja, genau. Und ich, da, Ja. das, was ich sonst genieße, ist in diesem Fall nicht so ganz so toll, weil ich echt nicht weiß, was bei rauskommt. Da Also. muss ich total wach sein. Ja, es kann für alle super gute Erfahrung werden. Es Ach, kann das aber wird auch, schon. ja, wirken, das sage ich mir auch. Was passiert morgen? Schule, große Morgen, Vorführung. ich bin ja in diesem Wiener Ganztagsklüngel von der IGS Emsen. Und da helfen sich die Clubs, also diese Ganztagsleute helfen sich immer gegenseitig, nicht? Also so hat der Nähclub mal was für uns genäht und so weiter. Und dann kam die Theaterfrau und brauchte Kulissen. Und seitdem ringe ich auch so ein bisschen, weil ich meinen Leuten die Garantie gebe, dass sie machen können, was sie wollen, thematisch, ne? Dass sie also nicht irgendwie auch gezwungen sind. Und jetzt bin ich natürlich mit einer Aufgabe gekommen und die ziehe ich auch relativ durch. Also so, dass ich auch selber ziemlich stark steuere, wo das hingeht. Und jetzt wird es also morgen die Session geben, wo also beide Kulissen, also 4,50 Meter mal 2 Meter, dann auch tatsächlich gemalt werden sollen. Und ja, das wird denen auch Spaß machen und so. Aber und das ist eben damit die ihre Vorführung hinkriegen. Ja, und da habe ich so eine Art Fahrplan, also im Grunde die Session habe ich strukturiert, aber sie ist le letztlich auch noch offen, ne? Und ich weiß nicht, und ich selber habe keine richtige Vorstellung, wie jetzt meinetwegen die Farbräume sich entwickeln können sollen. Also da muss man ein paar Vorgaben machen. Die Schüler sind eben noch selber dabei, wenn sie aus eigenem Antrieb malen, malen die nicht Landschaften, sondern Einzelgegenstände, die dann irgendwo auf dem Blatt rumschwimmen und so, und kommen dabei aber auch ganz interessant zu was. Aber so das, was so eine Kulisse ausmacht, die würden eben mit so klein anfangen, ne? Und das könnte man ja auch nutzen, aber naja, das wirkt halt nicht. Also muss ich bestimmte Netzwerke auf dem Blatt, Ja, auf erstmal der Folie so machen, genau, und zur grobe Linien, Website. aber Sie müssen das ja verstehen und deswegen müssen Sie dabei sein, wenn du das machst. Genau, und sie machen es eigentlich nicht. Und Ja, okay, und nochmal hier, komm, genau. da die Ecke soll, da geht die Sonne auf und da hinten geht sie unter und Hier dann. brauchen wir eine Fläche, die ist. Das klingt jetzt ja aber, ja. Ja, das erzähle ich bei Gelegenheit mal, wenn ich das jetzt erzähle, dann ist das auch Mach mal nicht Fotos davon. publikumstauglich. Ja, das ist schwierig, weil ich darf dann keine Schüler mit drauf Ja, haben. und guck mal, ob du das ohne Schüler fotografierst. Ne? So, irgendwas werde ich schon fotografieren. Naja. Gut. Okay, macht's gut. Dann, ja, Ich gebe mir herzlichen einen guten Mal Glückwunsch. ab. Wir melden uns. Alles klar.